Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Ja klar, ich unterschreibe das Trikot, schick es her. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Sebastian, wir haben Sie gerade eben gehört, die letzten Worte von Santi Askasiba. Ich wollte sagen in Richtung VfB-Fans, aber eigentlich hat er sich an dich gewandt und hat dich aufgefordert, sein Trikot nach Berlin zu schicken. Also es ist sein Trikot, weil sein Name auf diesem Trikot beflockt wurde von dir. Und er möchte es für dich signieren. Bist du denn schon zur Post gegangen, hast dein Trikot eingesandt und vielleicht sogar schon zurückbekommen? Tatsächlich habe ich es am vergangenen Freitag habe ich es Richtung Berlin geschickt. Habe dann die richtige Adresse bekommen, wo es hingehen soll. Ich befürchte allerdings, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich es dann unterschrieben zurückbekomme. Denn die Familie Askasiba ist ja mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern seit dem 23.01. Zu dritt, weil ja der kleine Santi, also der Benicio Askasiba auf die Welt gekommen ist, wie wir heute per Instagram-Post erfahren haben. Und was wir auch erfahren haben, dass der dann tatsächlich als Geburtsort Stuttgart in seinem Pass stehen haben wird. Tja, Mensch, da hättest du es auch direkt vorbeibringen können. Also, ja, tatsächlich hat man ja auch in der letzten Woche noch durch diverse wiederum Instagram-Stories gesehen, dass ja die Argentinier-Fraktion beim VfB groß Abschied gefeiert hat, irgendwie im Stuttgarter Westen in einem spanischen Restaurant. Ich glaube, die Insuas haben sich quasi verabschiedet und da war Santi Askasiba und Nicola González auch zu Gast. Also ich hätte es eigentlich auch dann direkt dorthin bringen können und vor Ort unterschreiben lassen können. Jetzt muss ich halt den Weg über die Post nehmen, aber das stört mich jetzt auch nicht weiter. Und ich hatte schon gesagt, jetzt wo das Trikot oder wenn das Trikot dann unterschrieben ist, dann darf man es natürlich auch eigentlich nicht mehr tragen, was mich natürlich so ein bisschen von dem Zwang befreit, mich in diese Jakko-Größe M reinzutrainieren. Ja, also ich habe das Trikot ja, sag mal, im Laden mir mal angeschaut, also die Größe M. Und ich fand das echt mutig von dir, muss ich sagen, dass du Größe M genommen hast, weil ich hätte es auch meiner Tochter, glaube ich, anziehen können. Aber man kann ja wirklich reinwachsen, das stimmt schon. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist natürlich die großartige Aktion an sich. Klar, super, dass Santi das macht, aber ich glaube, die ging ja so ein Stück weit schon von der Social-Media-Abteilung der Hertha aus. Und dann dachte ich mir so, Mensch, da gibt es vielleicht Vereine in meiner unmittelbaren Umgebung, die könnten sich von diesem Social Media Game, wenn man es so nennen kann, eine Scheibe abschneiden. Also beim VfB bzw. bei @VfB auf Twitter bekommt man ja noch nicht mal eine Antwort, wenn man eine Frage einreicht. Im besten Fall antwortet mal der Service-Account, aber da ist man offensichtlich in Berlin etwas weiter. Klar, da buhlt man auch um jeden Fan, also man möchte ja diesen Big City Club sexy machen. Weiß nicht, ob das jetzt bei dir funktioniert hat, aber eine schöne Geste war es allemal. Ja, eine schöne Geste auf jeden Fall und da muss man dann an dieser Stelle auch nochmal wirklich Dank sagen an das Social Media Team von Hertha BSC und auch an alle, die auch so ein bisschen vielleicht mitgeholfen haben, dass die Botschaft, dass ich gerne ein Autogramm hätte, bis zu Santi Askasiba gekommen ist. Ja, und ich finde es auch nicht selbstverständlich, dass sie es dann wirklich per Videobotschaft über ihren offiziellen Twitter-Kanal dann irgendwie raushauen, weil das jetzt irgendjemand, der für einen VfB Stuttgart
blockt oder über den VfB Stuttgart blockt, irgendwann mal ein Hertha-Fan wird oder irgendwie da mal Merch kaufen wird, das ist, glaube ich, ausgeschlossen, das wissen die auch. Und sie haben trotzdem Zeit und Energie investiert, um das dann irgendwie möglich zu machen. Und da muss ich sagen, haben sie schon jetzt einen kleinen Stein bei mir im Brett. Ja. Also wenn das so einfach geht, dann versuche ich es jetzt auch mal. Ich würde mal gerne mit Julian Nagelsmann sprechen. Also auch RB ist ja da vielleicht interessiert daran, einfach neue Fans für sich zu gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich würde wirklich mal gerne mit Julian Nagelsmann sprechen. Also ich habe mich auch diese Woche und überhaupt die letzten Tage ausführlich mit Julian Nagelsmann auseinandergesetzt, weil er natürlich so ein Stück weit der Trainertyp ist, der unserem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo am nächsten kommt. Und wenn man sich so anschaut, was Matarazzo im Trainingslager in Marbella so gemacht hat, wie das Trainingsgelände beim VfB inzwischen ja so ein bisschen, ich würde sagen, modifiziert wurde. Das geht alles schon in diese Richtung Nagelsmann, Hoffenheim oder jetzt eben RB Leipzig. Also da passiert auf jeden Fall was. Es fehlt noch der richtig oder die richtig große Video-Wall. Bei der WWE heißt es Titantron. Das könnte man, glaube ich, in die Mercedesstraße auch noch irgendwie verfrachten. Ganz kurz vielleicht dazu was. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du es schon mal gesehen hast. Hoffenheim hat praktisch schon einen großen Videowürfel direkt am Trainingsplatz. Mhm. Und der Vorteil ist, dass wenn der Coach ja einfach Videoanalysen den Spielern zeigen möchte, können die auf dem Platz da stehen bleiben, wo sie sich ja im Moment des Fehlers, sage ich mal, auch getummelt haben. Und so kann dann, damals war es so, dass halt Nagelsmann das angezeigt hat über ein iPad und dann auf diesen großen Videowürfel übertragen, kann er dann direkt zeigen, was welcher Spieler falsch gemacht hat, wo er hinlaufen sollte, ja, und wie er sich eben verhalten sollte im Verhalten gegen den Ball oder ja, von mir aus auch mit dem Ball. Das finde ich schon sehr innovativ. Das heißt natürlich noch nicht, dass man dann alle Spiele gewinnt, aber ich habe das Gefühl, dass da beim VfB Stuttgart immer noch ja einiges zu holen ist. Da gab es ja schon häufiger auch mal Anmerkungen von Hannes Wolf, dass das Trainingsgelände jetzt nicht unbedingt up-to-date ist. Und von daher bin ich jetzt schon mal zufrieden, dass man jetzt diese Felder eingeführt hat, die wir ja auch schon mal besprochen haben. Also 18 Felder sind es, glaube ich, wo man dann mit den Möglichkeiten diverser Videokameras halt den Spielern besser zeigen kann, in welchen Räumen sie sich tummeln sollten oder wie sie sich dann in diversen Situationen verhalten müssten. Ja, also da passiert einiges. Genau, jetzt sind wir aber der zweite Investor her und dann das Geld da, dann gibt's halt entweder den 500 Zoll LCD-Fernseher für einen Trainingsplatz oder da muss man überlegen, natürlich so ein Footbonaut, wird es glaube ich ausgesprochen, wäre natürlich Footbonaut, auch Footbonaut, ja. Das ist auch ein cooles Ding. Hast du schon mal absolut gesehen? Also ja, nie in Action gesehen, noch nie live gesehen, also nur mal Videos gesehen. Das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus und es scheint ja auch wirklich zu funktionieren. Ja, ja, mega cooles Gerät. Ich glaube, nur Leipzig und Hoffenheim haben so ein Ding. Oder war es Dortmund? Nee, ich glaube, Dortmund und Hoffenheim haben auch ja, auf jeden Fall eins. Ja, genau, Leipzig hat es, glaube ich, wahrscheinlich schon bestellt. Kann ich mir gut vorstellen. das ist etwas, das ist natürlich schon Next Level Shit sozusagen. Da sind wir beim VfB wirklich froh, dass es einfach Kreidelinien gibt inzwischen auf dem Platz und überhaupt einen Platz mit Rasenheizung. Es gab ja auch lange Zeit, glaube ich, auf dem Trainingsgelände keine funktionierende Rasenheizung. Also all das ist jetzt schon in der Mache, möchte ich mal sagen. Clubgelände möchte man sowieso etwas ausbauen und man möchte ein neues Clubzentrum hinstellen. Aber das ja ist Zukunftsmusik. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir schweifen schon gleich schön ab. Dabei haben wir schön, so oder? Viele Themen, ja, dass wir gar keine Zeit haben. Ja, irgendwie Julian Nagelsmann, Santi Ascasiba, die Hertha und wen auch sonst noch zu besprechen. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal auf die ganz wichtigen Themen hier kurz vor dem Restrundenstart, wie ich jetzt gelernt habe. So spricht man es aus. Oh, das ist schön, das ist schön. Ja, also das finde ich gut. Also dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz was, weil ich auf Twitter die Empörung in den letzten Tagen mehrfach lesen durfte. Also da wird ja so ein bisschen der DFL, der schwarze Peter, in die Schuhe geschoben, dass die zweite Liga die Restrunde sozusagen unter der Woche beginnt, an einem Dienstag und da haben sich viele beschwert. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, dass da auch die Vereine ihre Finger mit im Spiel hatten. Ja? Also es ist jetzt nicht nur die DFL gewesen, die sich dachte, Mensch, da haben wir mal eine Bombenidee, sondern es war ja so, dass die Hinrunde deswegen, ich glaube, zwei Wochen oder sogar noch ein paar Wochen früher als die Bundesliga startete, weil die Zweitliga-Clubs der Meinung waren, dass dann das Interesse eher oder dass sie von dem Interesse der fußballhungrigen Fans profitieren könnten, ja. Und der Deal war halt eben, dass man dann später anfängt und unter der Woche beginnt. So, und ich würde mal sagen, da haben sich dann die Vereine darauf eingelassen und sind deswegen bitte auch mit zu beleidigen. Also nicht nur die DFL, obwohl ich kein Problem damit habe, die DFL ab und zu mal mit einem harschen Tweet anzugehen. Aber hier möchte ich die Vereine mit ins Boot holen, die das Ganze mit abgesegnet haben und da so ein bisschen, ja,
vergessen werden von dem einen oder anderen Fan. So, aber wie gesagt, wir schweifen schon wirklich viel zu viel ab. Sebastian, lass uns nochmal ganz kurz auf das Trainingslager im Abea blicken, zurückschauen. Da gab es ja eigentlich viel Gutes zu berichten. Alle waren mega zufrieden mit dem Trainingslager. Ist immer so, oder? Ja, habe ich auch. Oder kannst du dich an eins erinnern, wo jemand gesagt hat, ah, das war jetzt suboptimal. Also ein Trainingslager ist immer super. Also in der Tat kann ich mich an eins erinnern, und zwar letztes Jahr unter Markus Weinz hier, als es wirklich schon, also ich glaube schon noch während dem Trainingslager hieß, das ist eine Katastrophe, der Donis macht, was er will, der Maffeo, der hat sich mehr oder weniger auch schon verabschiedet. Also da ging es wirklich drunter und drüber. Also es gab schon diese verheerenden Trainingslager. Diesmal wäre alles hervorragend gewesen. Die Ergebnisse sprachen für sich. Man konnte 2 Testspiele gewinnen. Über das dritte sprechen wir auch gleich noch. Das fand dann aber nicht mehr in Marbella statt, sondern in Bad Cannstatt. Also insgesamt war es wohl ordentlich. Daniel Didavi hat sich über das Essen im Hotel beschwert. Das sei wohl nicht so gut gewesen. Und ich habe so ein bisschen rausgehört bei dem einen oder anderen Spieler, dass es doch ein Ticken zu lang vielleicht war, diese 10 Tage. Dachte ich mir übrigens auch. Und ich erinnerte mich an unser Gespräch mit Marc Nicolai Schlecht. Da haben wir ja auch so ein bisschen das Thema, ja, Wetter, Temperaturen und so besprochen. Also du bist da in Marbella bei 20 Grad, kommst nach Stuttgart und musst dann direkt mal bei minus 3 Grad die Spielübungen hier absolvieren. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es auch vielleicht ein Ticken zu lang. Und dann, ja, das Thema Lagerkoller ist ja auch mal eins. Aber gut, ich meine, ja, aber ich denke jetzt halt mit der Prämisse, dass man halt einen neuen Trainer hat, der, wie er auch heute sagt, komplett neue Automatismen irgendwie einstudieren will, ist es dann wahrscheinlich auch kein Fehler, dann vielleicht 2-3 Tage länger wirklich an einem Fleck kaserniert zu sein quasi. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn jetzt Tim Walter noch Trainer gewesen wäre, hätten vielleicht auch 7 Tage gereicht oder so. Aber jetzt mit einem neuen Trainer, der auch was anderes spielen lassen will, ist das vermutlich, ist jeder Tag, den man halt im Trainingslager verbringen konnte, ein gewonnener Tag, auch wenn das die Spieler dann eventuell ein bisschen anders sehen. Ja, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, dass Matarazzo davon sprach, dass manche Mechanismen oder Automatismen schwer zu brechen seien. Da möchte ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da habe ich dann später noch was zu sagen. Abschließend noch zum Trainingslager. Also es waren ja U21 und U19 Spieler mit dabei. Lilian Egloff und Antonis Aidonis, der eine von der U19, der andere könnte zwar noch U19 spielen, aber spielt inzwischen schon U21, die trainieren weiter bei den Profis mit. Florian Kleinhansel, Sebastian Hornung und Nick Betzner sind wieder zurück bei der U21, das war wohl so auch abgesprochen und geplant. Macht auch wenig Sinn, glaube ich, jetzt mit 4 Torhütern irgendwie in die Restrunde zu gehen, also kann ich gut nachvollziehen. Und dennoch fragt man sich natürlich weiterhin hier beim VfB, welcher Jugendspieler kann es denn schaffen in den Profikader? Klar, Egloff und Aidonis sind jetzt in aller Munde. Aidonis hat es ja mehr oder weniger schon geschafft. Er hat, gegen Wolfsburg mal als Rechtsverteidiger ausgeholfen. Und der Weinzierl hat es auch ganz okay gemacht. Und bei Egloff hofft man jetzt, dass es möglichst schnell der Fall sein wird und dass man endlich wieder stolz sein kann auf einen jungen Spieler, der es praktisch ja von der U19 dann direkt in die Profimannschaft geschafft hat. Was ich aber interessant fand, es gab ein Interview von Thomas Hitzesberger im The Athletic. Ich glaube, heute ist das veröffentlicht worden, Sebastian. Genau, du hast es Athletic. Ich sage auch immer Athletic, aber es ist Athletic. Was habe ich gesagt? Atlantic, sage ich aber auch immer. Ach so, ja, das ist natürlich falsch. Ja, aber ich sage es auch immer, deswegen war ich gerade schon irgendwie vorbereitet. Genau, also The Athletic heißt das Medium. Ja, es macht auch mehr Sinn, wenn es eine Sportzeitung ist. Ja, genau. da gab es einige interessante Äußerungen. Es war ja wirklich wahnsinnig lang. Ich glaube, du hast es komplett gelesen, oder? Ja, ich habe es heute Morgen in der S-Bahn komplett gelesen, genau. Es war sehr lang, aber ich fand auch sehr aufschlussreich. Also bevor wir da ein bisschen detaillierter drauf eingehen, möchte ich kurz eine Passage hier noch rausgreifen, weil die ganz gut passt, gerade zu dem Thema U21, U19-Spieler. Und zwar meinte Thomas Hitzesberger in diesem Interview, ich bin verwundert, wie wenig Spieler darauf vorbereitet sind, härter zu arbeiten als andere, um ein Spieler aus der oberen Schublade zu werden. Die erwarten, dass der Trainer tolle Ideen hat, damit etwas funktioniert. Fakt ist, wer nicht kapiert, dass man hart arbeiten muss, um Profi zu werden, wird auch nicht oben ankommen. Talent ist das eine, aber eine gewisse Härte, Eigenmotivation und Bereitschaft zu arbeiten braucht jeder Spieler. So, warum finde ich diese Aussage so interessant? Weil natürlich Thomas Hitzesberger als ehemaliger NLZ-Leiter oder Direktor da einen sehr, sehr guten Einblick hatte auf die jungen Talente. Und ich glaube, da schon seine eigenen Erfahrungen mit uns teilt. Also
Macht einen natürlich auch ein bisschen skeptisch. Ja, also wie das in Zukunft denn jetzt funktionieren soll hier beim VfB, wenn es da offensichtlich schon, ja, wie nennt das, Eigenmotivationsprobleme gibt und einfach die Bereitschaft, wirklich alles hinten anzustellen und nur noch für diesen Traum Fußballprofi ja alles in die Waagschale zu werfen. Hat mich schon überrascht, diese klaren Worte von Thomas Hitzesberger. Ja, aber die bringt er immer wieder an. Ne? Ich hatte ja auch schon im vergangenen Jahr kurz so die Gelegenheit mit ihm im Rahmen des Mercedes-Benz Junior Cup zu sprechen. Und da ging es ja auch darum, da war er NLZ-Leiter, wie es der VfB schafft, Talente für sich zu gewinnen, dass die nicht nach Freiburg oder nach Hoffenheim gehen. Und da hat er aber auch schon angedeutet, dass man nicht versucht, den Spielern das möglichst bequem zu machen, also möglichst viel Kohle und möglichst viel Komfort, sondern dass man halt da schon guckt, dass man den Spielern was bietet, aber ihnen auch sagt, hey, ihr müsst aber auch liefern, ne? Und wenn die nicht bereit sind, dann diesen Weg mitzugehen, dass man dann auch auch Abstand davon nimmt, diesen Spieler für Stuttgart mit allen Mitteln gewinnen zu wollen. Und ich finde, das sieht man in dem Interview auch immer wieder, dass ihm auch die Persönlichkeit oder der Charakter eines Spielers sehr, sehr wichtig ist. Also da gibt es auch diesen einen Absatz, da geht es darum, wie man Pellegrino Matarazzo als Trainer gefunden hat. Und sie haben ja quasi so ein Assessment Center gemacht, zu dritt, Sven Mislintat, Thomas Hitzesberger und der Markus Ruth. Gut. Mhm. Da sagte auch, also jeder hat einen anderen Fokus gehabt und er sagt auch, I was interested in his personality. Also er hat wirklich ihn, das ist glaube ich so sein Ding, ne? Also er guckt, wie passen die Leute menschlich, charakterlich zu uns, während da er dann halt andere Leute halt im Staff hat, die dann halt gucken, wie passt das fachlich. Und also das ist sowas, was in seinen Aussagen immer wieder so durchklingt, was ich auch gut finde. Ja, im Prinzip gebe ich dir da recht, ich bin deshalb jetzt so ein bisschen stutzig geworden, weil das eine ist natürlich, dass es menschlich miteinander passt. Das muss irgendwo schon, ja, hinhauen, sage ich jetzt mal. Und der Walter hat es ja wohl dann nicht so richtig gepasst. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, ist es eigentlich wichtiger, welche Qualitäten ein Trainer einfach hat, um mit seiner Mannschaft vernünftig zu arbeiten. Also so sehe ich es. Also ich weiß jetzt nicht, ob die zwischenmenschliche Beziehung mit der sportlichen Leitung dann so entscheidend ist, wenn es, sage ich jetzt mal, auf dem Platz funktioniert. Also vielleicht hat er hier auch versucht oder hat gemerkt im Umgang mit Tim Walter, dass wenn es nicht so richtig läuft und man hat so einen schweren Charakter, dass es dann echt schwierig ist vorzudringen und gemeinsam an den Problemen zu arbeiten. Und er dachte sich, dann hole ich halt jemanden, der charakterlich besser zu uns passt. Und wenn es dann mal nicht läuft, das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, dann haben wir die Möglichkeit eben uns auf einer vernünftigen Ebene miteinander zu unterhalten, weil das hört man ja immer mehr raus. Das war mit Tim Walter wohl nicht immer der Fall. So. Also da muss man mal abwarten, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob die Mitte dann das Richtige wäre. Es ist auf jeden Fall enorm mutig, das möchte ich hier nochmal wiederholen, mit Matarazzo jetzt in diese Restrunde zu gehen, weil, ja, also man weiß im Endeffekt nicht so richtig, was man jetzt erwarten kann von Pellegrino Matarazzo. Und wenn es nicht funktioniert, ich gehe nicht so weit und sage, dass Thomas Hitzesberger dann Geschichte ist beim VfB, aber es wird auf jeden Fall dann ja zum ersten Mal ein eisiger Wind in Richtung Thomas Hitzesberger wehen, da bin ich mir sicher. Also, natürlich, und klar ist ja, dass ein Scheitern Matarazzos stärker auf Hitzesberger zurückfällt als das Scheitern eines arrivierten Trainers, wenn er den geholt hätte, ne? Jetzt angenommen, er hätte Bruno Labbadia geholt und der wäre gescheitert, dann kann sich halt als Sportvorstand hinstellen und sagen, hey, wir haben einen Trainer geholt, der war bei X Clubs erfolgreich und wenn es hier nicht geklappt hat, dann habe ich trotzdem keine falsche Entscheidung getroffen. Aber das ist wirklich eine, ja, jetzt mit Matarazzo eine mutige Entscheidung mit ja Inkaufnahme eines gewissen Risikos für die eigene Position, was man ihm auch wiederum hoch anrechnen kann, wenn er davon überzeugt ist. Also für mich ist es immer sehr situationsabhängig, egal welchen Trainer du jetzt holst. Entscheidend ist letzten Endes, ob man danach so das Gefühl hat, dass der Trainer mit Bedacht ausgewählt wurde oder ob es halt einfach so ein Trainerkarussell dann war und man hat dann halt einfach einen rausgepickt, so wie es unter Reschke ja lief. Da wusste man im Endeffekt schon, das kann nicht so richtig funktionieren, der Trainer passt nicht zur Mannschaft oder Transfers passen nicht zum Trainer. Da erinnere ich mich an Korkut, dann natürlich dann auch der Wechsel hin zu Weinzierl. Da wusste man im Endeffekt direkt, okay, die hatten offensichtlich wirklich keinen besseren Plan, als jemanden zu nehmen aus diesem Trainerkarussell. Und das halte ich dann wiederum Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger zugute, dass hier deutlich mehr Gedanken in die Entscheidung reingeflossen sind. Und wenn es am Ende nicht
funktioniert, ja, dann muss man natürlich erstmal schauen, an was liegt es jetzt. Liegt es zum Beispiel auch an der Spielerqualität, die man hier verpflichtet hat? Hat man die überschätzt oder hat man, ja, ich sag mal, die Stärke der zweiten Liga ein Stück weit unterschätzt? Das muss man dann nochmal im Detail analysieren. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der VfB souverän aufsteigt und wir uns diese Gedanken dann nicht direkt machen müssen. Aber ja, es wird auf jeden Fall. Also wir werden jetzt in der Restrunde durch die Liga marschieren. So sieht's aus. Gibt's denn noch was, was in diesem Interview dich irgendwie besonders ja, überrascht hat oder irgendwie eine Passage, die du mit uns teilen möchtest? Das sind viele, viele Sachen, die man teilen kann. Also man muss vielleicht vorwegschicken, es ist jetzt weniger ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, als vielmehr ein Interview mit dem Mensch Thomas Hitzlsperger. Und ja, wie das halt in englischsprachigen Medien ist, ist es halt auch weniger so Question and Answer, also hintereinander weg, sondern es ist halt runtergeschrieben mit vielen Zitaten von Thomas Hitzlsperger. Aber ich finde, es gibt halt ja einen relativ guten Einblick darin, wie er denkt und wie er die Herausforderung jetzt als Vorstandsvorsitzender annimmt. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Ja, klar, es ist auf Englisch und es ist auch hinter einer Paywall. Aber man kann hier für 7 Tage so einen kostenlosen Probezugang sich schießen und dann lohnt es sich auf jeden Fall, das Ding mal gelesen zu haben. Also Empfehlung von Sebastian und ich werde es mir auch nochmal durchlesen, komplett das Interview. Interessiert mich natürlich auch, was der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart so in einem ausführlichen Interview zu erzählen hat. So, dann machen wir den harten Break und schauen einfach mal direkt auf das letzte Testspiel des VfB, nämlich das Spiel gegen Dynamo Dresden fand am 24.01. statt, am Freitag. Leider Gottes wieder mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was aber organisatorische Gründe hat, also weniger jetzt, dass man die Fans nicht dabei haben möchte, sondern ja, du musst halt dann Security stellen und wahrscheinlich auch mit der Polizei das absprechen, Catering, Toiletten, was weiß ich, was man da alles so braucht und deswegen, ja, es ist ja jetzt nicht zum ersten Mal der Fall, dass der VfB sagt, wir testen, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der VfB gewann dieses dritte Testspiel mit 3:1. Und ja, was man so lesen konnte und was einem auch so mitgeteilt wurde von Leuten, die sich das Spiel eben angucken durften, da waren ja ein paar Pressevertreter dabei, aber auch welche ja von der VfB-Jugendabteilung. Und da hörte man eigentlich eins einhellig, nämlich, dass der VfB vor allem in den ersten Minuten, in den ersten 20, 30 Minuten Probleme hatte mit der Spielweise der Dresdner. Und das erinnert sich ja ein Stück weit auch an die Hinrunde, da hatten wir ja auch immer oder häufig das Problem, dass wir in den ersten Minuten nicht so präsent waren und wir haben uns in der Viererkette auch darüber unterhalten, an was das liegt, dass die Mannschaft einfach immer so eine Weile braucht, bis sie sich ja irgendwie an das Spieltempo gewöhnt haben und auch, ich sag mal, die Tugenden, die man so braucht, um Spiele zu gewinnen, ja, mit einbringen kann. Ja, folgerichtig fiel dann auch nach 9 Minuten schon das 0:1 durch Patrick Ebert. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du die Tore dir anschauen können auf VfB-TV? Sind die auf hier auf VfB-TV zu sehen. Ich habe nur einen Stuttgarter Tor, glaube ich, gesehen. Ich glaube, du hast es gepostet. Ich habe es gepostet nochmal auf Twitter, genau. Also das Gegentor habe ich nicht gesehen, aber diese Unordnung in den in der Anfangsviertelstunde oder in der ersten Phase des Spiels war ja wirklich so ein bisschen oder oft im Trademark in der Hinrunde, aber ich glaube auch im Testspiel gegen Basel war das so, ne? Da also gerade am Anfang auch lief's nicht wirklich rund. Also das ist mir nicht nur in den Testspielen aufgefallen, sondern auch in den einzelnen Facebook Sessions, die man vom Training mit ja, ausgestrahlt hat mit Holger Laser als Kommentator und so weiter und so fort, da könnte man immer mal wieder sehen, dass es, ich weiß nicht, ob das Abstimmungsprobleme sind oder Unkonzentriertheiten, die dazu führten, dass dann jetzt bei so typischen Trainingsübungen halt einfach ein Ball verspringt oder ja, irgendjemand hinterherhecheln muss. Aber jetzt hier gegen Dresden, auf das wollte ich eigentlich hinaus, konnte man wieder schön sehen, wie man mit relativ einfachen Mitteln den VfB in arge Bedrängnis bringen kann und dann natürlich auch ein Tor erzielen kann. Und da hoffe ich einfach ein Stück weit, dass sich der VfB in den nächsten Tagen da noch etwas steigern kann. Ansonsten werden wir, wie schon in der Hinrunde, des Häufigeren Probleme bekommen und einfache Tore fangen. Also das geht mir zu leicht. Ja, also
Das 0-1 durch Patrick Ebert, wer sich nochmal angucken möchte, kann das auf VfB-TV tun oder eben auf Twitter. Da sieht man ganz gut, das ist wirklich fast ein Abziehbild von vielen Gegentoren, die wir in der Hinrunde kassiert haben. Da muss man sich ein bisschen cleverer anstellen in Sachen Verteidigung. Und ich glaube, Materazzo spricht auch immer wieder davon, dass man in der Restverteidigung etwas wacher sein muss und auch hier gewisse Automatismen greifen müssen. Das konnte ich da noch nicht so richtig erkennen. Also das war, ich sag mal, war etwas, was mir so ein bisschen zu denken gab. Aber das Gute an diesem Testspiel war, dass es noch eine zweite Halbzeit gab. Und da drehte der VfB wirklich richtig auf und hat ganz, ganz tolle Spielzüge gezeigt. Jedenfalls die, die zu den Toren führten, waren alle sehr sehenswert. Gomez traf in der 65. Minute nach einer grandiosen Vorarbeit von Roberto Massimo, der sowieso eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert hat in diesem Testspiel, auch sonst in diesem Trainingslager immer wieder auf sich aufmerksam machen konnte. Und ja, auch in den Testspielen zuvor, wenn er gespielt hat, eigentlich wirklich eine gute Figur gemacht hat. Al-Ghadoui hat letzten Endes den Ball quergelegt zu Gomez und so ist dann das 1-1 gefallen. Das 2-1 war auch interessant. Da wurde zwar Massimo gefoult, es gab Elfmeter, den Al-Ghadoui verwandeln konnte in der 75. Minute, aber den Pass auf Massimo, der kam von Egloff, der dann auch in der 90. Minute ein Tor erzielen konnte. Ja, auch das war wieder toll rausgespielt und Egloff erzielte dann, wie gesagt, das 3-1, wirklich ganz kurz vor Abpfiff. Insgesamt das, was ich sehen konnte, sah sehr, sehr gut aus, bis auf eben dann dieses Gegentor und wie gesagt, das, was berichtet wurde, war halt das altbekannte Problem. In den ersten Minuten scheint man irgendwie Konzentrationsprobleme zu haben, Abstimmungsprobleme, ich weiß es nicht genau. Da lasse ich mich dann auch mal so ein Stück weit überraschen, wie es dann am Mittwoch laufen wird gegen Heidenheim, die ja solche Unkonzentriertheiten natürlich knallhart bestrafen werden, weil ja, ich glaube schon, dass Heidenheim schon nochmal eine andere Kategorie ist als Dynamo Dresden. Ein bisschen Sorgen habe ich mir jetzt schon gemacht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Nee, vor allem, du spielst halt am Mittwoch dann halt auch nicht vor, weiß nicht, 50 Leuten im Schlienz, sondern halt vor 50.000 Leuten im Neckarstadion. Und da möchtest du halt nach 9 Minuten auf gar keinen Fall hinten liegen, weil dann wird's halt irgendwie super, super schwierig, auch von der Stimmung her. Also da hoffe ich, dass unser neuer Trainer es dann schafft, seiner Mannschaft dann irgendwie einzuimpfen, dass die halt wirklich vielleicht mal ab Minute 1 voll konzentriert sind und nicht erst ab Minute 30 oder 15 oder so, sondern wirklich von Anfang an präsent auf dem Platz stehen. Ich versuche gleich noch so ein bisschen zu erklären, wie der VfB in Zukunft spielen möchte. Jedenfalls habe ich das dann so erkannt in den Trainingsspielen, die ich sehen konnte und eben dann auch in den Testspielen, die man beobachten durfte. Aber noch ganz kurz zu dem Spiel möchte ich sagen, was interessant war. Der VfB hat in einem 4-2-3-1 gespielt, ja, so wird es zumindest vom Kicker berichtet, aber man muss dazu sagen, und ich habe es glaube ich auch vor 2-3 Ausgaben schon mal gesagt, also diese Formationen, die muss man irgendwie aus dem Kopf streichen. Also es gibt nicht diese Grundordnung 4-2-3-1 unter Matarazzo und dann ist die so, oder es gibt dann, was weiß ich, ein 3-4-3 oder weiß der Kuckuck was, sondern das ist alles sehr fluide oder wie Lothar Matthäus sagen würde, sehr flüssig. Oder wie hat das genannt im Topspiel am Samstag, ist ja auch egal. Auf jeden Fall passiert da immer relativ viel, je nach Spielsituation. Aber was interessant war, war die neue Rolle von Marc-Oliver Kempf, der Kapitän bleiben wird, der als Linksverteidiger eingesetzt wurde. Ja, und wenn der VfB im Ballbesitz war, rückte er sogar auf die Halbposition, also spielte so als verkappter Acht. Aber auch da muss man nochmal erklären, auch unter Matarazzo wird es eine gewisse Rotation der Spieler geben. Also da gibt's ein paar Videos auf YouTube, die kann man sich mal anschauen, was so die Denkweise der sogenannten Hoffenheimer Schule ist. Und da merkst du halt immer wieder, dass zum Beispiel ein Linksverteidiger in bestimmten Situationen ganz schnell zum Innenverteidiger wird. Ja, also man muss sich da vielleicht auch ein Stück weit davon lösen, dass wenn ein Marc-Oliver Kempf eher linkslastig aufläuft, dass er der klassische Linksverteidiger ist, der jetzt dann die Linie hoch und runter rennt, sondern ja, der kann dann auch mal zum Achter werden, zum Sechser werden oder auch mal zum Innenverteidiger. Und da sind natürlich zum Beispiel Spieler wie Endo oder Karasor, sind natürlich da einfach Gold wert, die wir jetzt im Kader haben, weil die viele Positionen spielen können, sprich polyvalente Spieler sind. Das könnte, wenn sie ihre Leistung abrufen können, dem VfB dann noch zugutekommen. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Ich bin trotzdem gespannt, ob Matarazzo dann gleich so ein Experiment gegen Heidenheim wagt und Kempf da als Linksverteidiger auflaufen lässt. Und bevor ich das nicht richtig unter Wettkampfbedingungen gesehen habe, möchte ich das jetzt auch gar nicht lange ja hier mit dir diskutieren. Ich glaube, kann man so stehen lassen. Also genau, ich freue mich jetzt nur auf unseren Startelf-Tipp, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das dann irgendwie auf dem Platz aussehen soll. Ich auch noch nicht. Also ich werde das nachher wirklich on the fly mit dir durchgehen und mir da was überlegen. Ich weiß es auch nicht. Eine Entscheidung steht schon fest, denn Gregor Kobel ist wieder die Nummer 1 beim VfB.
Fabian Bredlo hat dieses Duell verloren und ist weiter der Copa-Keeper. So haben wir ihn, glaube ich, vor dem Hamburg-Spiel, vor dem Pokalspiel gegen den HSV auch schon tituliert. Also ja, was soll man dazu sagen? Also für mich ist Gregor Kobel definitiv der bessere Torhüter. Bredlo ist ein guter Torhüter, aber Kobel ist jünger und auch, finde ich, in den meisten Bereichen der bessere Torhüter. Es gibt für mich weiterhin nur einen Kritikpunkt, das ist die Entscheidungsfindung, wenn es schnell gehen muss. Aber das ist für mich kein Ausschlusskriterium, dass er jetzt hier wieder Nummer 1 ist. Also ich denke mal, die Entscheidung ist nachvollziehbar. Geht dir auch so, oder? Ja, nee, total. Also ich fand ihn auch am Anfang der Saison souveräner, als der Keeper im Spiel des VfB noch stärker einbezogen wurde und der Torwart dann häufig die Mittelstürmer des Gegners mehr oder weniger auf den Socken stehen hatte, da hat er die Bälle immer relativ souverän dann wieder an seine Mannschaftskameraden verteilen können, während Bredlo dann die Dinge halt dann doch hin und wieder lang rausschlagen muss. Also da fand ich ihn mit dem Walter-Ball doch durchaus vertrauter als Bredlo, aber das muss ja jetzt nichts mehr heißen, aber ich finde ihn er ist präsenter und er hat kaum Fehler gemacht in der Hinrunde. Für mich gibt es da wirklich keinen Grund, seinen Status der Nummer 1 da irgendwie anzuzweifeln. Ja, also ich kann damit ganz gut leben und ich hoffe, dass das vielleicht dann auch schon dem VfB einen kleinen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, Kobel vielleicht über den Sommer hinaus zu verpflichten. Das müssen wir ja noch abwarten, kommen wir nachher auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Was ich auch noch interessant fand, ich glaube, die kompletten Aufstellungen hier, also nach 60 Minuten wurde ja gewechselt, nach 75 Minuten brauche ich jetzt nicht nochmal runterbeten. Viel interessanter finde ich, dass Darko Schulinov keine Minute spielen konnte, durfte, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, und auch Tongi Gulibadi nicht eingesetzt wurde. Das ist natürlich schon ein Fingerzeig von Pellegrino Matarazzo. Es scheint so, also man hat jetzt nichts gehört, dass die beiden irgendwie angeschlagen ist, deswegen scheint so, dass die nicht ganz so nah dran sind an der Startelf beziehungsweise am Kader. Enttäuscht, dass Schulinov offensichtlich nicht gleich eine Option ist für den VfB, oder hast du damit gerechnet? Nee, ich hatte damit nicht gerechnet, weil er ja in den Testspielen, also zumindest im zweiten Testspiel im Trainingslager, hat er ja gespielt. Und was man so von ihm gehört hat und was man aus Köln auch gehört hat, scheint er ja schon, wie sagt man, hoch veranlagt zu sein, ne? Und die Hoffnung war ja schon da, dass er vielleicht auf dem Flügel halt irgendwie so ein bisschen Tempo reinbringen kann, was den VfB so ein bisschen abgeht. Aber ja, das Spiel in Dresden war jetzt ja schon ein Härtetest jetzt für das Spiel gegen Heidenheim. Und wenn er da so gar nicht zum Einsatz kommt, das macht es ja wenig wahrscheinlich, dass wir ihn jetzt gegen Heidenheim sehen werden. Weißt du, wer auch hoch veranlagt ist? Nein. Joel Wertschütz. Joel Wertschütz ist 8 und mein Neffe. Und auch bei ihm könnte ich jetzt sagen, er ist hoch veranlagt, aber es bringt uns nicht weiter. Denn ich gebe dir recht, der Schulinov ist hoch veranlagt, kann viel vielleicht mal, oder aus dem kann viel werden, aber bislang hat er das halt noch nicht so richtig unter Beweis stellen können. Das ist halt für mich, deswegen ist das für mich nicht sonderlich verwunderlich, dass der jetzt keine große Rolle spielt. Ich habe ganz ehrlich auch nicht damit gerechnet, dass der jetzt direkt in der Startelf auftauchen wird, sondern ich sehe den schon noch so als vielleicht mal zwischen Kader und U21 pendelnden Spieler. Also ich hatte ihn mehr so eingeschätzt, der wird definitiv nicht starten, ist aber vielleicht jemand, den du dann in der 75. Mal bringst, bei welchem Stand auch immer. Also dass er schon einen Platz im Kader hat, aber wenn er jetzt im finalen Testspiel halt keine Sekunde spielt, sind ja auch seine Aussichten im Kader zu stehen jetzt wahrscheinlich nicht überragend. Ja, vor allem, wenn du dann siehst, dass natürlich ein Egloff zum Beispiel spielen durfte, auch nur 15 Minuten, aber immerhin, das ist für mich dann schon ein deutliches Zeichen, vielleicht auch schon ein kleiner Warnschuss in Richtung Darko Schulinov, dass er noch eine Schippe draufpacken muss, kann man jetzt viel hineininterpretieren, aber es hat mich dann schon, ich sag mal so, hat mich dahingehend erwischt, überrascht, dass bei so einem Test, wo man ja wirklich viel wechseln kann und jeder mal ein paar Minuten bekommt, also wenn du da komplett nicht berücksichtigt wirst, schon interessant. Und ähnlich erging es auch Gonzalo Castro, da gibt es wenigstens die Erklärung, dass er gegen Heidenheim gelb gesperrt fehlen wird. Und ich glaube, Matarazzo hat sich überlegt, dass wenn er jetzt Castro nicht mit in den Kader beruft, dass dann der ein oder andere Spieler eher noch eine Chance auf eine Einsatzminute bekommt. Also ja, also das fand ich interessant, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, und dann können wir, glaube ich, auch das Thema Trainingslager und Vorbereitungsspiele abschließen, Gott sei Dank. Und so langsam aber sicher nähern wir uns dem ersten Spiel im Jahr 2020, dem ersten Pflichtspiel des VfB Stuttgart. Und dennoch möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen abschweifen und darüber sprechen, wie der VfB unter
Pellegrino Matarazzo in Zukunft spielen soll. Dazu erstmal ein Zitat von Jürgen Sundermann, der am vergangenen Samstag 80 Jahre alt geworden ist. Und der sagt über Matarazzo, er gibt viele Anweisungen, aber in meinen Augen überträgt er noch nicht so richtig Freude und Begeisterung auf die Spieler. So, Sebastian, ja, Sundermann, Legende hier beim VfB, der hat ein Auge für junge Talente, vielleicht auch für junge Trainertalente. Teilst du diese Einschätzung mit Jürgen Sundermann? Ich kann es halt aktuell das echt noch schlecht einschätzen, aber was man von ihm jetzt so mitbekommen hat, scheint er schon ein großartiger Analytiker und Taktiker zu sein. Ja, ob er jetzt halt das mitbringt, die Mannschaft auch begeistern zu können, das wird sich dann zeigen. Und der Jürgen Sundermann war ja dafür bekannt, dass bei ihm jetzt die Taktik jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, sondern dass er halt ja auch andere, wie soll ich sagen, Grundtugenden in Vordergrund gestellt hat. Und ich glaube, das fehlt ihm halt so ein bisschen beim Pellegrino Matarazzo. Jetzt, was er von ihm bisher im Trainingslager gesehen hat, das muss ja nicht heißen, dass es nicht doch noch kommt. Ja, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen, was er sagt. Also genau das war die Antwort, die ich jetzt von dir erwartet habe, weil ich kann es auch verstehen, dass Sundermann das sagt, weil Matarazzo wirklich sehr analytisch an die Aufgabe rangeht, was im Prinzip auch okay ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dem ein oder anderen Fan zunächst auch so ein Stück weit fehlt, dass da die emotionale Ebene mitschwingt und es ist etwas, ich möchte jetzt nicht sagen, rustikaler zugeht, aber irgendwie fehlt so die gelebte Aufbruchstimmung. Also so geht's mir aktuell. Also ich habe es ja schon ja in der ersten Folge 2020 gesagt, dass ich auch nicht mehr so richtig Bock habe, mich erneut auf einen neuen Trainer einzulassen und mich da nochmal reinzufuchsen und wieder meine Hoffnungen in ein neues System zu projizieren und so weiter und so fort. Das fehlt mir grundsätzlich, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass jetzt die große Veränderung auf uns zukommt, sondern dass es vielleicht im Großen und Ganzen fast so weitergeht wie in der Hinrunde, bis auf ein paar Unterschiede, was man halt immer wieder gehört hat. Er möchte vertikaler spielen lassen, er möchte unausrechenbarer sein, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Tim Walter da also genau das Gegenteil davon wollte. Also ich kann es nicht so richtig greifen, deswegen fand ich die Aussage von Jürgen Sundermann so interessant. Ja? Also ich merke es halt auch, dass bei mir zumindest keine Freude und Begeisterung aufkommt. Ich freue mich auf Mittwoch, auf das erste Spiel 2020, aber ich weiß nicht, so eine Aufbruchstimmung nach so einer blöden Zeit, die wir jetzt hatten und da weiter, wo wir auch Pech hatten, die fehlt bei mir so ein Stück weit. Und, ja genau, also ich habe jetzt eben so ein bisschen rumgestammelt, weil ich parallel einen Abschnitt in dem Text gesucht habe, den wir am Wochenende auf dem Vertikalpass veröffentlicht haben, zum am 80. Geburtstag von Jürgen Sundermann. Und ich kann es mal kurz vorlesen, da heißt nämlich, Sundermann gibt gerne zu, dass er von Taktik nicht viel hält. Die Einstellung zum Spiel sei es, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Hansi Müller sagte, wir haben Harakiri-Fußball gespielt. Daheim haben wir alles niedergerannt, auswärts haben wir den lieben Gott gebraucht. Wir konnten unseren Stil nicht umstellen, wir kannten keine Taktik. Wir haben auch im Training nie taktiert, da gab es nur eins, immer voll drauf. Ja, also ob wir das brauchen oder ob das vielleicht auch das war, was man unter Tim Walter erwartet hat, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, und wenn man halt sowas liest, dann verwundert es natürlich nicht, dass Jürgen Sundermann diese etwas kühle Art von Matarazzo dann sich mit der noch nicht so ganz anfreunden kann. Und klar ist halt auch, wenn man die Sache so angeht wie unser neuer Trainer, dann brauchst du definitiv Erfolg, ne? Weil er ist jetzt ja, wie soll ich sagen, anscheinend jetzt kein Populist, der die Fans halt irgendwie schon komplett begeistert, bevor das erste Spiel unter seiner Ägide überhaupt angepfiffen ist. Also da wird es Ergebnisse brauchen, was gar nicht so schlecht ist, weil diese Ergebnisse brauchen wir zum Aufstieg. Insofern müssen wir es wohl abwarten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er denkt oder ähnlich denkt, so möchte ich sagen, wie zum Beispiel Nagelsmann, aber längst nicht so emotional reagiert. Und das muss ja nicht das Schlechteste sein. Also es fehlt nur für mich als Fan irgendwie so dieses Signal, Leute, jetzt geht's ab. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Weiß nicht, da kommt er halt schon so ein bisschen Tedesco-mäßig rüber, ne? Also der konnte ja, glaube ich, auch erstmal niemanden begeistern. Und wenn er halt dann in Pressekonferenzen erzählt hat, welche acht verschiedenen Formationen sie im Spiel gespielt haben und so weiter. Also das war wenig begeisternd, aber er war ja trotzdem erfolgreich. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja, also da bin ich auch gespannt. Und wie gesagt, jetzt möchten wir mal so ein bisschen herausfinden, wie Tedesco, sage ich schon, wie Matarazzo in Zukunft spielen lässt. Und da wurde
Mario Gomez von SWR Sport gefragt, wie funktioniert denn die Idee des Trainers? Ja, eine berechtigte Frage. Und dazu sagt Mario Gomez, in diesem frühen Stadium ist das eher eine Frage für den Trainer. Letztendlich hat er uns klar seine Leitplanken mitgegeben. Die versucht er uns jetzt täglich zu vermitteln. Ich habe nach den ersten Tagen das Gefühl, dass die Mannschaft es annimmt. So, dann habe ich mir natürlich gleich die Frage gestellt. Also, was ist denn eigentlich, wenn die Mannschaft jetzt zum Beispiel diese Leitplanken ablehnen würde? Ja, weil das klingt irgendwie so, er hat damit jetzt erstmal uns Spieler überzeugen können mit seinen Leitplanken und mit seinen Ideen. Das hat mich schon, möchte ich sagen, verunsichert, aber aufhorchen lassen. Wie interpretierst du diese Aussage, dass Mario Gomez das Gefühl hat, dass die Mannschaft, vor allen Dingen hat nur das Gefühl, ja, er ist sich nicht sicher, er hat nur das Gefühl, dass die Mannschaft das jetzt annimmt, was ein neuer Trainer vorgibt. Macht dir das auch Sorge? Das ist so direkt. Ja, also ich habe auch immer so ein bisschen Sorge, wenn es um das Binnenverhältnis von erfahrenen Spielern beim VfB Stuttgart und einem neuen Trainer geht, vor allen Dingen, wenn dieser neue Trainer noch nie Cheftrainer war und oder Profi-Cheftrainer war, das macht mir auch immer ein bisschen Sorge, ne? Also nach allem dem, was man auch gehört hat, also nochmal das Interview von Holger Badstuber im Rasenfunk in Erinnerung rufend, nachdem Taifun Korkut der beste Trainer war. Jetzt hat Emiliano Insua dasselbe gesagt, dass Korkut der beste Trainer war. Ja, und ich denke, warum finden die ihn alle so klasse? Weil der halt am liebsten mit Libero und Vorstopper gespielt hätte. Also so richtig simpel halt, ne? Und alles andere ist halt irgendwie lästig. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, gar keine Frage. Ja, Gomez wird dann noch ein bisschen genauer und zwar meinte er, ich finde es gut, was der Trainer von uns will. Es muss jetzt umgesetzt werden, vor allem in die Tiefe zu spielen und nicht mehr so viel in die Breite. Es ist aber nichts dabei, was der Fußball noch nicht gesehen hat. Das müssen wir jetzt verinnerlichen, da unser ehemaliger Trainer, und der Satz ist jetzt echt interessant, also das müssen wir jetzt verinnerlichen, da unser ehemaliger Trainer schon sehr dominant war und seine Idee sehr intensiv und uns seine Idee sehr intensiv mitgeteilt hat. Das heißt im Endeffekt, also lass es mich kurz interpretieren und sag du mir, ob ich es richtig verstanden habe, okay? Mario Gomez sagt dir jetzt also gerade, unser ehemaliger Trainer hatte eine Idee, eine gewisse Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Da haben wir keinen Bock drauf gehabt. Und da hat der Trainer hat nicht locker gelassen, sondern hat diese Idee durchdrücken wollen, ohne uns mehr oder weniger mit ins Boot zu nehmen. So interpretiere ich diese Aussage. Ja, kann man. Also ich würde es eher so interpretieren, dass der irgendwie der Speicherplatz auf der taktischen Festplatte der Spieler voll ist und sie irgendwie das den Walterball nicht wegformatieren können und deswegen gibt's vielleicht gar nicht mehr genug Platz für die Matarazzo-Taktik. Also das lasse ich mir nicht mehr. Also bei einem Spiel, wo es klingt so, oder? Ja, aber komm, ey, das sind 11 gegen 11. Also das ist jetzt nicht das komplizierteste der Welt, ja? Also wenn so ein Football-Team 11 gegen 11 und du hast halt die 11 besseren Spieler. In 17 von 18. Das kommt 16, noch dazu. 16 von 17 Spielen, ne? Ja, aber wir reden, das fand ich auch, und den Nagelsmann, den werde ich hier bis zum Abwinken in Zukunft zitieren, weil der halt einfach mich jetzt wirklich beeindruckt hat bei den Videos, die ich gesehen habe. Der hat ganz einfach gesagt, er versteht das Problem vieler Fußballer nicht. Ja? Die müssen sich 9 Spielezüge merken und so ein Football-Team muss sich bis zu 150 Spielzüge merken und die kriegen es auch hin. So. Und da bin ich ganz bei Nagelsmann. Also das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten von dem Mario Gomez, dass er sagt, ja, das war echt kompliziert. Wie der halt, oder was er von uns verlangt hat. Weil ganz ehrlich, also so unglaublich kompliziert war es ja letzten Endes auch nicht. Also es waren ein paar Abläufe, die mit Sicherheit neu waren, aber im Großen und Ganzen, das ist jetzt hier wirklich eine richtige News, die ich raushau, ging es darum, wenig Tore zu kassieren und mehr zu schießen als der Gegner. Also das war die Taktik, die war es ja eine Taktik, die bei dem Weltklasse-Team von Holstein Kiel funktioniert hat und bei uns halt nicht, ne? Genau, das ist ja eigentlich das Ding, da müsstest du eigentlich sagen, also du möchtest jetzt gerade sagen, lieber Mario, dass in Kiel die talentierteren Fußballer gespielt haben, die Idee von Tim Walter deutlich besser umsetzen konnten als du. Also ich finde diese Aussage halt einfach echt schwierig, weil sie ist sehr deutlich, dass die Mannschaft bzw. Mario Gomez nicht so viel Bock auf diese ganze Nummer hatte. Und wie gesagt, ich interpretiere das so, der Trainer hat nicht locker gelassen, der wollte seine Idee durchdrücken und die Mannschaft oder Teile der Mannschaft haben gesagt, fuck it, wir machen hier nicht mit. Und so sah es dann eben auch auf dem Platz aus ein Stück weit. Also so langsam schließt sich so der Kreis und wir bekommen immer mehr Antworten auf die Fragen, die wir so im Laufe der Hinrunde hatten. Also es
lässt mich dann schon ein bisschen wütend zurück, obwohl ich es jetzt nicht ganz so zeigen möchte. Ich bin ja, ja, es geht ja erst los, möchte ich so sagen. Genau, genau. So, oder mit der Restrunde, wie wir genannt haben. Gut, es gab auch andere Spieler, die sich zu Tim Walter und seiner Spielweise geäußert haben. Wir kommen gleich dazu, wie Matarazzo spielen lässt, aber man muss das hier der Vollständigkeit halber noch mit aufgreifen. Zum Beispiel sagt der Kapitän Marc-Oliver Kempf Folgendes über Tim Walter. Das ist jetzt wieder ein komplett anderer Spielstil als bei Tim Walter. Das wird auch wieder Zeit brauchen, bis es jeder verinnerlicht hat, bis alles 100% glatt läuft. Die Zweikämpfe sind wieder etwas mehr gefordert als der Spielaufbau. Bei Tim Walter gab es eine große Rotation zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Jetzt ist das wieder ein Stück weit mehr positionsbezogen. So kann man sich auch wieder aufs Verteidigen und die Grundtugenden besinnen. Auch hier, ich versuche es zu interpretieren und du musst mich dann so ein bisschen wieder einordnen wahrscheinlich. Also ich interpretiere das jetzt ja auch wieder so. Der Kempf konnte nicht mehr so gut verteidigen und nicht so viel rennen, weil das Spielsystem und die Rotation, die Tim Walter verlangt hat von seinen Spielern, ihn überfordert hat. Richtig? Ja, das sehe ich auch so. Ist das für dich auch nachvollziehbar? Also die Quintessenz, Schuld war auf jeden Fall der Trainer. Genau. Und wenn du dir die Gegentore anschaust, ja, also wenn ich sehe, was für unglaubliche Fehler gemacht wurden in der Defensive und überhaupt, dann, ich möchte jetzt nicht jeden Spieler hier einzeln aufzählen, aber ich erinnere da an die Tore gegen Wiesbaden, die wir uns da eingefangen haben und so. Also ganz ehrlich, da habe ich dann doch eher ein ganz, ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten diverser Spieler gesehen und weniger eine Überforderung, ja, die daraus resultierte, dass der Trainer irgendwie groß rotieren lassen hat. Also ich finde diese Aussagen jetzt im Nachhinein, die finde ich schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es dem Ex-Trainer gegenüber etwas respektlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt Trainer wäre beim VfB, dann wüsste ich schon mal direkt, auf welche Spieler ich ganz besonders ein Auge haben würde. Also das als Kapitän rauszuhauen, finde ich schon krass. Sorry, ja. Aber sind für mich so Äußerungen, die für wenig Aufregung gesorgt haben unter den Fans. Aber ich finde, das sind schon ein paar Dinger, die sie da raushauen, die gehen gar nicht. Ein anderer Spieler, der kam ja mit Tim Walter ziemlich gut klar, das war Daniel Didavi, der hat ja auch immer wieder auf Instagram davon gesprochen, dass Tim Walter ihm die Freude am Fußballspielen zurückgegeben hat. Und der meinte, wir haben ein halbes Jahr Tims Philosophie trainiert und gespielt. Einige dieser Inhalte waren vielleicht nicht so gängig, aber es war jetzt auch kein komplett neuer Fußball. Unser neuer Trainer hat ein paar andere Ansätze, aber für mich ist da nichts komplett Neues dabei. Fußball ist immer noch Fußball. Mit 29 Jahren kennt man viele Spielsysteme. Entweder aus eigener Erfahrung oder weil andere Vereine sie spielen. Es sind Kleinigkeiten, die wir nun verinnerlichen müssen. So, das klingt komplett anders. Komplett anders, ja. Also Gomez und Kempf sagen, Matarazzo fordert irgendwie Raketenwissenschaft vom Team und Didavi sagt, ja, das ist schon okay, das kriegen wir hin. Ja, genau. Das ist gut, dass du das ansprichst. Die sprechen, also Kempf und Gomez sprechen davon, dass Matarazzo jetzt von den Spielern viel abverlangt. Walter hat damals viel abverlangt von den Spielern. Also das klingt für mich wirklich schon wie so eine vorgeschobene Ausrede, sollte es jetzt nicht klappen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die wirklich so weit denken und sich jetzt schon die Ausrede für einen möglichen Fehlstart in die Restrunde parat legen. Aber bis auf Daniel Didavi, der aus meiner Sicht finde ich jetzt so also das Ganze ganz gut eingeschätzt hat. Ja, also es ist halt einfach Fußball und der eine spielt halt, was weiß ich, rechts rum, der andere links rum, um es mal ganz einfach klarzustellen jetzt hier. Finde ich schon krass, was von Gomez und Kempf da in Richtung weiter im Nachhinein dann noch kommuniziert wurde. Schwierig. Genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowohl Tim Walter wie auch Pellegrino Matarazzo die Mannschaft halt stressen. Ne? Mit, ja. Also die ich glaube nicht, dass die denen irgendwas abverlangen, was sie nicht leisten können, aber die werden die schon stressen, weil sie einfach modernen Fußball spielen. Und das ist vielleicht ein Fußball, den man vor 5 oder 10 Jahren noch nicht so gespielt hat. Sicherlich kein Fußball, wie ein Taifun Korkut hat spielen lassen. Ne? Und ich glaube schon, dass die Mannschaft dadurch gefordert ist und das mag auch stressig sein, aber ich glaube, das ist ja auch ihr Beruf, also das darf man ihnen dann auch durchaus zumuten. Also das wird jetzt interessant sein, zu beobachten sein, wie das in den nächsten Spielen so läuft, ob Matarazzo dann auch schnell an seine Grenzen kommt und ja, der ein oder andere Spieler überfordert ist, nicht mehr so gut verteidigen kann und nicht mehr so gut laufen kann. Das werde ich jetzt beobachten und dann natürlich hier berichten, keine Frage.
So, jetzt kommen wir aber zu Matarazzo endlich. Hat ein bisschen gedauert, diese kleine Einleitung. Und da möchte ich ganz kurz noch aus dem Kicker zitieren. Der schreibt, manche Abläufe, die das Team unter Ex-Trainer Walter verinnerlicht habe, seien schwer zu brechen, so Matarazzo. Außerdem sagt er, es geht dabei insbesondere um die offensiven Automatismen. Davon haben wir ja vorhin schon gesprochen. Da wollen wir variabler sein und den Vorwärtsgang forcieren, um uns Räume und dadurch Chancen zu erarbeiten. Also, da scheint es offensichtlich, weiß ich nicht, bei den Spielern, die zunächst Walter überhaupt nicht verstanden haben, dann doch noch so gut funktioniert zu haben, dass sie jetzt nicht mehr in das normale System, das man sonst so kennt als Fußballer, zurückkommen und Probleme haben, dann, wenn sie nach vorne spielen, zum Beispiel die Tempoverschärfungen zum richtigen Zeitpunkt durchzuziehen, die Pässe zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Also, ich sag mal so, die kleinen Dinge, die einfach passen müssen, damit du dann eben zu Torchancen kommst und, wie es Matarazzo ja auch sagt, zu Raumgewinn. Da frage ich halt auch, ist die Qualität, sagen wir mal, in der Offensive ausreichend? Wie schätzt du das jetzt so ein, nachdem du zum einen die Halbserie gesehen hast und jetzt auch die Tests zuletzt vielleicht so ein bisschen als Gradmesser heranziehen kannst? Glaubst du, dass es qualitativ ausreicht, was der VfB nach vorne in die Waagschale zu werfen hat? Tja, gute Frage. Also auf dem Papier, klar, reicht's auf jeden Fall. Nur müssten halt die Spieler halt dann auf dem Platz auch mal das zeigen, was man von ihnen zu Recht erwarten kann. Ne? Und wir brauchen halt einfach mehr Spieler, die Tore schießen und Spieler, die mehr Tore schießen. Ne? Und das sind natürlich dann González, Gomez, Clement, Didavi gefragt. Also ich glaube, die Qualität ist da. Also sie muss halt, ja, wie heißt es schön, auf den Platz gebracht werden. Und ich weiß nicht, ob das der Trainer leisten kann, ob sie Spieler leisten müssen, aber oder ob man es zusammen irgendwie zustande bringen kann. Aber wir müssen halt einfach mehr Tore schießen. Also ich möchte jetzt gar nicht lang drum rumreden. Für mich kommt es halt einfach so rüber, als ob die Spieler mit allem, was sie so ein Stück weit fordern, irgendwie ein Problem haben. Also nicht alle und da gibt es bestimmt dann, wie gesagt, auch Ausnahmen, die das besser annehmen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, egal, was es so an Neues gibt, was etwas komplizierter ist, etwas anspruchsvoller, das scheint den ein oder anderen Spieler irgendwie nicht so ganz zu Passe zu kommen. Und dann gibt es so eine Art Verweigerung, geht wahrscheinlich zu weit. Aber weißt du, wie ich meine? Also wenn ich halt höre, dass die Spieler oder dass das Matarazzo jetzt erkannt hat, dass die Spieler immer noch Automatismen drin haben, die sie unter Walter gelernt haben, die schwer zu brechen seien. Und auf der anderen Seite höre ich Spieler, die davon sprechen, dass das, was Walter so gezeigt hat, grauenhaft mehr oder weniger gewesen sei und dass man das überhaupt nicht verstanden hat. Da frage ich mich halt, was willst du denn jetzt als Trainer noch machen? Ja, also das genau, Gegenteil. Aber ja, natürlich finde ich aber auch diese Automatismen oder das Argument der Automatismen schon ein bisschen gerechtfertigt, wenn dir halt 18 Spiele lang ein halbes Jahr gepredigt wird, wenn du den Ball da vorne bekommst, dann spielen auf gar keinen Fall vertikal weiter nach vorne, sondern spielen auf jeden Fall quer, weil wir den Ball sichern müssen. Das ist natürlich erstmal drin und da sind natürlich dann 10 Tage, um das aufzubrechen, vielleicht auch zu wenig. Also das kann ich schon so ein Stück weit nachvollziehen, aber andererseits, ja, ist es für mich ganz andersrum sein, nachvollziehbar. Weil im Endeffekt war das, was Walter ja gemacht hat, was komplett Neues. Genau, das war eher atypisch und vermutlich eher dem Fußballinstinkt entgegengesetzt, was er gefordert hat. Genau. So, und jetzt spielen sie wieder, ich sag mal, normal Fußball oder wie du es halt, die Davi hat es ja gesagt, wie du es halt schon von anderen Trainern gewohnt bist oder von anderen Mannschaften und plötzlich überfordert es auch. Also entweder unterschätze ich das Ganze gerade wahnsinnig oder ich habe halt wirklich das Gefühl, dass man hier so Ausreden versucht schon zu finden, die dann erklären, warum es nicht so richtig funktioniert. Also, ja, ich finde es auch generell schwierig, dass man jetzt sagt, hey, der eine Trainer wollte das, jetzt klingt so, der nächste Trainer will was komplett anderes und um Gottes Willen, wie soll man das denn hinbekommen? Und ich meine, du spielst halt in Liga 2 mit einem Kader, der vermutlich der beste der ganzen Liga ist. Also es ist ja nicht so schwierig. Andererseits ist natürlich wahrscheinlich auch Matarazzo kein Trainer, der in der Kabine sagt, irgendwie geht's raus und spielt Fußball. Also der hat wahrscheinlich auch schon sehr konkrete Vorstellungen, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und wie gesagt, also ich glaube auch, dass er jemand ist, der das Team mit seinen Vorstellungen stresst, positiv stresst, wie das auch Walter war. Und sicherlich gibt es irgendwelche Trainer, bei denen es die Mannschaften ein bisschen leichter hat. Aber ja, sie kriegen ja alle eigentlich ihr Geld dafür, dass sie halt das machen, was der Trainer von ihnen möchte. Und ob das dann erfolgreich ist oder nicht, das werden wir erst jetzt nach den nächsten Spielen in der Restrunde sehen. Also unter Matarazzo soll sich offensiv Folgendes ändern, um jetzt wirklich mal auf den Punkt zu kommen. Also zum einen wird der VfB, davon gehe ich stark aus, wenn er im Ballbesitz ist, aus einer Dreierkette heraus aufbauen
Und dann wird es auch so sein, dass beim Spielaufbau die Verteidiger versuchen, den vertikalen Pass zu spielen. Das war ja unter Walter. Finde ich super. Ja, das ich auch. auch aus zweierlei Hinsicht. Aber das war ja unter Walter zum Beispiel anders. Da wurde der Ball hin und her gespielt und dann langsam tastete man sich nach vorne. Aber hier ist es so, dass wenn wirklich diese Passstaffetten, wenn es dazu kommt, dann dienen die wirklich nur der Suche nach einem vertikal anspielbaren Gegner, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es auch ein probates Mittel, dann als Innenverteidiger mal einen langen Ball nach vorne zu dreschen und dann, sage ich mal, in Hummels-Manier irgendwie eine Chance zu kreieren. Also der hat das jetzt. Du meinst Pavard auf Mané quasi. Ja. Ja, wobei, es ist natürlich der beste Vertikalpass, der je gespielt wurde. Aber ich mache immer noch ein Fragezeichen dahinter, ob der auch so gewollt war. Aber ist egal. Manche sagen so, manche sagen so. Wir nehmen es einfach an, dass es so gewollt war. Ja. Aber es ist schon deutlich erkennbar, dass nach vorne hin ein anderer Zug unter Matarazzo ist, als wie unter Tim Walter. Also das geht einfach etwas schneller und da gebe ich auch Matarazzo absolut recht, der ja sagt, er möchte facettenreicher nach vorne agieren. Das merkst du halt jetzt schon, also in den Testspielen und auch, wie gesagt, wenn du ab und zu mal ein paar Spielformen bei einem Training sehen konntest, das ist schon anders als unter Tim Walter. So, was auch noch interessant ist, wenn du die erste Pressinglinie, also der VfB ist im Ballbesitz, überspielt die erste Pressinglinie der Gegner, dann wird es ganz interessant, was die Sechser so machen müssen. Und dann sind die Sechser halt plötzlich keine klassischen Sechser mehr, sondern werden zu Achter, beziehungsweise manche sogar zu Zehner. Denn das hat man bei Hoffenheim immer ganz gut sehen können, als Nagelsmann noch Trainer war. Der ballnahe Sechser wird eigentlich immer automatisch zu so einem zweiten Zentrumspieler, der sich eher offensiv orientiert. Also auch da kriegst du nochmal eine zusätzliche Anspielstation, die ja eigentlich jetzt unter Walter eher sich dann immer, ja, sagen wir so, am Mittelkreis getummelt hat. Erinnere dich an Karasor, der stand am Mittelkreis und hat die Bälle dann immer nach rechts oder nach links oder mal nach verschoben, hinten ja. Geschoben. Und das wird jetzt hier auch, oder soll anders werden. Sprich, es ist gut möglich, dass wir mit zwei Sechsern spielen gegen Heidenheim, weil die eben dann auch aus der zweiten Reihe häufiger schießen. Deswegen würde ich jetzt sagen, würde ich eher versuchen, eine Überzahl im Mittelfeld zu schaffen. Und das kannst du ganz gut mit zwei Sechsern. Dann könnte ich mir halt vorstellen, dass ein Endo oder auch ein Mangala, das sind für mich so die beiden Kandidaten für diese Position, dann sich eben nach vorne mit einschalten. Und da hast du ja eigentlich jemanden mit Mangala, der kann die 8 ganz gut spielen, der muss vielleicht nur abschlussstärker werden, aber insgesamt ist das schon jemand, der sich auch nach vorne hin orientieren kann. Und Endo hat das ja auch schon gezeigt, dass der so einen Riecher hat, um mit nach vorne zu gehen. Und hat ja auch schon ein Tor erzielt, das dann aberkannt wurde. Gegen wen war das nochmal? Ich habe es vergessen. War das gegen Karlsruhe? Gegen Dresden hätte ich jetzt gesagt. Ich wollte auch zuerst Dresden sagen, aber das kann nicht sein, weil da wurde er ja eingewechselt, kurz vor Schluss, und hat fast noch dem Al-Ghadoui ein Tor aufgelegt. War das nicht gegen Dresden oder war das gegen Karlsruhe? Ach, wer weiß. Das ist alles schon so lange her. Man hat auch viel verdrängt, muss man sagen. Ja. Gefühlt war das eine komplett andere Saison. So. Nee, aber also das wird, wie gesagt, jetzt sehr interessant sein, welche Rolle da die Sechser letzten Endes bekommen. Und diese Doppel-Sechs-Variante, die gefällt mir eigentlich bislang auch ganz gut. Also da freue ich mich schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war gegen Nürnberg. Ah, okay, dann konnte man das klären. Da hat er das, ich erinnere mich, da hat er das vermeintliche 1:1 erzielt, aber Gomez hat vorher irgendjemanden weggecheckt und dann hat es nicht gezählt. Genau, also das sollte dann vielleicht unter Matarazzo endlich zum Torerfolg führen. Endo, also sprich, er hat schon den Riecher nach vorne und kann sich dahin orientieren, strahlt vielleicht auch ein bisschen mehr Torgefahr aus als zum Beispiel Santi Ascasiba, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, ist, glaube ich, passsicherer, das würde ich schon so erkennen. Ja, und außerdem ist er komplett kompromisslos. Ich habe jetzt gesehen, ich bin, glaube ich, zu viel auf Instagram. Letzten Samstag Vormittag war er ja auf dem Indoor-Spielplatz in Fellbach. Ist es in Fellbach, glaube ich? Das Tobi Du und ich glaube, wer mit seinen, wie viel Kinder auch immer hat, am Samstag Vormittag auf einen Indoor-Spielplatz geht, der ist komplett schmerzbefreit. Also deswegen. Ja, das war eine schöne Endo. Geschichte letzte Woche. Also Familie Endo hat 4 Kinder. Er ist 26, also hat er schon ein ordentliches Tempo vorgelegt und er hätte gerne noch eins, aber seine Frau nicht. Ja. Familie Endo. So sieht es halt da aus aktuell. Wir sollen mal gucken, was sich da in den nächsten Monaten noch tut. Gut, kommen wir noch kurz zu den Stürmern. Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Die Rolle, die die Stürmer unter Matarazzo einnehmen sollen. Und zwar werden die Stürmer wieder zu so klassischen Wandspielern. Sprich, die legen dann den Ball zurück ins Zentrum oder natürlich auf die Außenspieler. Von dort
kannst du dann, oder jetzt aus dem Zentrum raus, kannst du einen Ball in die Tiefe spielen, wieder auf den Stürmer, auf den Außenspieler, der sich dann in Richtung Strafraum vielleicht orientiert. Du kannst eine Flanke schlagen oder was auch in Hoffenheim oft gemacht wurde unter Matarazzo, sprich unter Nagelsmann, war, dass der Außenspieler den Ball hat, es kommt ein Spieler aus dem Achterraum, hinterläuft, ja, und dann hast du natürlich wieder eine weitere Option, kannst dann den Spieler anspielen oder du kannst flanken, kannst in die Mitte ziehen, je nachdem, wie sich deine Gegenspieler orientieren. Und das ist eben dieser Facettenreichtum, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, den Matarazzo von seinen Spielern sehen möchte. Und eigentlich sind das diese Abläufe, die er da so beschreibt und auch trainieren lässt, eigentlich sind das wirklich Abläufe, die man schon häufig gesehen hat und die auch wirklich Sinn machen. Und wie gesagt, wenn alles nicht so richtig funktionieren mag, man findet keine Anspielstation, man kommt nicht über die erste Pressinglinie, dann ist Matarazzo definitiv ein Trainer, der von seinen Spielern auch verlangt, dann hau halt einfach das Ding nach vorne. Ja, dann guck, dass du irgendwie den Ball in Richtung Gomez, sag ich jetzt mal, bringst. Und der muss halt dann gucken, dass er den Ball abschirmen kann, ablegen kann, wie auch immer. Und das gab es natürlich unter Tim Walter so nicht. Also da erhoffe ich mir jetzt ein Stück weit mehr. Auch die Bereitschaft, häufiger zu flanken, war ja unter Tim Walter nicht allzu groß. Das könnte sich jetzt auch nochmal verändern. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie gut die Außenspieler dann die Flanken reinschlagen. Denn ich kann mir schon gut vorstellen, wenn die siebte Flanke dann, weiß ich nicht, in Untertürkheim landet, dann wird das Publikum langsam unruhig und auch die Motivation, Flanken zu probieren, sinkt ein wenig bei dem einen oder anderen Spieler, könnte ich mir so vorstellen, ja. Wie klingt das für dich, wenn du das jetzt so hörst? Macht das Lust auf mehr oder sagst du, oh, das überfordert bestimmt den einen oder anderen? Also jetzt Wandspieler und Flanken klingt erstmal so, als ob das unseren Stürmern Gomez und Al-Ghadoui entgegenkommen würde. Also insofern freue ich mich drauf, das auf dem Platz dann zu sehen. Ja, du brauchst halt, das ist jedenfalls meine Interpretation des Ganzen, du brauchst halt einen ziemlich ballsicheren Stürmer. Also da bin ich mal gespannt, wie sich Gomez dann gegen die Innenverteidiger durchsetzen kann, wenn er von Anfang an spielt. Aber du brauchst halt wirklich einen technisch guten, einen schnellen und trotzdem ballsicheren Stürmer. Ja, da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, ob wir das so in unserer Mannschaft wiederfinden können. Da sehe ich nämlich jetzt auf den ersten Blick keinen, muss ich sagen. Al-Ghadoui ist ein bisschen zu langsam, finde ich, jetzt noch nicht mehr so sehr, oder auch in der Sprintgeschwindigkeit, aber so allgemein, was die Abläufe angeht, dauert vieles aus meiner Sicht zu lange. Und ein gewisses Tempo brauchst du halt einfach. Also die klassische Top-Spielsituation wäre, dass ein Ball aus dem Achterraum jetzt auf Gomez, sage ich mal, gespielt wird. Der lässt prallen auf, nehmen wir Didavi, und der schickt dann oder spielt dann Silas an, der zum Beispiel was von rechts außen in Richtung 16er sich schon auf den Weg gemacht hat. Und du spielst dann den Ball zwischen die beiden Innenverteidiger durch, Silas nimmt den Ball, haut das Ding rein. Das wäre so eine klassische Situation, wie wir zum Torerfolg kommen müssen. Und das aber ist da auch muss doch dann der Wandspieler, also in dem Fall Gomez, eigentlich nicht schnell sein. Also eine Wand muss ja nicht schnell sein, der muss ja nur den Ball erstmal behaupten und dann gut ablegen, aber er muss ja nicht viel machen, oder? Da habe ich mich falsch ausgedrückt, also mit Tempo meine ich auch Handlungsschnelligkeit und einfach die Situation richtig erkennen, sauber zu spielen, ja, also du hast halt dann meistens nicht die Chance, erstmal zu stoppen, den Ball dann richtig zu verarbeiten, dann diesen bekannten Hoppelball Richtung die Davi spielen. Der muss dann erstmal so seinen Laufweg nach 3 Metern nach links korrigieren, damit er überhaupt an den Ball rankommt. Muss sich dann den Ball auf den richtigen Fuß legen, um dann eben der es immer noch nicht so richtig geschnallt hat, den Außenspieler anzuspielen, der eigentlich schon längst in Richtung 16 unterwegs sein sollte oder schon zu früh gerannt ist und plötzlich im Abseits steht. So stelle ich mir das in Zukunft vor beim VfB. Nein, ich spitze hier bewusst zu. Also es ist nicht klar, aber also im Grunde kannst du ja die einen Wandspieler auch noch mit 45 geben, weißt du, wenn du robust technisch bist, gut bist, ne? Ja. Dann ja. Und wie gesagt, so eine gewisse Schnelligkeit brauchst du halt einfach, so eine Handlungsschnelligkeit, die brauchst du einfach. Du musst dich ja trotzdem von deinem Innenverteidiger lösen. Also du kannst dich natürlich so ein bisschen in den Reihen fallen lassen. Das hat Gomez eigentlich immer ganz gut gemacht, macht er heute auch noch gut. Aber dennoch glaube ich, dass du schon so eine gewisse Dynamik in diesen Aktionen mitbringen musst, um halt dann einfach wirklich diese Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Und da wird es halt interessant zu sehen sein, wie dann halt die Außenspieler eingesetzt werden. Mit Silas hat man in der Regel jetzt, sag ich mal, jemanden im Kader, der Geschwindigkeit damit reinbringen kann. Das ist auch ganz wichtig, aber auf der linken Seite wird es schon wieder interessant. Wen wirfst du da dann rein? Also ich sehe da schon noch Baustellen im Kader, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie Matarazzo das jetzt lösen wird. Ja. Aber das ist mal so das Offensive, was wir zu erwarten haben von Matarazzo. Interessant ist natürlich auch, wie Matarazzo defensiv spielen lässt.
Dann haben wir ja auch große Probleme gehabt in der Hinrunde. Viel zu viele Tore kassiert, vor allem einfache Gegentore. Und da ist es so, der Gegner wird meist mit zwei hochpositionierten Außenverteidigern und einer engen Dreierkette empfangen. Also man bleibt erstmal in dieser Formation der Dreierkette. Allerdings, wenn jetzt, ja, wenn man praktisch merkt, weiß nicht, der Gegner kommt mit viel Tempo oder kommt jetzt über die rechte Seite, dann lässt sich zum Beispiel der Linksverteidiger in die Verteidigung, oder der links hochgeschobene Verteidiger, so ist es richtig, weiter nach hinten fallen und dann wird aus dieser Dreierkette ganz schnell eine Viererkette und auch der zweite Sechser lässt sich dann gerne mal mit nach hinten fallen und dann wird schnell auch eine Fünferkette draus. Also da ist man sehr variabel, was die Verteidigung angeht. Das hat mir auch in den Testspielen immer ganz gut gefallen, wenn man halt gesehen hat, dass ein Stenzel, ein Karasor und Kempf hinten verteidigt haben. Dann hat sich Sosa mal fallen lassen oder mal Massimo, je nachdem, über welche Seite eben der Gegner kam. Das hat eigentlich ganz gut gefallen. Und man hat auch häufiger mal sehen können, wie dann Endo plötzlich in der Innenverteidigung aufgetaucht ist, obwohl der eigentlich als Sechser, sag ich mal, von der Grundordnung her vorgesehen war. Und wenn das so funktioniert, hast du da schon eine gute Absicherung, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da sind es natürlich Automatismen, die greifen müssen. Ich sehe es defensiv fast anspruchsvoller als offensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von dem, was ich bislang gesehen habe. Also da bin ich dann gespannt, ob diese Abläufe so greifen, weil unter Umständen da natürlich noch mehr Handlungsschnelligkeit gefragt ist. Weil der Gegner natürlich dann meist mit einem hohen Tempo kommen wird, weil wir oft in Kontersituationen dann gefordert sind. Also das wird auch noch interessant zu sehen sein. Weiß halt nicht, ob Heidenheim da gerade, was diese Konter angeht, schon ein richtig guter Gradmesser ist. St. Pauli hatte mal gute Konterspieler, die haben jetzt Mats Möller-Dedia verloren, das ist ein bisschen schade. Und der Konaté heißt er, glaube ich, der ist schon länger verletzt. Das war auch ein geiler Konterspieler. Ja, aber defensiv sehe ich da noch die anspruchsvollere Aufgabe auf unsere Mannschaft zukommen. Ja, was auch ein großes Thema war, Pressinglinie. Man möchte praktisch, ja, ich habe immer gehört, besser pressen als unter Walter. Habe ich ein paar Mal gelesen. Da dachte ich so, was soll denn das bedeuten? Man hat immer sehr früh aggressiv gepresst. Ja, natürlich, klar, wenn du früh anläufst, hast du dann oft auch das Problem, wenn jetzt kein Ballgewinn daraus resultiert, ja, dann überspielt dein Gegner deine erste Pressinglinie und dann stehst du hinten plötzlich in 1-gegen-1 oder 2-gegen-2 Situationen und dann wird's immer schwierig, vor allen Dingen, wenn du langsame Innenverteidiger hast. Und das möchte Matarazzo etwas variabler gestalten. Wie gesagt, Pressinglinie situationsabhängig. Kann sein, du attackierst früh. Das ist eine Option. Ja, genauso wie, dass du den Gegner, sag ich mal, bis zur Mittellinie kommen lässt. Und aber ich würde sagen, spätestens dort wird dann der Gegner hart angelaufen und auch attackiert. Also ich denke mal so, der Mittelkreis ist wirklich dann so das Maximum an Raum, das man dem Gegner zubilligt, bevor man dann drauf geht. Finde ich an sich eigentlich auch ein probates Mittel, um dann ein bisschen Wiese wieder vor dir zu haben. Ja, also frühes Anlaufen, frühes Pressen ist das eine, ist natürlich auch gut, kann funktionieren, gerade wenn du das sehr konsequent machst, vielleicht kann ich da gleich noch was dazu sagen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal eine Möglichkeit, den Gegner etwas kommen zu lassen und dann eben, wie gesagt, ab der Mittellinie drauf zu gehen und auch mit den schnellen Außenspielern, die du dann haben solltest, einfach für Action nach vorne zu sorgen, so möchte ich es mal ausdrücken. Könnte man mir bislang folgen, Sebastian? Ja, absolut. Gut. Genau, ich hoffe, man kann dann auch dem Spiel des VfB folgen, aber das ist ja auch was, ne, Stichwort oder Zauberwort, situationsabhängig und vor allen Dingen auch gegnerabhängig. Ne? Das muss man dann wirklich vom Gegner abhängig machen und wenn man das halt nicht macht, dann lässt man sich halt auch wirklich Vorteile entgehen. Und wenn du halt merkst oder weißt, unser Gegner ist halt im Spielaufbau von hinten nicht besonders sicher, dann macht es natürlich durchaus Sinn, früh zu attackieren, wenn man genau weiß, die haben da hinten Innenverteidiger, die sind gut im Spielaufbau, dann macht es vielleicht auch Sinn, erst später zu attackieren, wenn die dann vielleicht ein bisschen langsamer sind, dass man halt wirklich in, ja, wie du sagst, halt irgendwie ein bisschen Platz vor sich hat, den man dann nutzen kann. Und das ist ja wohl was, auf das wir uns in der Rückrunde freuen können, dass die Aufstellung vielleicht und die Taktik auf jeden Fall stärker gegnerbezogen sein wird, als es in der Hinrunde der Fall war. Das auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher, dass Matarazzo da deutlich mehr auf den Gegner eingehen wird. Und das ist auch etwas, das sich Tim weiter im Nachhinein angreifen würde, dass er da einfach, ich würde fast sagen, zu blauäugig an die Sache rangegangen ist. Also
du kannst von mir aus sagen, ich ziehe mein Ding durch, ja, wir spielen unser Spiel, aber du kannst natürlich nicht so blauäugig an die Sache rangehen und dich überhaupt nicht an den Gegner orientieren und die Schwächen vor allem ausnutzen, die der Gegner dir dann bietet. Manchmal hat er das ja. Eine Sache zu sagen, in erster Linie gucken wir auf unser Spiel und bringen unser Spiel durch, aber natürlich gucken wir auch, wo der Gegner punktuelle Schwächen hat, und wenn du das nicht machst, dann lässt du einfach Vorteile liegen, ne? Das ist nicht schlau. Genau, so sieht's aus. Übrigens, dann habe ich noch eine Überschrift gelesen, glaube vorgestern oder so, da musste ich schmunzeln. Und zwar lautete die irgendwie so, passt Mario Gomez in die Matarazzo-Taktik oder so in der Art. Und da ging es natürlich darum, auch um diese Pressing-Situationen, die sich jetzt verändern sollen unter Matarazzo, beziehungsweise in der Taktik, die Matarazzo so vorsieht, da habe ich mir angeschaut, wie haben eigentlich Innenverteidiger, Stürmer unter Nagelsmann und Matarazzo verteidigt. Wie haben die das gemacht? Und da ist es eigentlich so gewesen, dass der oder die Stürmer meist dafür zuständig waren, erstmal Passwege zuzustellen. Also die sind praktisch nicht früh draufgegangen und haben die Innenverteidiger gestresst, sondern die haben sich zurückgezogen, kannst du sagen. Und wenn man dann das Spiel anhalten würde und einfach von oben drauf gucken würde, dann siehst du eigentlich gar keinen Spieler von Hoffenheim, der jetzt wirklich die Innenverteidiger groß stresst, sondern die Stürmer oder der Stürmer, die haben sich relativ weit zurückgezogen, standen dann immer so schon in der gegnerischen Hälfte, aber dann so am Rand des Mittelkreises und haben eigentlich erst da eingegriffen. Also da ging es wirklich darum, Passwege zuzustellen. Es gab dann auch die Situation, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, da hat man hochgepresst. Bestes Beispiel, Außenverteidiger, dein Gegner, der Außenverteidiger hat den Ball, dann schiebt der Stürmer in Richtung Außenbahnspieler, der zweite Sechser, wenn du mit zwei Sechsern spielst, oder von mir aus ein anderer Zentrumspieler, schiebt auch mit drauf. Und es kommt dann zum Beispiel jetzt, wenn der über die, was habe ich gesagt, welcher Rechtsverteidiger habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Ich habe nur Außenverteidiger gesagt. Ja, also es schiebt dann praktisch noch der Außenverteidiger von unserer Mannschaft auch noch mit hoch, und dann gehst du praktisch mit drei Spielern auf den ballführenden Gegenspieler drauf, und das setzt natürlich den Gegner massiv unter Druck und stresst den. Und wenn es ihm dann jetzt natürlich gelingt, diese Pressinglinie irgendwie zu überspielen, dann hast du dieselbe Situation wie schon unter Walter, dann muss halt deine Restverteidigung einfach passen. Aber auch hier, finde ich, ist es unter Matarazzo eigentlich ganz clever gelöst. Nehmen wir die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles irgendwie noch nachvollziehen. Ich kann's, denn ich mache mir wieder Notizen. Also für unseren vorgerückten Außenbahnspieler, der jetzt auf den Außenverteidiger des Gegners mit drauf geht, zusammen mit dem Sechser von uns und dem Stürmer, ja, rutscht praktisch ein Innenverteidiger eine Position nach rechts in dem Fall, sprich da, wo der Rechtsverteidiger sonst war, der nächste Innenverteidiger rutscht eine Position weiter, und dann kann sich zum Beispiel der zweite Sechser in die Innenverteidigung fallen lassen, oder der Spieler von der linken Seite, von unserer linken Seite, lässt sich weiter zurückfallen, und du hast dann wieder eine Viererkette. Also das sind so Automatismen, die man in Hoffenheim unter Matarazzo und unter Nagelsmann häufiger beobachten konnte, und so hatten die eigentlich immer eine relativ gute Restverteidigung. Ja, das sah deutlich besser aus als unter Tim Walter. Und das macht mir dann ein bisschen Hoffnung, ja, dass es, sollte es dann doch mal nicht ganz so funktionieren mit dem Pressing und der Gegner sich doch irgendwie durchspielen, dass dann nicht gleich Polen offen ist und wir wirklich in so 1:1 Situationen geraten, die wir einfach schon von der Geschwindigkeit gar nicht lösen können. Also ich habe wirklich Bock, das Ganze jetzt mal unter Wettkampfbedingungen zu sehen, weil an und für sich klingt das sehr, sehr gut, und mit den Spielern, die wir haben, mit der Qualität an Spielern, die wir haben, müsste das machbar sein, dass du da die meisten Gegner in der zweiten Liga auch besiegst. Also da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Also wir werden mehr Spiele gewinnen als verlieren. So, das muss aber auch drin sein, glaube ich. So, Sebastian, mehr kann ich zum Thema, wie Matarazzo in Zukunft spielen lässt, glaube ich, nicht beitragen. Ich hoffe, man konnte es alles einigermaßen verstehen, und ich habe nicht allzu viel. Genau, deine Notizen und Taktikanalysen, die gibt's für Patreon-Spender zum Download, oder? Für jeden, der 10 Euro an Dennis spendet, gibt's die Original-Notizen hier. Genau, Ricky Leaks. So, ich hoffe, es funktioniert, dass mir jeder hier über Audio auch folgen kann von dem, was ich sage. Und ich hoffe, dass ich jetzt nichts durcheinander gebracht habe, weil es ist auch für mich kompliziert, muss ich sagen. Also ich muss es mir dann auch mehrfach anschauen, bis ich es dann kapiere. Und interessant ist übrigens, dass die ganzen englischen Webseiten es mir deutlich einfacher machen, Nagelsmann oder Matarazzos Taktik zu verstehen. Also auf Deutsch funktioniert es für mich nicht so gut wie auf Englisch. Also vielleicht das als Hinweis für die Leute, die sich mehr mit Taktik und so beschäftigen möchten. Da gibt es deutlich bessere Angebote in Englisch als auf Deutsch. Und so könnte ich es mir so ein bisschen drauf schaffen. Interessant wird es auf jeden Fall.
Gut. Ja, genau, interessant wird vor allen Dingen zu sehen sein, was dann aus der schönen Theorie dann am Mittwoch auf dem Platz übrig bleibt. Ne? Das wird spannend. Ja. Es gibt noch ein paar Fragen, die wir ganz kurz diskutieren könnten. Die Torwartsfrage wurde Gott sei Dank schon beantwortet, deswegen braucht man da nicht allzu viel mehr drüber erzählen. Ich fand noch Mislintats Satz zur ganzen Torwartsituation interessant. Der meinte, Greg ist aktiver. Fabian gibt auch Anweisungen. Also da geht es praktisch um die Art und Weise, wie der Torhüter, ich sag mal jetzt, auf dem Feld coacht, ja, und seine Innenverteidiger und Außenverteidiger in die richtige Position schiebt. Sagt, wie gesagt, Mislintat, Craig ist aktiver, Fabian gibt auch Anweisungen, aber ihn hört man nicht über den ganzen Platz. So. Also, da hat Sven Mislintat schon direkt mal den Materazzo ein bisschen mit beeinflusst, der aber dann offensichtlich das Ganze nach Bauchgefühl entschieden hat. So habe ich die Aussage, die er nach dem Testspiel gegen Dresden, ich glaube auf vfb.de getätigt hat, interpretiert. Ja, dann habe ich mir natürlich noch die Frage gestellt, die du mir jetzt beantworten musst, wer soll eigentlich die Tore schießen? Ja, also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie das vorne im Sturm laufen soll in den nächsten Spielen. Waren uns nicht ganz sicher, ob Gomez noch die Qualitäten hat, die man braucht, um ja die anspruchsvolle Offensivtaktik von Matarazzo umzusetzen. Ich kann dir kurz mal ein paar Spieler nennen und du kannst mir dann sagen, wer die Tore schießt. Gomez, Silas, Al-Gadoui, Gonzalez, Didavi, Förster, Clement, das sind so die Spieler, die mir da sofort einfallen würden. Siehst du da jemanden, der... Alle, ne? Also alle können Tore schießen. Und ja, wir sind uns ja einig, dass Philipp Clement in der Hinrunde also massiv underperformed hat. Das hat er für Paderborn gezeigt, dass er halt viel, viel effizienter spielen kann. Also das ist echt so mein Nummer-1-Hoffnungsträger. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch Mario Gomez mehr Tore schießen kann. Ich bin auch der Meinung, dass Hamadi Al-Gadoui mehr Tore schießen kann. Bei Gonzalez bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er mehr Tore schießen kann, bei Silas auch nicht. Bei Philipp Förster bin ich mir fast sicher, dass er nicht mehr Tore schießen kann, weil ich sehe ihn halt nicht so wirklich abschlussstark. Aber nee. Wir haben echt ein paar Spieler, die deutlich mehr Tore schießen sollten, als sie es bisher getan haben. Aber fällt dir noch irgendjemand aus, außer die von mir aufgezählten Spieler, die jetzt Tore schießen könnten? Also das fällt einem jetzt schwer dran zu glauben, dass irgendwie ein Mangala in der Restrunde auf einmal 5 Treffer erzielt oder ne, oder dass irgendwie wir auf einmal einen brutal kopfballstarken Innenverteidiger, wir haben ja kopfballstarke Innenverteidiger, aber dass irgendwie ein Holger Badstuber oder ein Kempf für 3, 4, 5 Tore gut ist. Also nee, also es müssen die Offensivkräfte da wirklich regeln. Weil das ist für mich schon wieder das Problem und deswegen auch vorhin die Frage nach der Qualität, ob die ausreichend ist. Weil du hast halt einfach, wie gesagt, Gomez, der definitiv seinen Zenit weit überschritten hat und jetzt irgendwie versucht nochmal, ja, das letzte halbe Jahr seiner Karriere irgendwie positiv zu gestalten, ein paar Tore zu schießen, aber da, ob ich mich darauf verlassen möchte, ich bin mir nicht sicher. Silas ist noch sehr jung, Al-Gadoui ist ein okayer Zweitligastürmer. Da aber er hat ja auch gezeigt, dass er es kann, ne, in einer schlechteren Mannschaft als im VfB, dass er Tore schießen kann. Aber mir fehlt halt wirklich so dieser... Also gerade dieser Terodde halt, da hast du ja schon häufig drüber gesprochen und wir haben ja jetzt, wenn das stimmt, ja auch versucht, den Bochumer, wer ist er nochmal? Gorvula. Genau, Gorvula abzuwerben. Genauso jemand, der mir irgendwie, sag mal, 7 bis 12 Tore verspricht jetzt. Der fehlt mir ja, noch aber, so ein aber, Stück aber weit. Auch Gorvula, der die Tore verspricht, ist genauso einer wie Philipp Clement, der die Tore verspricht oder Al-Gadoui, der die Tore verspricht. Aber dann klappt es halt dann trotzdem nicht. Ne? Wir haben ja die Spieler, die es versprechen. Und du könntest theoretisch einen Terodde holen, nur mit Mario Gomez hast du ja schon einen Terodde. Also das ist halt ein bisschen vertrackt. Ne? Also in erster Linie müssen die Spieler, die da sind, das einlösen, was man sich von ihnen versprochen hat. Die Qualität dazu haben sie definitiv. Terodde mit Arthrose hast du da vorne drin vielleicht, aber also nichts gegen Mario Gomez. Aber ganz ehrlich, also man sieht ja schon, dass Gomez Probleme hat, selbst in der zweiten Liga zum Tore zu schießen. Also nee, das auf Gomez möchte ich mich einfach nicht mehr verlassen müssen. Ich freue mich, wenn der trifft und der kann auch gerne von Anfang an das ein oder andere Spiel spielen. Aber ich möchte mich halt genauso wenig auf Dani Didavi verlassen müssen, der halt enorm verletzungsanfällig ist. Und die anderen, die du aufgezählt hast, das sind halt alle Spieler, da kann sein, dass das Ganze nochmal funktioniert. Aber überzeugt haben sie uns halt einfach in den letzten oder in den ersten Spielen hier in Stuttgart nicht. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen nervös, was ja einfach dann die Tore angeht.
geht, die wir schießen klar, sollen. Klar, aber ich sehe halt das Problem, also wen willst du dann vor allen Dingen in der Winterpause holen, der ja, die Tore klar. garantiert, ne? Also Lewandowski, also nee, du könntest jetzt ja Fabian Klos holen, ne? Der wird für Stuttgart nicht treffen, das wird halt nicht funktionieren. Ja, der wird vor allen Dingen nicht kommen. Mich macht dann halt ein bisschen nervös, ich glaube über Leute wie Gonvola oder Schäffler haben wir, glaube ich, Mitte der Hinrunde mal gesprochen, dass man die ja eigentlich theoretisch einfach holen müsste und du nimmst dir einfach den Kicker und guckst dir die erfolgreichsten Torschützen an und kaufst die einfach und dass man dann Anfang der Winterpause sagt, na, wir wollen den Kader eigentlich nicht verstärken und dann kommt raus, du hast versucht irgendwie dann den Gonvola zu holen, also das ist so das Offensichtlichste, was du machen kannst, das hat mich so ein bisschen irritiert, aber ich glaube auch, wenn du den holst, hast du keine Garantie, dass der in der Rückrunde dann 5 bis 8 Tore schießt. Ich glaube, dass der VfB halt in einer schwierigen Verhandlungsposition aktuell ist, also man weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht, sie sind nicht so dominant, wie man sich das vielleicht gewünscht hat und vorgestellt hat, ja, und wenn du jetzt als Spieler dahin wechselst, möchtest du ja auch ein Stück weit eine Perspektive haben, vielleicht dann in Zukunft in der Bundesliga spielen zu können. Auf der anderen Seite möchtest du jetzt nicht nur ein halbes Jahr irgendwie regelmäßig spielen und danach nur noch auf der Bank sitzen. Ich glaube, diese Position, diese Verhandlungsposition, die der VfB da aktuell hat, ist schwierig. Aber ich gebe dir natürlich recht, du musst versuchen, irgendwie dann dir jemanden zu finden, der die Tore vorne macht. Aber du siehst es jetzt bei Bochum, die sagen halt, nee, der wechselt nicht, ja, der 5 Millionen reichen nicht. Und du zahlst natürlich für so einen Spieler auch nicht irgendwie eine zweistellige Millionenablösesumme. Also 5 Millionen, finde ich, ist da schon relativ gut für so einen Spieler, der ja in der letzten Saison auch nicht so viel gerissen hat in Bochum, muss man ehrlicherweise sagen. Also der ist ja jetzt erst so richtig in Fahrt gekommen. Genau, und ich meine, du hast ja mit Philipp Clement einen geholt, der in der letzten Saison halt alles in Grund und Boden geschossen hat und der kriegt halt irgendwie mehr oder weniger toretechnisch keinen Fuß auf den Boden und dass es mit einem Winterneuzugang dann anders läuft, oder ist ja auch, hast ja auch keine Garantie für, ne? Und das ist echt schwierig, jetzt abgesehen von der Verhandlungssituation, aber jetzt irgendjemanden zu holen, wo du sagst, hey, ja, der macht seine 8 Treffer oder 10 Treffer in der Rückrunde, das sehe ich halt auch nicht, dass es da irgendjemanden gibt. Ganz kurz nochmal zu Clement, das war für mich so ein bisschen das Dark Horse so unter Matarazzo. Ich habe einfach gehofft, dass er jetzt mit einer komplett guten Vorbereitung ohne Verletzungen dann besser in die Restrunde gehen kann und eben das zeigen kann, was wir uns von ihm erhofft haben. Dazu kommt, dass Matarazzo, glaube ich, auch eher so dem Charakter von Clement entspricht und er da weniger Probleme hat als vielleicht mit Walter, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie groß die dann letzten Endes waren, aber da habe ich große Hoffnungen gehegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den Testspielen hat er mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker gerissen mit seinen Leistungen. Also ich bin echt gespannt, ob das für Clement hier beim VfB noch was wird. Ja, also gab ja auch das Angebot aus Hannover, das hat er abgelehnt, hat gesagt, nee, ich möchte mich hier durchsetzen. Kann man natürlich auch vorstellen, dass der VfB gesagt hat, nee, wir geben den jetzt hier nicht an den Zweitliga-Konkurrenten ab. Mhm. Man weiß ja nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt. Soweit sind die jetzt auch nicht weg, die Hannoveraner, auch wenn ich die jetzt nicht als direkten Konkurrenten ansehe, aber trotzdem. Ich weiß auch nicht. Bei Clement mache ich echt noch ein Fragezeichen, wie das jetzt beim VfB laufen wird in den nächsten Monaten. Genau, sie ist auch nicht als Gesetz, dass er jetzt auf einmal in der Rückrunde explodiert, aber er ist halt der Spieler, finde ich, im Kader, wenn man Anspruch und Realität vergleicht, auf jeden Fall das meiste Potenzial nach oben noch hat. Ob er es dann in der Rückrunde abrufen kann, ist die andere Frage. Aber er hat halt wirklich massiv underperformed, ne? Und also wenn er irgendwie zündet, dann ist von ihm am meisten zu erwarten, weil alle anderen haben ja schon was gezeigt und da wird jetzt auch nicht mehr so exorbitant dann viel oben drauf kommen. Über einen Spieler wird in den letzten Tagen häufiger mal gesprochen, das ist Lilian Egloff. Ja, die große Frage, die ich dir jetzt stelle, wird er sein Profi-Debüt geben und könnte das vielleicht ein Spieler sein, der uns alle überrascht? Weil Egloff bringt schon ein paar Attribute mit, die man so braucht, um Tore zu erzielen in der zweiten Liga. Er ist schnell, passsicher, abschlussstark und vor allem unbekümmert. Also er wirkt nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, also so gerädert wie der ein oder andere aufgrund der Hinrunde oder was auch immer dazu geführt hat, dass die Spieler nicht ganz so locker wirken, wie man sich das vielleicht als Fan wünschen würde. Ist das zum einen ein Spieler, dem du diesen Sprung zutraust? Und kannst du dir vorstellen, dass der auf sich aufmerksam machen wird in der zweiten Liga, in der Restrunde? Also ich
glaube, dass es sein Profidebüt in der Restrunde feiern wird. Ob er uns dann irgendwie alle positiv überrascht, weiß ich nicht, weil es ja auch ziemlich stark dann einfach dem Saisonverlauf geschuldet ist. Ne? Also ich denke, wenn der VfB jetzt relativ gut in die restlichen Spiele des Jahres reinstartet und hast dann halt auch tabellarisch irgendwie so ein bisschen Puffer, dann ist es natürlich eher eine Situation, wo du dann so einen jungen Kerl mal reinwirfst. Aber wenn du halt dann jetzt den Rest der Saison immer spitz auf Knopf irgendwie um Platz 2 im besten Fall oder 3 kämpfen musst, dann weiß ich nicht, ob das so das richtige Ambiente ist, um einen U19-Spieler dann reinzuwerfen. Und ich hoffe, dass Matarazzo halt dann irgendwie die Gelegenheit hat, ihn mal zu bringen und dass er dann auch so ja relativ ohne Druck dann einfach mal seine ersten Profiminuten dann sammeln kann und dann vielleicht regelmäßig so Teileinsätze bekommt. Aber das ist, glaube ich, echt stark vom Saisonverlauf abhängig. Ja, ich bin auch gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwie ja, Egloff eingewechselt wird, ein Tor schießt, dann sein Startelfdebüt gibt und dann irgendwann gar nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist und ja, Egloff die Mannschaft oder mit Egloff die Mannschaft dann aufsteigt. Das wäre natürlich mein Traumszenario, aber ich bin da auch sehr vorsichtig. Der Junge erst. Genau, und das ist ja auch wirklich, man darf die Jungs ja auch nicht verheizen. Ne? Und angenommen, du bringst ihn, er hat dann gleich Erfolg. Das muss ja nicht bedeuten, dass er dann sofort einen Stammplatz hat. Ne? Also jetzt, wenn wir jetzt schon Julian Nagelsmann irgendwie als Referenz angeführt haben, dann gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter und führe mal die Bayern als Referenz ran. Da hat ja auch dieser, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, der Zirkzee, ja, U19-Spieler. Auch U19, ne? Kommt der aber rein, jetzt übrigens sein Drittliga-Debüt gegeben hat und direkt getroffen hat. Na, aber der kommt bei den Profis rein, schießt sofort den Siegtreffer oder einen Ausgleich. Ja, der kommt im nächsten Spiel rein, trifft auch sofort wieder. Und jetzt gegen Schalke, ne, da spielen sie 5-0 und der sitzt halt 90 Minuten auf der Bank. Also das ist ja eigentlich ein relativ guter Umgang, finde ich, dass man die Leute halt dann einfach nicht verheizt. Und genau so ein Umgang wäre ja auch dankbar, wenn ein Lee Eckloff so rangeführt wird, ne, dass er Spielzeit bekommt, hoffentlich dann erfolgreich auch spielt, aber dann halt nicht sofort der Heilsbringer sein muss. Ja, also das wird interessant zu sehen sein, ob der vielleicht sogar schon mal von Beginn an spielen darf, aber da bin ich jetzt echt auch gespannt, wie Matarazzo mit diesem, ja, man kann schon sagen, Hype umgehen wird um Egloff, weil das merkst du halt schon, dass das Interesse eigentlich von Woche zu Woche steigt und die Leute natürlich jetzt aufgrund auch des Testspieltores schon so ein bisschen spekulieren, könnte der vielleicht sogar in der Startelf stehen gegen Heidenheim, da müssen wir mal gucken, ob er bei uns nachher in der Startelf auftaucht. Ohne da jetzt schon spoilern zu wollen. Gut, dann kommen wir jetzt aber dann zu unserem ersten Gegner im Jahr 2020, zu unserem ersten Pflichtspielgegner, und zwar Heidenheim. Ja, Matarazzo sagt vor dem Spiel gegen Heidenheim, wir sind sehr heiß auf das erste Punktspiel. Ich kann es kaum erwarten, im Stadion zu stehen und hoffentlich die ersten 3 Punkte mit euch zu feiern. Sebastian, genauso geht es dir wahrscheinlich auch. Ja, total. Ich würde total gerne die ersten 3 Punkte mit Rino Matarazzo feiern. Was sagst du zum Gegner? Gerne. Ist das jetzt gut, dass man gegen Heidenheim direkt spielen muss? Also praktisch so einen direkten Konkurrenten auf Platz 4, nur ein Punkt hinter uns? Oder sagst du, das ist eigentlich so das Blödste, was Matarazzo in der Mannschaft passieren kann, dass man gleich gegen so einen starken Gegner ran muss? Also natürlich könntest du dir für dein erstes Pflichtspiel mit einem neuen Club vielleicht einen etwas einfacheren Gegner wünschen als den Tabellennachbarn, der mit einem Sieg gegen dich an dir vorbeizieht. Andererseits bei aller Bescheidenheit, ne? Also der VfB Stuttgart spielt zu Hause gegen Heidenheim und ich denke, also das musst du halt einfach gewinnen und ach, ich finde es ganz gut, wenn von Anfang an ordentlich Druck auf dem Kessel ist, weil dann kann man auf jeden Fall sicher sein, dass auch die Spieler sofort wissen, worum es geht. Und wenn du jetzt erstmal gegen, Dresden spielen würdest oder so, dann wäre das vielleicht was anderes. Also ich find's eigentlich ganz gut. Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also ich finde es gut, dass man gleich direkt weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wenn du hier verlierst, fliegst du erstmal von den Aufstiegsrängen raus und wenn es doof läuft, gewinnt Aue auch noch und plötzlich bist du sogar nur noch auf Rang 5. Das wäre so der Worst Case, der dir passieren kann nach diesem ersten Spieltag dann. Auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, glaube ich, für Matarazzo, Frank Schmidt ein Stück weit zu überraschen. Ein Trainer, der natürlich auch schon inzwischen vieles gesehen hat, der aber jetzt nicht so 100% weiß, was auf ihn zukommt. Ja, und wenn der VfB dann mal ein paar Spiele gemacht hat, dann kann man sich vielleicht auch schon wieder eher drauf einstellen. Also von daher finde ich es gar nicht so schlecht, dass man gegen so einen guten Gegner spielt. Alle werden gleich zu 100% gefordert sein. Es gibt keine Ausreden mehr, wie man so schön sagt. Und man weiß ja auch, was einen erwartet, nämlich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das hat Heidenheim auch in der Vorbereitungszeit gezeigt, hat 4
Testspiele bestritten, alle vier gewonnen, mit 14 geschossenen Toren, 5 Gegentore kassiert. Also sah das alles insgesamt schon mal ganz gut aus. Was ich interessant finde und worauf wir so ein bisschen achten müssen, ist, dass der Herr Tomalla jetzt wieder fit ist, der ja, glaube ich, mit einer Dennis Tomalla, der lange mit einer Hüftverletzung ausgefallen ist. Der hat sein Comeback gegeben letzte Woche irgendwann gegen Lustenau bei einem 3-0-Sieg, auch direkt wieder getroffen. Der war ein paar Sekunden auf dem Platz und trifft gleich wieder. Richtig, richtig guter Knipser vorne drin, der nochmal Möglichkeiten oder ja, Frank Schmidt weitere Möglichkeiten eröffnet. Tim Kleindienst spielt bislang eine richtig gute Saison. Man hat sich nochmal gut verstärkt mit Tobias Mohr, der aus Fürth kam, der auch, glaube ich, gegen den VfB gespielt hat. Links, ein Spieler aus dem linken Mittelfeld, kann auch im Zentrum spielen. Sehr interessanter junger Spieler. Also da bin ich mal gespannt, wie der sich einfügen wird in Heidenheim. Das sieht alles insgesamt wirklich sehr, sehr gut aus, was Heidenheim da in der Hinrunde gespielt hat, dann aber auch, wie gesagt, im Trainingslager. Frank Schmidt war es alles insgesamt fast schon zu gut, hat so ein bisschen die Defensivstärke seiner Gegner bemängelt, meinte so, die Qualität der Gegner in der Defensive war leider jeweils nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Deswegen hängt er natürlich auch die Testspielergebnisse nicht allzu hoch, ich übrigens auch nicht, aber man muss ja sich an irgendwas hier orientieren, deswegen habe ich sie jetzt mit reingenommen. Also das sieht schon insgesamt sehr, sehr gut aus, was Heidenheim da so in den letzten Monaten fabriziert, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich wird das größte oder die größte Frage sein, wie der VfB dieses Abwehrbollwerk durchbrechen möchte. Heidenheim erst 18 Gegentore, damit haben sie die beste Defensive der zweiten Liga. Die haben 8-0 gespielt, auch das ist beachtlich. Und von den letzten 7 Spielen hat Heidenheim nur 1 verloren, 1-3 in Regensburg. Insgesamt sind sie seit 4 Spielen ungeschlagen, 3 Siege, 1 Unentschieden. Also das sieht alles wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich glaube nicht, dass die sich jetzt hier beeindrucken lassen von der Kulisse oder von dem einen oder anderen Spieler. Ich glaube, die wissen, was sie können. Und dadurch, dass Heidenheim ja immer eigentlich über diesen Kampf kommt und sich die komplette Mannschaft gegenseitig hilft, ja, glaube ich, dass so Faktoren wie Stadionkulisse, weiß ich nicht, ein neues Spielsystem des Gegners, denen nicht allzu viel ausmachen wird. Ja, was erwartest du dir von Heidenheim? Wie kommen die bei dir bislang an? Ja, genau, so wie du sagst, also ein super unangenehmer Gegner, die über den Kampf kommen, aber genau wissen, was sie können und was sie spielen möchten. Und ich glaube, sie wissen auch ganz genau, dass sie individuell auf den meisten Positionen halt unterlegen sind, aber machen es dann einfach durch den Teamgeist und durch die mannschaftliche Geschlossenheit dann wieder wett. Und Pellegrino Matarazzo hat es ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt, das wird wahrscheinlich eine Geduldsprobe am Mittwoch werden. Ne? Also es ist echt nicht zu erwarten, dass da wahrscheinlich ist es komplett falsch, dass da super viele Tore fallen. Der VfB wird sie garantiert nicht aus dem Stadion schießen können. Das wird ein schweres Spiel. Die werden hinten wirklich gut stehen. Und der VfB wird sich da vermutlich am Anfang die Zähne ausbeißen und muss dann wirklich geduldig bleiben und weiterspielen und hoffen halt irgendwann mal ein Tor zu machen. Aber das wird, ja, und muss halt hinten natürlich versuchen, keins zu bekommen. Jetzt Binsenweisheit. Hinten konzentriert bleiben, vorne halt irgendwie konzentriert das Spielen immer wieder anlaufen, aber das wird eine Geduldsprobe und ich hoffe, dass es dann am Ende halt knapp für ein VfB ausgeht, aber also so schätze ich es ein. Noch ein kurzer Nachtrag zu Dennis Tomalla, also laut Kicker ist er für Mittwoch noch keine Option. Ja, der Kicker, da hat ja auch davon gesprochen, dass Heidenheim nur 3 Testspiele bestritten hat im Vorfeld, von daher kann es da nicht allzu viel drauf geben, denn es waren 4, lieber Kicker. Aber gut, das kann ja mal passieren, wenn man da gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Sei es drum. Kurz noch ein paar Sätze zu Heidenheim. Also du hast es schon richtig gesagt, die verteidigen unglaublich clever. Die werden natürlich auch nicht den Fehler machen und da groß anlaufen, sondern ich gehe davon aus, dass man uns in der eigenen Hälfte empfangen wird. Und wenn sie dann im Ballbesitz kommen, dann versuchen sie das Spiel meistens breit zu machen. Und was auch wirklich frappierend ist bei Heidenheim, ist, dass man regelmäßig Schusspositionen außerhalb des Strafraums sucht. Also das ist echt eine Stärke bei Heidenheim. Gerade Tim Kleindienst, der ja eigentlich als Stürmer eher in der Box zu erwarten ist, ist ein Stürmer, der sich oft nach oder außerhalb der Box aufhält und dann versucht, von da aus Tore zu erzielen. Und das gelingt ihm auch des häufigeren Mal. Marc Schnatterer ist natürlich bekannt für seine tolle Schusstechnik. Auf den muss man immer aufpassen. Norman Teuerkauf ist auch so ein Kandidat, der gerne mal aus der Distanz abzieht. Und natürlich Niklas Dorsch. Der hat ja das 2-2 auch aus der Distanz gegen uns im Hinspiel erzielt. Also da muss man wirklich aufpassen. Und das meinte ich eben vorher, da wäre es vielleicht gut, wenn man
Übergewicht im Mittelfeld schafft, gerade in der Defensive. Und ich glaube, dass dann zwei Sechser eine gute Option sind, um ja, da einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. So, dann habe ich mir überlegt, Sebastian, dass wir jetzt in Zukunft eine Rubrik hier einführen. Drei Spieler des Gegners, auf die man achten sollte. So, habe ich mir praktisch im Vorfeld geschaut, welche drei Spieler finde ich denn besprechenswert, beziehungsweise erwähnenswert. Und wenn dir das gefällt, dann kannst du mir das direkt sagen. Und wenn es den Hörern gefällt, dann können die es gerne irgendwie unter die Folge posten, Twitter, Facebook, Instagram, ihr kennt ja das Ganze. Also, drei Spieler habe ich mir rausgesucht. Zum einen natürlich den gerade von mir schon angesprochenen Niklas Dorsch, zentraler Mittelfeldspieler. Richtig gutes Passspiel, kann sehr, sehr gute lange Bälle spielen, gutes Dribbling, gutes Tackling, hat ein paar Schwächen, die aber nicht so schwer ins Gewicht fallen. Könnte sich vielleicht noch so ein bisschen im Kopfballspiel verbessern und ja, ist auch manchmal ein bisschen zu robust, was die Zweikampfführung angeht. Deswegen werden häufiger als vielleicht bei anderen Spielern Aktionen zurückgepfiffen, aber das ist für mich so wirklich fast schon der Unterschiedsspieler bei den Heidenheimern. Niklas Dorsch, der hat eine richtig gute Entwicklung genommen in Heidenheim. Da gibt's ja auch den einen oder anderen, der den gerne in Stuttgart sehen würde. Könnte mir vorstellen, dass er sogar noch einen größeren Sprung macht nach der Saison, wenn er diese Leistung aufrechterhalten kann. Ja, oder er fühlt sich halt so wohl in Heidenheim, dass er erstmal in Heidenheim bleiben möchte. Vielleicht steigt er ja sogar auf mit Heidenheim. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er das ja auf jeden Fall nochmal mitnimmt. Aber wenn er weiterhin so gut spielt, dann wird schon ein größerer Verein nach ihm die Angel auswerfen. Ja, also das ist schon eigentlich der beste Spieler im Kader von Heidenheim. Also wenn ihr den noch nicht spielen sehen habt, dann achtet mal am Dienstag darauf. Das ist wirklich, und jetzt wird es natürlich krachend schief gehen, aber das ist wirklich echt ein toller Spieler. Und man fragt sich so ein Stück weit, warum ja, ist nicht irgendeine andere, von mir ist auch gute Zweitligamannschaft auf den gekommen. Also gerade so von den Absteigern eben, Nürnberg, Heidenheim sage ich schon, Stuttgart und Hannover, das sind ja auch potenzielle, oder aus meiner Sicht potenzielle Interessenten für so einen Spieler. Ja, aber keiner hatte den so richtig auf dem Schirm. Der kam übrigens ablösefrei von den Bayern. Ich glaube, hat er unter Tim Walter gespielt? Stimmt, der hat unter Tim Walter gespielt bei den oder? Bayern. Ja, 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 stimmt. Aber der kam schon 18/19 nach Heidenheim. Ja. Dann Tim Kleindienst, der Stürmer, habe ich vorhin schon angesprochen. Bester Scorer der Heidenheimer, 7 Tore, 3 Assists. Bombenkopfballspiel. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon angebracht habe. Starke Distanzschüsse und arbeitet sehr gut nach hinten mit. Und zwar wirklich auffallend häufig und gut. Also das ist auch ein Stürmer, da beneiden einen eigentlich alle drum, weil der halt einfach weiß, wo die Kiste steht, wie man so schön sagt. Und gleichzeitig sich nicht so schade ist, nach hinten mitzuarbeiten. Und genau das in die Waagschale zu werfen, was ich vorhin beschrieben habe. Sprich, man hilft sich immer gegenseitig, alle Mannschaftsteile. Und Tim Kleindienst gehört da auch dazu. Also da bin ich mal gespannt, ob der auffällig wird gegen uns. Da hoffe ich natürlich nicht so unbedingt drauf, dass wir den allzu oft sehen werden. Und natürlich gucke ich auch so ein bisschen in die Defensive. Da gibt's Patrick Meinka, Innenverteidiger, der so ein paar Dinge hat. Also ich habe mir so ein paar Zusammenfassungen angeguckt jetzt hier vor der Aufnahme. Und da siehst du halt, das ist ein Spieler, der läuft so häufig Bälle ab, also Pässe des Gegners. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber der antizipiert halt wirklich auffallend gut, also wie so ein siebter Sinn ist das, das finde ich echt wirklich interessant, deswegen blockt er auch viele Schüsse, wie gesagt, läuft viele Bälle ab und ja, das ist ein Innenverteidiger, der würde mir glaube ich auch ganz gut gefallen hier beim VfB Stuttgart. Der Spieler mit den meisten klärenden Aktionen bei Heidenheim, also auch ganz wichtig, wenn es darum geht, einfach mal das Ding hinten rauszuschlagen, dazu kommt natürlich ein starkes Kopfballspiel, das ist bei den meisten Innenverteidigern so. Und was auch auffallend gut ist und uns zum Beispiel beim VfB auch mit dem Ausfall von Holger Badstuber so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist die gute Spieleröffnung, die er mitbringt. Also auch da ist es ja einfach ein Spieler, der für die zweite Liga vielleicht noch nicht überqualifiziert ist, aber ja, das ist schon jemand, den man auch auf dem Zettel haben könnte. Ja, Sebastian, so, zum ersten Mal die Rubrik, drei Spieler, auf die man achten sollte. Was sagst du? Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Nee, finde ich gut. Vor allen Dingen finde ich gut, dass du Marc Schnatterer nicht bei deinen drei Spielern hast, weil den kennt mittlerweile schon jeder. Aber von Patrick Meinka habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Guck mal an, da konnte ich dich nochmal überraschen. Wieder was gelernt. Ob es mir gleich bei St. Pauli auch noch gelingt. Aber vorher kommen wir zum Startelf-Tipp. So, und jetzt muss ich dir was beichten, Sebastian. Ja. Es ist ja eher zu deinem Vorteil, denn in einer Aufräumaktion während den Feiertagen ist mir leider der Ordner abhanden gekommen, in dem ich alle Startelf-Tipps abgespeichert habe. Und da konnte ich praktisch immer schauen,
Wie oft lag ich richtig, wie oft lagst du richtig? Ich habe mir dann natürlich die Mühe gemacht und habe die Ausgabe nachgehört, die wir nach dem Hannover-Spiel aufgenommen haben. Und da hörte ich mich sagen, dass ich jetzt in Zukunft 7 Tipps Vorsprung habe vor dir. Echt? So, okay. Ja, 7 Mal habe ich also nicht die komplette Aufstellung richtig gehabt, sondern ich habe halt 7 Spieler mehr richtig getippt als du. Ja, jetzt können also wir es natürlich pro so machen. Pro Spieltag einen halben quasi. Ja, genau. So kann man sagen. Jetzt können wir natürlich daran ansetzen und sagen, okay, es ist jetzt so, wir übernehmen das. Oder wir fangen einfach neues Jahr bei Null an. Was neuer Trainer, neue Rechnung. Also mir ist es egal. Ich nehme auch gern die 7 mit. Ich sehe das nicht als Makel. Nee, weil hätte Tim Walter so aufgestellt, wie ich es, ne, dann, also. Eigentlich können wir es jetzt ja beweisen, dass es eben besser funktioniert, wenn Matarazzo so aufstellt wie du. Also jetzt, ich würde mal sagen, wir merken uns die 7, aber fangen eigentlich bei 0 an. Also wenn es dann wirklich so ist, dass ich dann 7 Spieler im Hintertreffen bin, dann können wir uns auf ein Unentschieden einigen. Ja, aber genau. Ja, dann hole ich das doch mal raus. Gut, also wird natürlich jetzt spannend sein, wen du so aufstellst. Du hast ja vorhin schon gesagt, so genau weißt du gar nicht, was auf dich zukommt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das so ein bisschen miteinander und können uns dann vielleicht noch bei einzelnen Positionen streiten. Im Tor sind wir uns, denke ich mal, beide einig, wird es jetzt nicht nochmal den großen Umschwung geben, da wird es bei Kobel bleiben, da gehst du mit Sicherheit mit. Natürlich, Kobel ist fix und nachdem sich Matarazzo für Kempf als Kapitän ausgesprochen, wird auch Kempf sicherlich spielen. In einer Dreierkette oder in einer Viererkette? Ja, das ist jetzt schon wieder die große Frage, ne? Also ich kann ja mal weitermachen, solange du überlegst. Ich mache aber jetzt erstmal mit den Sechsern weiter, weil ich mir wirklich auch in der Verteidigung noch nicht 100% sicher bin und mir das erstmal hier aufmalen muss. Also Kobel im Tor ist klar. Dann mit den 2 Sechsern Mangala und Endo. Da lege ich mich mal fest. Ja, wir haben ja leider nicht mehr so viel mehr, wenn man Carazo jetzt eher ganz hinten verorten muss. Dann sind die Zweier quasi gesetzt. Ja, ist Castro vielleicht noch eine Option? Natürlich ist der jetzt gesperrt gegen Heidenheim, aber so grundsätzlich? Für mich erstmal nicht. Also okay. Da sehe ich die 2 dann doch deutlich stärker. Okay, also soweit bin ich jetzt schon mal, dass ich 3 Spieler, Kobel, Endo und Mangala aufstelle. Dann gehe ich schon mit Kempf, aber da bin ich mir nicht sicher, wo ich den hinstellen möchte. Also ich gehe davon aus, dass man hinten mit Stenzel, Kempf und Philipps spielt. Mhm. Das ist meine Dreierkette. Stenzel, Kempf, Philips. Mhm. Jetzt musst du auch einen raushauen. Also Stenzel wird definitiv spielen. Und dann noch Philips dazu. Ja, nee, sehe ich auch so. Also nimmst du gerade genau die gleichen, kann man sagen. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Dann gehe ich weiter nach vorne und nominiere als Rechtsverteidiger sozusagen oder rechter Mittelfeldspieler, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Roberto Massimo als erste Überraschung. Der hat mir wirklich gut gefallen, nicht nur im Test gegen Dresden mit seiner tollen Vorarbeit, sondern auch in den Tests davor. Der hat mir in der Oberliga, gut, das ist natürlich jetzt qualitativ nochmal ein anderer Anspruch, aber trotzdem hat er mir da immer wieder gut gefallen. Und ich habe ja schon in der Hinrunde das ein oder andere Mal gesagt, Mensch, der könnte vielleicht was werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine rechte Offensivverteidigerposition für ihn genau das Richtige ist. Deswegen Massimo. Ja, ich bin jetzt gerade vom System her überfragt. Also du setzt ihn ja quasi als Art Rechtsverteidiger ein, der dann vor Stenzel spielt. Ja, das ist ja eben genau das, was ich vorhin meinte, als ich versucht habe zu erklären. Ich hätte gesagt Förster, aber der ist ja halt null defensiv. Oh, da merke ich schon, dass Förster für mich keine große Rolle mehr spielt. Grundsätzlich nicht. Ich hangel mich halt an der Startelf gegen Dresden so ein bisschen entlang. Stimmt, die müsste ich mir vielleicht auch nochmal angucken, wenn ich hier so die Dinge so raushaue. Lass mich mal gucken. Also Startelf gegen Dresden. Da war ja auf jeden Fall ein Starter. Stimmt, Endo Mangala waren die Doppelsechs und dann Förster, die Davi Gonzalez. Aber da hat er auch mit einer Viererkette gespielt. Da hat er mehr Viererkette gespielt, genau. Carazor Kempf. Carazor wäre bei mir zum Beispiel jetzt auch draußen. Ja. Also was auch meine Idee ist ja deshalb, eher auf ein, sag mal, prominentes Mittelfeld zu setzen, weil eben Heidenheim, ich sehe da jetzt halt nicht so die große Angriffswelle auf uns zukommen. Das ist das eine. Das andere, ich sehe jetzt auch nicht die extremen Tempospieler, wo du jetzt sagen müsstest, okay, da müssen wir besonders aufpassen, dass wir da nicht überrannt werden oder so. Ich sehe halt, dass die versuchen werden, aus der zweiten Reihe zu schießen. Deswegen wäre es mir halt recht, wenn wir mit 2 Sechsern spielen. Und gleichzeitig
dann, sagen wir mal, mit Massimo jemanden haben, der nach hinten sich fallen lassen kann, aus der Dreierkette eine Viererkette machen lassen kann und gleichzeitig sich aber auch nach vorne einschalten kann und da Dampf erzeugen kann, weil das hat er ja gut gemacht jetzt in den Testspielen. Und auf der Gegenseite, jetzt auf der linken Seite, da bin ich etwas überfragt. Also Sosa hat mich nicht überzeugt, das kann ich schon mal sagen. Aber ich sehe eigentlich jetzt ja, als wenn du einen Verteidiger suchst mit Offensivdrang auf links, dann kommst du dann eben auch nicht vorbei. Ne? Moment, man sucht jemanden mit einem Offensivdrang dann. Aber ein Verteidiger, würdest du Sosa als Verteidiger niemanden beschreiben? Wenn Castro auch noch gesperrt ist, dann hast du ja sonst niemanden mehr. Also ich nehme deinen Massimo für rechts mit, aber ich nehme auf jeden Fall Sosa für links. Den lasse ich mal bei mir noch frei. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil du kannst ja auch nicht hier irgendwie Förster auf links spielen lassen, aber González hast du halt auch noch, der ja, sag ich mal, nicht abgeneigt ist, mit nach hinten zu arbeiten. Aber das ist ja schon sehr offensiv mit González als Linksverteidiger. Nein, ich finde, da hast du nur noch Sosa eigentlich. Ich sag trotzdem González, komm, ich setze mich jetzt hier voll in die Nesseln, ich weiß. Also du gehst soweit mit, bis auf das González spielt, das sagst du nein, da spielt bei dir Sosa praktisch. Das ist ja nicht Linksverteidiger, sondern eher linkes Mittelfeld. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich ja genau die Position für einen Linksverteidiger, der offensiv stärker ist als defensiv. Ja, aber der Sosa, den fand ich jetzt echt nicht so gut. Der ist auch oft mal einfach so umgekippt bei irgendwelchen Testspielen, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los? Hat er kurz die Schwerkraft ausgesetzt oder was ist da los? Also der konnte mich halt einfach überhaupt nicht überzeugen. Ich habe wirklich keinen guten Eindruck bekommen von Borna Sosa in den paar Spielen. Mir fehlt da auch einfach so dieser Schrei, glaube ich, auch so ein Stück weit. Das Borna bei Testspielen, das ging mir sehr ab. Also, gut, aber gucken, wie es wird. So, jetzt haben wir noch 3 Positionen frei, wenn ich das richtig mitzähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Da ist jetzt die Frage, spielen wir mit 2 Stürmern oder spielen wir mit 2 offensiven Mittelfeldspielern und einem Stürmer? Also, da er sich Materazzo nach dem Dresden-Spiel, glaube ich, geäußert hat, dass ihm das nach der Umstellung dann mit Gomez und Al-Ghadoui weitaus besser gefiel als mit Silas als einziger Spitze. Und ich denke, wir so eine relativ ähnliche Spielsituation haben könnten, glaube ich, dass er vorne auf Präsenz setzt und vorne mit 2 echten Stürmern dann spielt. Und das wären dann bei dir Gomez und Al-Ghadoui? Ja. Okay. Das Problem ist ja, dass Silas auch so ein Stück weit angeschlagen ist, erkältet war. Stimmt. Ja, also könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass man da eher auf Nummer sicher geht, gerade jetzt. Genau, aber in sich echt eher von der Bank kommt, die Frage wäre nur bei mir, ich könnte ja auch mit Al-Ghadoui González spielen, theoretisch. Ja. Aber ich mache, glaube ich, wirklich einen klassischen Doppel-Ochsen-Sturm dann. Also die Davi ist bei dir dann, denke ich mal, auch gesetzt im Mittelfeld? Genau, der spielt dahinter, ja. Mhm. Gehe ich mit und ich könnte natürlich jetzt den Förster und die Davi bringen und vorne wirklich mit einem Stürmer spielen. Oder ich setze hier Clement ein. Ich wollte sagen, haben wir auch noch, ne? Es ist nicht so leicht. Einerseits ist es nicht so leicht, da jetzt die richtige Aufstellung herauszufinden. Auf der anderen Seite fehlen mir auch so ganz klare Optionen. Also im Sturm bleibe ich, oder bin ich eigentlich fast sicher, dass Gomez spielen wird. Weiß nicht, Al-Ghadoui hat das ganz gut gemacht, aber so wie es das für mich angehört hat, ist Matarazzo eigentlich ein Freund von Gomez. So, also der findet das ganz gut, was der so kann und macht und was er so abseits des Spiels auch noch so in die Mannschaft reinträgt, das wird ja immer wieder gelobt. Die Davi, Gomez und dann komm, Clement. Ich will ihn einmal lachen sehen, nachdem er ein Tor geschossen hat. Bitte schickt mir nicht noch weitere Bilder, wo er in irgendwelchen Fernsehstudios lacht. Mir ist doch klar, dass der Mann ab und zu mal lacht. Mir geht es darum, dass er beim Training und beim Spiel, vor allem beim Spiel lacht. Das möchte ich sehen. Möchte Clement lachend auf Fanzäune, gibt es ja nicht mehr, aber auf Werbebanden stehen sehen. Oberkörperfrei. Und das ist ein Megafon in der Hand. Tja, das wäre schön. Also dann lege ich mich fest. Die Davi, Clement, Gomez. Das ist dann meine Offensive. Oh, klingt auch gut. Klingt kreativ. Ja, muss auch funktionieren. Und bei dir war es jetzt nochmal Gomez, Al-Ghadoui und die Davi. Genau. Kann sein, dass ich dich heute Nacht nochmal kurz anrufe und nochmal nachfrage, wie du es jetzt gemeint hast.
Al-Ghadoui und Gomez. Aber du würdest auch sagen, dass wir mit einer Dreierkette dann spielen. Also ich glaube schon, ja. Okay, nur damit ich das dann richtig grafisch darstelle. Nicht, dass es dann später auf mich zurückfällt. gut, also was man auch noch der Vollständigkeit halber sagen muss, Maxim Awuja wird wahrscheinlich nicht spielen, weil er Adduktorenprobleme hat und ich glaube auch nicht ganz so überzeugt hat. Also nichts gegen Awuja, aber... Ja, aber er wird wahrscheinlich auch ohne Adduktorenprobleme nicht spielen. Ja. Matteo Klimowicz hat sich ebenfalls erkältet, fehlt definitiv im Spiel gegen Heidenheim. Der hat sich aber, glaube ich, ganz gut präsentiert im Trainingslager, was man so hört. Also ja, da könnte es vielleicht dann irgendwann zu anderen Spielen noch zu einem Einsatz kommen. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Spiel gegen St. Pauli. Ja, englische Woche, also es geht Schlag auf Schlag sozusagen. Und ähnlich wie jetzt mit Heidenheim, werde ich jetzt auch dir so ein bisschen was über St. Pauli erzählen. Aber ich will erstmal von dir wissen, was so dein Eindruck von St. Pauli von der Hinrunde war. Also war das eine Mannschaft, die dich positiv, negativ überrascht hat? Oder sind die da gelandet, wo du es auch irgendwo erwartet hättest? Wenn ich mich recht erinnere, ist es relativ schlechten Saison reingekommen, hatten dann ja auch da viele atmosphärische Störungen und gegen Ende wurde es dann wieder ein bisschen besser. Na ja. Und sind jetzt, naja, es sind jetzt 13. Ne? Also es sind jetzt, okay, es sind auch nur 2 Punkte auf dem Relegationsplatz, also das ist relativ dünn, das Polster. Was mich bei St. Pauli irritiert, dass sie jetzt in der Winterpause ihren besten Spieler abgegeben haben. Also das finde ich schon irgendwie einen starken Move. Also vielleicht konnten sie nicht halten, aber das kann einem natürlich dann schwer auf die Füße fallen in der Restrunde. Ja, also Mats Möller-Daly, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, oder Dali, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man seinen Nachnamen... Ich meine, ich hätte nachdem er in Stuttgart auch so gut gespielt hat, dass es Dali heißt, aber ich Dali. Weiß es nicht. Ja, der oder ist nach... Dali wahrscheinlich. KRC Genk abgewandert. Du weißt, wer der Trainer ist aktuell? Ja, der Hannes Wolf. Der Hannes Wolf, der hat sich gedacht, Mensch, das ist ein guter Spieler und da gebe ich dir natürlich absolut recht, das ist wirklich für St. Pauli der Unterschiedsspieler schlechthin gewesen. Hat in 16 Spielen 7 Vorlagen geliefert, 1 Tor erzielt, aber war schon der Antreiber, wenn es nach vorne ging. Und dass er gegangen ist, ist das eine, aber dass man sich wirklich nach keinem Ersatz umgesehen hat, beziehungsweise keinen verpflichtet hat, das ist das, was mich überrascht hat. Also St. Pauli hat wirklich keinen Spieler verpflichtet. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt gegen den VfB und natürlich auch im ersten Saisonspiel nach der Winterpause darstellen wird. Also da habe ich auch aufgehorcht, möchte ich mal so sagen. Und da werde ich auch morgen... Apropos Mats Möller Dali, sorry, aber weißt du, dass die Frau von Jürgen Sundermann in 163 Folgen von Dali Dali die Assistentin von Hans Rosenthal war? Eine wunderbare Überleitung. Ich Oder? Wusste das natürlich, weil ich jeden Geburtstagsbericht über Jürgen Sundermann mir durchgelesen habe, weil ich mir so dachte... Also Jürgen Sundermann wäre auch jemand, mit dem ich mal gerne ganz, ganz lange sprechen würde. Der hat bestimmt auch vieles zu erzählen. Also das ist auch jemand. Ich habe am Wochenende die Bilderbibliotheken bei den Bildagenturen durchgescrollt. Und wenn du dann bei Imago Jürgen Sundermann eingibst, dann findest du halt Bilder von damals, als er beim VfB gespielt hat, als er Trainer war. Und dann jetzt, wenn du aber jetzt von der Gegenwart in die Vergangenheit scrollst, dann siehst du halt Bilder von ihm mit jedem Trainer. Ne? Also mit Tim Walter, mit Taifun Korkut, mit Markus Weinzierl, mit Hannes Wolf, mit Zorniger. Wirklich, also der ist schon so lange beim VfB, das ist halt wirklich eine Trainerlegende und ist ja auch immer noch für den Club irgendwie tätig und ich glaube, der hat wirklich alles gesehen hier. Es heißt eigentlich, dass Jürgen Sundermann auf der Geschäftsstelle wohnen muss, weil also man kommt ja fast schon gar nicht mehr so schnell hinter jedem Trainer, also die sind ja kaum da, sind sie schon wieder weg, um dann noch ein Foto zu bekommen. Also kann ich mir vorstellen, dass Jürgen Sundermann, der steht auch als Pappfigur inzwischen einfach nur da und die neuen Trainer müssen sich neben Jürgen Sundermann hinstellen. Damit ich denke, sie müssen halt auf jeden Fall einen Antrittsbesuch bei ihm machen. Aber wie gesagt, also das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Jürgen Sundermann, das wäre mal ein sehr interessanter Gesprächspartner. Zusammen mit seiner Frau Monika, weil zu Dali Dali hätte ich glaube ich auch ein paar Fragen. Das stimmt. War früher einer meiner Lieblings... was war das eigentlich? Also das war ja keine Quizshow. War das? Naja, nicht wirklich Quizshow. Ja, es war so eine Samstagabend-Revue, kann man sagen. Jetzt haben wir zwei auch offenbart, wie alt wir sind. Ne? Ja, also 25, macht doch nichts. So, Dali Dali ausgestrahlt zwischen 1971 und 1986. Ja, ich habe es als ganz, ganz kleines Kind mitgeguckt. Gut, sei es drum. Kommen wir wieder zurück zu St. Pauli und zu den großen Problemen, die diese Mannschaft, glaube ich, hat. Das wollte ich noch abschließend sagen. Ich freue mich dann wirklich schon auf das Spiel gegen Fürth morgen, also am Dienstag von St. Pauli, weil ich wirklich gespannt bin, was uns da so erwartet. Also die haben einige Probleme, da komme ich jetzt drauf zu sprechen.
Die haben übrigens einen ganz interessanten Move gemacht. Vielleicht kannst du mir das erklären, warum Jos Luokai wirklich da hier was ganz Besonderes gemacht hat. Und zwar, kannst du dich erinnern, gegen wen St. Pauli die letzten beiden Ligaspiele bestritten hat? Nee. Gegen Bielefeld? Doch, sie haben also das letzte Spiel des Jahres haben sie überraschend gegen Bielefeld gewonnen, oder? Richtig, mit 3-0. Das war wirklich eine Riesenüberraschung. Und zuvor, am 17. Spieltag, haben sie bei Wien Wiesbaden, da hatten sie auch ein Heimspiel, da haben sie Wien Wiesbaden 3-1 besiegt. So, und jetzt frage ich dich, gegen wen, glaubst du, hat St. Pauli seine zwei Testspiele bestritten? Ich sehe es gerade in unseren Shownotes, dass sie die zwei Gegner nochmal irgendwie eingeladen haben oder gegen die nochmal Testspiele ausgetragen haben. Das ist wahrscheinlich so ein AB-Test gewesen von Jos Luokai. Und man muss sagen, mit unterschiedlichem Ausgang. Also Wien Wiesbaden konnte man wirklich wieder wegdominieren, möchte ich fast schon sagen. 5-2 gewonnen. Besonders herausragend, den von mir nachher noch ausführlich zu besprechenden Rio Miyachi, also das ist ein Spieler, der eine richtig gute Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen, komme ich nachher noch drauf zu sprechen, hat ein Tor geschossen, zwei Vorlagen gegeben im Spiel gegen Wien Wiesbaden und dann gab es noch das Spiel gegen Bielefeld, das verlor man mit 3-4, aber das war wirklich eine richtige, das war ein Torfestival, muss man sagen. Dazu muss man übrigens auch noch kurz erklären, Bielefeld hat seine Testspiele immer über 120 Minuten bestritten. Also die haben praktisch viermal 30 Minuten gespielt. Ne? Ja, genau. Und da ging es wirklich richtig ab. Also Bielefeld führte ziemlich schnell mit 0-2, dann auch noch mit 1-3, nachdem zwischenzeitlich St. Pauli mal den Anschlusstreffer erzielen konnte. Und dann kam wieder Rio Miyachi, der doppelt getroffen hat, stand 3-3 und wirklich kurz vor Schluss in der 120. Minute hat Staude dann noch den Siegtreffer für Bielefeld erzielt. Also viele, viele Tore finde ich jetzt, die Bielefeld da geschossen, mein Gott, ich bin ja völlig verliebt in diese Mannschaft, Bielefeld, die St. Pauli da erzielt hat für ihre Verhältnisse. Und Miyachi ist so der herausragende Spieler der Vorbereitung, nicht nur der Vorbereitung, aber da ist er nochmal so richtig auffällig geworden. Wie gesagt, 5 Torbeteiligungen in 2 Testspielen, auch sonst eine richtig starke Vorbereitung. Ich habe es gerade erwähnt, sehr, sehr starkes Spiel gegen Bielefeld und zwar nicht nur im Test, sondern auch beim 3-0 am 18. Spieltag. Also das ist jemand, den sollten wir auf dem Schirm haben. Ansonsten haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, wer so abgegangen ist. Mats Müller-Daly, der wird fehlen. Es kam kein Neuzugang. Dazu kommt, dass St. Pauli wirklich wieder mal größere Verletzungsprobleme hat. Also damit plagen sie sich ja eigentlich schon die komplette Saison rum. James Lawrence, Innenverteidiger, fehlt nach einer Knie-OP. Christopher Avevor fehlt, ich glaube schon seit dem zweiten oder dritten Spieltag. Das ist ja eigentlich der Stamm-Innenverteidiger. Hat sich ein Wadenbeinbruch damals zugezogen. Fehlt, wie gesagt, schon relativ lang. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, der uns in Stuttgart begeistert hat, als er hier auflief, nämlich Christian Conte, kannst du dich an den noch erinnern, den Linksaußen von St. Pauli? Ganz junger Mann, 18, 19 Jahre alt. Nee, tatsächlich nicht. Absolut Top-Talent, also wirklich ein ganz, ganz toller Spieler. Der hat davor schon ab und zu mal so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Aber ja, noch nicht so wie dann eben nach dem Spiel gegen Stuttgart. Da war er dann richtig stark. Davor hat er, glaube ich, auch schon mal ein Tor erzielt. Leider Gottes hat er sich verletzt und muss mit Muskelfaser aktuell passen. Gleiches gilt für Matt Penny, der Linksverteidiger, und dann merkst du schon, das sind eigentlich alle Stammspieler, die St. Pauli da fehlen werden zum Restrundenstart. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann kompensieren möchten. Ja, also genau, dafür haben sie halt mit Boris Taschi noch einen Spieler, der eigentlich dann prädestiniert ist, ein Tor zu erzielen und wir dann sagen, ausgerechnet der. Das stimmt. Aber was für uns spricht oder was uns Mut machen sollte, sage ich jetzt mal, bis auf die letzten beiden Saisonspiele, ja, also das 3-0 gegen Bielefeld und das 3-1 gegen Wien Wiesbaden, hat St. Pauli in den letzten Monaten wirklich gar nichts gerissen. Denn davor war man 9 Spiele in Folge sieglos, 6 Niederlagen, 3 Unentschieden. Das ist wirklich schon richtig, richtig schlecht, wenn man sich überlegt, gegen wen man da so alles spielt in der zweiten Liga. Und wenn du dann wirklich über 9 Spiele nicht 1 gewinnen kannst, das ist schon wirklich krass. St. Pauli hat trotzdem auch eine Stärke, die uns vielleicht vor Probleme stellen könnte. Ähnlich wie Heidenheim haben sie nicht die allerschlechteste Defensive, so möchte ich es mal ausdrücken. 23 Gegentore, das ist der beste Wert von den Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte und immerhin ein Tor weniger kassiert als der VfB Stuttgart, weil wir haben schon 24 Gegentore kassiert. Also auch da wird es vielleicht nicht ganz so leicht fallen, Tore zu erzielen. Und da muss Matarazzo dann schon diesen Facettenreichtum unter Beweis stellen, von dem er ja
gesprochen hat. So, was uns auch Mut machen sollte, sind die letzten 9 Spiele gegen den VfB Stuttgart von St. Pauli, denn die konnten alle wir gewinnen. Ja, die letzten 9 Spiele konnte der VfB gewinnen. Weißt du denn, wann, und jetzt nicht in die Shownotes gucken, der VfB das letzte Mal in St. Pauli verloren hat? Hast du bestimmt schon geguckt. Nein, ich habe nicht geguckt. Ich habe keine Ahnung. Schätz mal das Jahr. Jetzt habe ich es gesehen, sorry. Es ist so lange her. Ja, also ich habe geguckt bei Fußballdaten, wie das heißt, und da stand der 2.11.96. Da verlor der VfB 2:1 in St. Pauli, Torschützen, unter anderem ein gewisser Krasimir Balakow und zweimal Christian Springer für St. Pauli. Mhm. Ja, also wenn diese Daten stimmen, die ich da herausgefunden habe, dann war das der letzte Sieg der St. Paulianer gegen den VfB Stuttgart. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwann schon mal 2000 irgendwas gewesen wäre oder so. Aber, ja, kannst du mal sehen. Tja, 96, da war ich gerade mal 4. Ja, aber tatsächlich, ne? 13. Spieltag der Bundesliga. Das ist wohl so. Ich meine, aber man muss sagen, so viele Duelle danach gab es auch gar nicht. Ne? Danach haben wir noch 9 gespielt. 3 Mal auf St. Pauli gespielt. Ach, 3 Mal, ja, okay. Also, ne, das war, die haben 96 gewonnen, dann 2002 hat der VfB gewonnen. 2011 hat der VfB gewonnen und 2017 hat er gewonnen. Also es ist lange her, aber es waren auch jetzt nicht so viele Spiele. Es sind immer enge Spiele gewesen gegen St. Pauli, habe ich so... Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich natürlich auch an das an den Rückrundenauftakt damals 2017, als Mané uns erlöst hat. Ja, das war auch irgendwie ein cooler Moment damals, weil das plätscherte auch so dahin und war nicht so ganz überzeugend, was der VfB gezeigt hat. Und dann war es Carlos Mané, der uns zum Sieg geschossen hat. Und das Hinspiel war ja auch, ja, sag mal, das war Maxim, oder? Jetzt guck mal nach. Aber ich bin der Meinung, In Hamburg war es Mané, aber das der Auftakt der Zweitligasaison. Ach so. Nee, ich bin ja schon wieder bei dem Auftakt der diesjährigen Zweitligasaison. Ich bin auch beim Auftakt der Zweitligasaison 2016, 2017 und da haben wir die Tore, da lagen wir ja ganz lange 0-1 hinten und da hatte ja Maxim seinen großen Auftritt, wo man dann dachte, boah, mit dem Maxim, der spielt ja alles in Grund und Boden, da hat er dann St. Pauli-Trainer danach gesagt, er ist zu gut für die zweite Liga. Ja, lassen wir das. Ja, Jos Luokai war damals unser Trainer übrigens, so schließt sich der Kreis wieder. Und dann kann ich noch kurz erklären, was uns so erwarten wird, was St. Pauli so spielen wird. Die St. Paulianer haben eine ganz interessante Statistik und zwar erspielen sich die St. Paulianer, darf man das überhaupt sagen? St. Paulianer, es gibt doch irgendwie so einen Begriff, den können die nicht mehr hören. Was war das nochmal? Kiezkicker wahrscheinlich. Kiez-Kultkicker vielleicht, nee, keine Ahnung. Ich glaube, St. Paulianer ist völlig okay. Okay, dann sage ich absichtlich die Kiez-Kultkicker. kommen häufig durch individuelle Stärken zu großen Chancen. Und jetzt kommt's. Und auf der anderen Seite sind es die individuellen Schwächen, die oft zu Gegentoren führen. Also, das ist, finde ich, auch interessant. Also, es liegt immer an einzelnen Spielern, ob es positiv oder negativ ausgeht bei St. Pauli. Gleichzeitig sind sie sehr gut bei Standardsituationen. Das liegt wahrscheinlich so ein Stück... Nee, Quatsch, sie sind überhaupt nicht gut bei Standardsituationen. Sorry, meine eigenen Notizen falsch gelesen. Ich komme nochmal rein. Also, die sind anfällig bei Standardsituationen. So ist es richtig. Haben nicht das beste Defensiv-Kopfballspiel, also da sind sie anfällig. Das wäre vielleicht dann auch was für ja Marc-Oliver Kempf, der ja dafür bekannt ist, dass er auch mal einen Eckball verwandeln kann mit dem Kopf. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn der sich dann nach vorne orientieren würde. Tja, ansonsten ist es halt echt schwer zu greifen jetzt, weil sich bei St. Pauli einiges ändern wird, dadurch, dass Mats Müller-Deli gegangen ist und wichtige Spieler ausfallen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der VfB auf St. Pauli weniger Probleme haben wird, als es zu Hause der Fall war. Wann war das eigentlich? Im August oder so? Mhm. Dritter Spieltag, genau war das da. Ja, aber ich glaube, da war ich im Urlaub, deswegen habe ich das Spiel auch nicht mehr so präsent. Ja, ich glaube, dass man sich auf St. Pauli etwas leichter tun wird.
Man kann, ja, wenn man technisch, sagen wir mal, relativ sauber spielt, St. Pauli schon vor große Probleme stellen, weil die finden oft nicht das Mittel, um technisch starke Gegner irgendwie in den Griff zu bekommen. Also sind da irgendwie immer ein bisschen schläfrig, einen Schritt zu spät. Also da kann man schon was erreichen dann. Dazu kommt, dass St. Pauli sehr, sehr häufig Führungen verspielt. Auch da hat der VfB ja schon von profitiert. Wir haben es gerade eben gesagt, am dritten Spieltag führten ja auch die Kult-Kiez-Kicker und wir konnten dann durch ein spätes Tor von Gonzales noch einen Sieg verbuchen. Da entstand diese Verbeugungsszene von Tim Walter vor Gonzalo. Ja, das war auch ein richtig gutes Tor. Ja, genau, da war ich an der Riviera. Das habe ich irgendwie dort gesehen. Ich erinnere mich, ja. Dafür muss man aufpassen, wenn es ums Kontern geht, aber auch da mache ich wieder ein kleines Fragezeichen dahinter. Also diese Gefährlichkeit bei Kontern ist ein rein statistischer Wert, muss man sagen. Und ich glaube, dass man da viel profitiert hat, eben von zum Beispiel Conte und natürlich dann auch von Mats Møller-Daly, die da halt hervorragend in diese Taktik reingepasst haben. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. St. Pauli hat trotzdem noch immer noch sehr, sehr gute Stürmer bzw. Offensivspieler, die uns gefährlich werden könnten. Aber ja, die jetzt fehlen, ich glaube, die sind schwer zu ersetzen. Ja. Gut, ansonsten habe ich vielleicht noch eine interessante Info. Und zwar hat sich der alte Fuchs Jos Luukay was ganz Besonderes überlegt. Und zwar Daniel Bubala. Das ist eigentlich ein Linksverteidiger. Den möchte man jetzt zum Innenverteidiger umschulen. Das klingt ganz interessant. Der hat zwar schon mal als Linksverteidiger ausgeholfen, aber als Innenverteidiger ausgeholfen, aber seine angestammte Position ist eigentlich die Linksverteidigerposition. Und da dachte sich jetzt der Luukay, Mensch, uns fehlen ja ein paar Abwehrspieler, dann soll der Bubala das in Zukunft machen. Und für Bubala soll Sebastian Olsen auf die linke Seite wechseln. Das ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, der aber auch links spielen kann. Also man wirbelt da einiges durcheinander. Die Grundordnung wird komplett auf den Kopf gestellt. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Also da wird schon wirklich enorm viel verändert aktuell bei St. Pauli. Und als Fan würde ich mir schon so ein Stück weit Sorgen machen. Ja, wenn der beste Offensivspieler geht, ein verheißungsvolles Talent verletzt ist, der Abwehrchef schon lange verletzt ist, dann die ausgeliehenen Verteidiger verletzt sind, jetzt nochmal komplett den Bubala umlernen, den Rechtsverteidiger auf links ziehen. Das klingt alles sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall eine relativ spannende Gemengelage, ne? Also auch in der Historie, also was die Stimmung halt angeht, ne? Dass ja Jos Luukay, glaube ich, relativ früh in der Saison ja irgendwie auch schon mal so das ganze, die ganze Denkweise irgendwie im Club da kritisiert hat und so weiter. Also, dass der überhaupt noch dort ist, wundert mich. Also, das bleibt spannend, wie man so schön sagt. Ja, das ist absolut richtig. Und auch hier die neue Rubrik, drei Spieler, auf die man achten sollte. Da bin ich mal gespannt, ob ich dich auch mit dem einen oder anderen Spieler überraschen kann. Fangen wir mal an mit Henk Fehrmann. Der sagt dir wahrscheinlich was. Nein. Super, das ist perfekt, denn das ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. Fehrmann fiel aufgrund eines Kreuzbandrisses, nämlich bis zum 12. Spieltag aus, brauchte dann noch so zwei Spiele oder zwei Kurzeinsätze, um so wieder richtig in Gang zu kommen. Ab dem 14. Spieltag stand er immer in der Startelf und hat in 5 Partien 4 Tore erzielt. Ja? Das war nicht irgendwie nur Zufall, denn vor seinem Kreuzbandriss hat er in 16 Spielen 6 Treffer erzielt und 5 Vorlagen geliefert. Also das ist schon jemand, ein Stürmer, den man auf Zettel haben sollte. Über 2 Meter groß, eine richtige Kante, aber auch technisch nicht so schlecht, muss man sagen. Also sehr interessanter Stürmer, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie sich unsere Verteidiger da schlagen werden gegen diesen Mann. Paderborn hat angeblich im Winter Interesse an Fehrmann. Dazu kam es dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob St. Pauli gesagt hat, nee, es reicht, wenn die halbe Mannschaft ausfällt und der wichtigste Spieler wechselt, dann können wir nicht noch unseren Torgaranten gehen lassen. Also von daher ist er weiter im Diensten des FC St. Pauli. Und ich muss sagen, Fehrmann bringt halt wirklich alles mit, was du von einem starken Stürmer erwartest. Ja, es ist jemand, der die Buden halt einfach macht. Ein echter Finisher, so habe ich das für mich beschrieben. Hat einen guten Schuss. Offensiv, defensiv, guter Kopfballspieler. Also einfach ein ganz klassischer Stürmer mit allen Qualitäten, die du so brauchst, um auf dich aufmerksam zu machen. Diesen Mann sollte man beobachten im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Dann, vorhin schon von mir angesprochen, Ryo Miyachi, Japaner, auch ein sehr interessanter Spieler, der ein bisschen Pech hatte in St. Pauli. 3 Knieverletzungen schon hatte, davon 2 Kreuzbandrisse, deswegen kam er noch nicht so richtig ins Laufen, möchte ich sagen. Ist seit 2015 bei St. Pauli, hat jetzt in der Saison bislang alle 18 Spiele bestritten, 1 Tor geschossen, 4 Vorlagen. Von diesen 18 Spielen hat er 16 Spiele über 90 Minuten absolviert. Also ja, absoluter Dauerbrenner bei den
Kult-Kiez-Kickern oder Kiez-Kult-Kickern, wie auch immer. Und das ist ein Spieler, der über die rechte Seite vornehmlich kommt, kann da auch alles spielen, vom Rechtsverteidiger über den rechten Mittelfeldspieler bis zum Rechtsaußen. Am stärksten ist er aus meiner Sicht, wenn er sich offensiv orientieren kann. Und das hat er ja vor allem dann auch in den Testspielen unter Beweis gestellt. Viele Tore geschossen, 3 Stück in 2 Spielen, dazu 2 Vorlagen oder was ich vorhin gesagt habe. Also das ist schon echt ein guter Wert für diesen jungen Mann. Der zeichnet sich nicht nur durch sein starkes Kopfballspiel aus, sondern auch hier sind es diese technischen Fertigkeiten, die er mit sich bringt, die dann gerade in so Dribbling-Situationen dann oft den Gegenspieler alt aussehen lassen. Also ja, Miyajachi gefällt mir richtig gut, könnte sich vielleicht noch so ein bisschen im Passspiel verbessern, aber da ist es eher die Hektik, die er mitbringt, die dazu führt, dass Pässe nicht so genau gespielt werden. Ich glaube, dass er technisch schon sehr, sehr gut ist. Also dem fehlt manchmal so ein bisschen die Ruhe, ja, um die Situationen dann sauberer auszuspielen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in der Hinrunde und dann natürlich jetzt in den Testspielen auf sich aufmerksam gemacht hat, wie schon gesagt. So, zum Schluss noch Dimitrios Diamantakos. Den habe ich fast schon, ja, etwas missmutig hier mit in diese Liste genommen, aber ich kann ihn nicht außen vor lassen, denn mit 6 Treffern und 2 Vorlagen in 10 Spielen ist Diamantakos der beste Angreifer vom FC St. Pauli. Weil das ist schon ein starker Wert, 8 Scorerpunkte in 10 Spielen. Leider Gottes hat er sich einen Muskelfaserriss zugezogen in der Hinrunde und fällt deswegen, glaube ich, schon seit November aus. Deswegen hat er auch seine letzten beiden Tore am 12. Spieltag erzielt, seitdem nicht mehr getroffen, wie gesagt, verletzungsbedingt. Damals gegen den KSC übrigens, das Spiel ging 2-2 aus. Und ja, Diamantakos ist jetzt wieder fit, ist jemand, der gerne ins Dribbling geht, spielt richtig gute kurze Pässe, macht also genau das besonders gut, was Miyajachi noch ein bisschen verbessern könnte. Und was ihn auszeichnet, ist wirklich die Vollendung von Konterchancen. Also da gab es ja auch schon einen anderen Spieler bei uns, der es wirklich regelmäßig geschafft hat, in Kontersituationen dann selbst die größten Chancen zu verballern. Ich erinnere da auch an einen gewissen Nicolas Gonzalez, der gegen Schalke mal das leere Tor nicht traf. Und Diamantakos ist ja definitiv besser aufgestellt. Schwäche bei ihm ist vielleicht die Bereitschaft, mit nach hinten zu arbeiten. Also als Trainer wirst du, glaube ich, wahnsinnig mit so einem Spieler, der sich dann einfach, ja, immer gerne davon und dann eher ausruht als zu weit hinten. Ja, aber wie gesagt, jemand, der gerade in so einem Spiel wie gegen den VfB gefährlich werden könnte, weil man natürlich dann häufig in diese Kontersituation kommt. Und mit Miyajachi, Diamantakos und unter Umständen dann natürlich noch Fährmann hat man da wirklich richtig gute Offensivspieler. Ich habe mich jetzt auf die so ein bisschen konzentriert, weil defensiv weiß man ja nicht, was der Luukay alles noch auspackt. Also der rotiert ja komplett alles. Also, ja, ich hoffe, ich habe jetzt 3 Spieler genannt, die du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattest. Also Dimitrios Diamantakos hatte ich natürlich auf dem Schirm, allein schon wegen seines geilen Namens. Ja. Weil er vom früher beim KSC gespielt hat, oder? Glaube ich. Ich dachte mal, der hat bei den Kickers gespielt, aber ich müsste jetzt echt nachgucken. Also ich meine, also So lang, die Zeit haben wir jetzt einfach, dass wir dann nochmal kurz nachgucken. Ich weiß, dass der, glaube ich, das Tor erzielt hat im Hinspiel gegen den VfB. Olympiakos Piräus, ausgeliehen, Panionios Athen, dann Thessaloniki, dann Ergo Telis, dann KSC, dann Bochum, dann FC St. Pauli. Und beim KSC hat er immerhin 50 Spiele, 13 Tore. Deswegen, also da habe ich ihn zum ersten Mal irgendwie auf dem Schirm gehabt und mich über den tollen Namen gefreut. Karlsruhe oder Kickers, kommt auf beides. Ja, das gleiche Ball raus. Sag blau, ich mal. Blau, blau, blau. Und er hat tatsächlich das Tor gegen uns erzielt. Nee, hat er nicht. Ich gucke hier gerade in der Spalte und denke mir, ja klar, er hat das auch erzählt. Wer hat denn das Tor gemacht gegen uns? Also Kempf hat für uns getroffen und Mats Möller-Daly hat getroffen in der 18. Minute. Ja, natürlich. Und dann hat Kempf das 1-1 geschossen und in der 90. war es dann Nico Gonzalez. Was für ein Fußballfest. Ja, Fußballfest, ja, Wahnsinn. Gut, auch hier, es ist fast ein bisschen albern, aber es geht halt um Punkte, müssen wir natürlich eine Startaufstellung zusammen basteln. Also wenn du genau die gleiche übernehmen möchtest, kannst du es direkt sagen. Ansonsten bin ich für Änderungsvorschläge ab jetzt bereit.
Ja, also da wir ja das Auftaktspiel gegen Heidenheim überzeugend gewinnen werden, sehe ich jetzt für Matarazzo jetzt keinen großen Bedarf, die Aufstellung zu ändern. Ich meine, Gonzalo Castro ist dann wieder spielberechtigt, aber der wird es dann schwer haben, seinen Platz im Team zu finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch auswärts genauso beginnen wie jetzt gegen Heidenheim. Ich sage, das Spiel gegen Heidenheim geht 0-0 aus. Deswegen oh. muss er was ändern und möchte auch was ändern und bringt Silas plötzlich in die Partie. Ah. Und dafür, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das grundordnungsmäßig hier präsentiere, aber Silas kommt auf jeden Fall. Ich denke, dass Massimo dann weichen müsste. Wie gesagt, wie das dann mit einer Grundordnung aber ist. Aber da musst du aber auch Luhukai-mäßig rotieren, oder? Damit das da muss aufgeht. Da wird ordentlich hin und her geschoben. Oder spielt Silas bitte den Rechtsverteidiger? Philips wird Sechser. Du, Silas hat in einem Testspiel tatsächlich Rechtsverteidiger eine Zeit lang gespielt. Also man hat das ausprobiert mit ihm. Ich meine, da guckst du. Hat auch einen erfolgreichen Rechtsverteidiger gespielt. Also das, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und ich gehe auch davon aus, dass Castro spielen wird. Bin nämlich dafür raus. Clement. Wie gesagt, ich muss mir das dann noch irgendwie hinschieben, wie ich das alles möchte. und der Gonzales, der hat's auch nicht, der geht auch raus. So, komm, Gonzales nimmt auch raus. Weil der wechselt noch auf letzten Drücker. Das ist jetzt langsam jetzt so ein bisschen Fußballmanager 2020 mäßig. Ja, ich habe gemerkt, so musst du das angehen, sonst wird das nichts. Ja, ja. So macht das, glaube ich, auch der Kind in Hannover. Genau, also du meinst irgendwie vor. kurz. Wie lange geht denn das Transferfenster noch? 31.01. Genau. Wann ist denn das? Freitag? Bis Freitag. Ja. Und du meinst, da kommt dann für Gonzales noch irgendwie so ein 15-Millionen-Angebot von Bolton Wanderers oder so? Gonzales wird ausgeliehen nach Bremen. Zu Florian Kohfeldt. So, und für den spielt dann Förster. So, also Förster, Castro, komm bei mir rein. Und Silas natürlich, Massimo, Clement und Gonzales gehen raus. Ist natürlich völliger Bullshit, alles ist schon klar. Aber wir müssen hier irgendwie unsere Stadt öffnen. Ja, die englischen Wochen, die harmonieren gar nicht mit unserem Senderhythmus irgendwie. Ja, wir müssen noch häufiger senden, dann werden die Sender. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das geschafft und können noch ganz kurz ein kleines Transfer-Update geben. Also ich bin selber so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt in diesem Transferfenster. Ich dachte, dass wir vielleicht also einen richtigen Transfer vermelden können. Nichts gegen Scholinov, aber ja, das war ja eher so ein Ergänzungsspieler, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und auch jetzt haben wir nichts zu vermelden, nichts Konkretes. Aber vielleicht, Sebastian, können wir ganz kurz so über so Sachen sprechen wie eine Innenverteidigersuche, die es offensichtlich gibt aktuell beim VfB Stuttgart. Erstmal die Frage an dich, braucht der VfB noch einen Innenverteidiger? Bartschuber fällt mit seinem Muskelfaserriss in den Adduktoren noch 2 bis 3 Wochen aus. Bei Kaminski sagt man, dass der so in 4 bis 6 Wochen wieder spielfit sein soll. Aber insgesamt bin ich da auch noch ein bisschen skeptisch, ob er dann direkt wieder voll eingreifen kann. Avuca war zuletzt angeschlagen. Auch leistungstechnisch ist das jetzt nicht, sag mal, das Beste gewesen, was wir von ihm bislang gesehen haben. Da bleiben also folgende Innenverteidiger aktuell übrig. Kempf, Philips, Aidonis, Endo mit Abstrichen und Karasor mit Abstrichen. Deine Meinung dazu? Ja, also wenn du da so aufs Tableau guckst, dann hast du erstmal mit Kempf und Philips eigentlich zwei, die das hauptberuflich machen, ne? Weil Aidonis als Innenverteidiger, weiß ich nicht, also rechts hat er ja schon gespielt, innen vielleicht ein bisschen schwierig. Nee, ist kein Problem, kann ich kurz eingrätschen hier oder reingrätschen. Also das ist schon ein klassischer Innenverteidiger eigentlich, okay. Aidonis. Ja. Aber jemand, der halt dann aus der Jugend kommt, ne? Also den du jetzt vielleicht nicht so ohne... Das Problem bei Aidonis, reinwerfen kannst. Das Problem bei Aidonis ist, dass der echt gut gespielt hat jetzt in der Oberliga und ich nicht so richtig abschätzen kann, wie groß der Sprung wirklich ist. Also, dass der groß ist, ist ja keine Frage, aber ist das zumindest eine Option für die Bank, ja, also als Reserve dann? Weil, das ist er auf jeden Fall, ne? Aber du hast jetzt erstmal mit Kempf und Philipp zwei Innenverteidiger, wo du sagst, jo, die können spielen, ne? Dann hast du mit Aidonis einen Innenverteidiger, der aus der eigenen Jugend kommt, mit Endo jemanden, der laut dem ehemaligen Trainer zu klein ist als Innenverteidiger, für den Innenverteidiger, und mit Karasor jemanden, den du da noch nie so richtig hast spielen sehen. Und das ist natürlich schon ein Problem, um sich dann wirklich wohlzufühlen. Bräuchtest du natürlich einen Innenverteidiger, aber das muss dann ja auch jemand sein, von dem du sagst, den kann ich jederzeit bringen und den find mal im Winter, ne? Also das wird dann ja auch schon wieder schwierig. Zumal
mit dem Hintergrund, dass du halt einen Bartstuber hast, der jetzt noch 2-3 Wochen verletzt ist, dann vielleicht noch 1-2 Wochen braucht, um wieder wirklich spielfit zu sein, und einen Kaminski, der sich auch schon wieder irgendwie andeutet, und dann holst du jetzt halt noch einen Innenverteidiger, um dann halt irgendwie im April auf einmal, wie viel dann zu haben? 7 oder so, ne? Das ist echt schwierig. Na, eigentlich musst du jetzt wieder mal einen Vorgriff tätigen, weil ich... Klar. Also ich würde jetzt nicht unbedingt auf Bartstuber bauen in den nächsten Jahren. Nichts gegen Holger Bartstuber, der hat das jetzt gut gemacht in der 2. Liga. Aber also sollten wir aufsteigen, davon gehen wir jetzt mal alle aus, bin ich der Meinung, brauchen wir sowieso noch einen neuen Innenverteidiger. Ist natürlich jetzt die Frage, ob du jetzt schon jemanden leihen kannst oder sogar verpflichten kannst, der mit dem Anspruch hierher kommt, ab 2021 Bundesliga zu spielen. Also gibt es eine Möglichkeit, irgendwie das hinzubiegen? Weil ich sehe es ja wie du, du brauchst jetzt niemanden zu holen, der, weiß ich noch, 12 Spiele braucht, um sich irgendwie einzurütteln, der am besten noch nicht mal die Sprache des Trainers versteht. Ja, also da mache ich übrigens Unterschiede, der muss nicht Deutsch können, aber der muss halt einfach in der Lage sein, das zu verstehen, was der Trainer vorgibt. Sprich, Englisch muss er sprechen können oder sonst irgendwie, ja. Italienisch oder keine Ahnung. Aber es muss irgendwie eine Verständigung zwischen Trainer und Spieler möglich sein. Eine gewisse Erfahrung in der 2. Liga würde ich auch voraussetzen. Ja, ich sag's mal so, ein abgewichster Innenverteidiger, der würde mir schon noch ganz gut tun, ganz ehrlich. Also, habe ich halt niemanden auf dem Zettel aktuell. Also, so ein Experiment wie Schurlinov praktisch in der Innenverteidigung, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Irgendwie so einen 19-Jährigen, der bei irgendeinem anderen nichts zu tun. Und eigentlich ist halt jemand, den du jetzt für die Rückrunde verpflichtest, der dann einfach den da reinwirft und der weiß halt genau, was er machen muss, ist vermutlich auch nicht der Spieler, den du willst, wenn du aufgestiegen bist, der dann halt in der 1. Liga auch spielt. Ne? Also ich finde diese Innenverteidiger-Transfer-Diskussion halt wirklich wahnsinnig schwierig. Und keine Ahnung, ob man was machen kann, ob man was machen sollte, da bin ich schlichtweg überfordert und bin froh, dass ich den Job von Sven Mislintat nicht machen muss. Der übrigens zu der Sache sagt, wenn die Prognosen sich verschlechtern, müssen wir überlegen, ob wir personell noch etwas unternehmen. Am besten wäre es natürlich, wenn Aidonis wirklich nochmal einen klaren Sprung gemacht hat und, sag mal, eine Option wäre, im Falle jetzt wirklich nochmal einer ausfällt, dann von Beginn an spielen zu können. Also wenn das denkbar wäre, dann kann ich eigentlich mit der aktuellen Situation ganz gut leben. Aber wenn man sich bei Aidonis noch unsicher ist und ja auch bei Karasor nicht so genau weiß, ob das die richtige Position für ihn ist, dann musst du eigentlich schon nochmal tätig werden. Und wie du halt sagst, das Problem wird sein, jemanden zu finden, der dann sich auch bereitwillig mal wieder auf die Bank setzt, ja, und gleichzeitig nicht irgendwie jemand ist, der Millionen und Abermillionen verdient und unter Umständen dann in der 1. Liga auch noch auf der Payroll steht. Also schwere Situation, ja. Also 2 bis 3 Wochen klingt jetzt nicht so lange bei Bartstuber, aber man weiß natürlich auch nicht, ob das die letzte Verletzung sein wird bei Holger Bartstuber. Ah, schwierig. Gut, aber andererseits haben wir den ja auch schon so oft abgeschrieben und gesagt, naja, der geht eh weg und kommt nicht mehr in die 2. Liga und jetzt ist halt irgendwie dann doch eine Stütze der Innenverteidigung, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und vor allen Dingen genau der Spieler, den Matarazzo eigentlich für sein Spielsystem bräuchte. Also diesen Innenverteidiger, der halt einen richtig guten Spielaufbau mitbringt oder dafür steht, sage ich jetzt mal, gute lange Bälle schlagen kann, das ist ja genau der Spieler, den Matarazzo möchte eigentlich. Ja, gut, dann kommen wir noch zum Thema Ex-Trainer, möchte ich sagen. Ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen über die Payroll gesprochen und da konnte man sich mit Tim Walter übrigens einigen, dass er eine Abfindung kassieren wird beim VfB Stuttgart und nicht weiter bis 2021 lief, glaube ich, der Vertrag, hier monatlich vergütet wird. Das ist aus meiner Sicht eine ganz gute Regelung. Natürlich weiß ich nicht genau, wie hoch die Abfindung war. Genau, kommt drauf an, wie hoch die Abfindung war. Ja. Ich meine, das sind ja jetzt auch nicht komplette Dilettanten am Werk. Also, die werden jetzt nicht das Doppelte bezahlt haben an Abfindung. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, und ich meine, wir sind, glaube ich, seit langem mal wieder in der Situation, dass der VfB nur einen einzigen Cheftrainer bezahlt. Das gab es lange nicht. Ja, genau. Taifun Korkut ist auch nicht mehr auf der Payroll. Auch da gab es dann wahrscheinlich eine Abfindung. Ich fand interessant, was die Trainer hier beim VfB verdient haben. Da konnte man ja, ich weiß gar nicht mehr, im Kicker jetzt neulich lesen, dass Taifun Korkut im Monat 83.000 Euro beim VfB verdient hat und Markus Weinzierl 125.000 Euro im Monat. Also das ist eigentlich eine Frechheit. Also so einen Trainer mit 125.000 Euro im Monat zu vergüten, ist eigentlich fast eine Frechheit. Sorry, also da bin ich kurz erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist schon eine Menge Geld, vor allen Dingen dann, wenn du bedenkst, dass der Trainer halt dann gar nicht mehr da ist und gar nicht mehr für den Club halt arbeitet, in dem Fall dann zum Glück, aber trotzdem die Kohle noch bekommt, ne? Also das ist so,
Also langfristig eigentlich auch mein Ziel, 125.000 Euro im Monat zu verdienen, ohne zu arbeiten. Also das ja, ist schon gut. Ja, sagen wir mal so. Du, ja, genau. Aber du kannst ja auch erstmal dann davor was machen, von dem du eigentlich keine Ahnung hast. So, das wäre eigentlich das Gute. Ja, aber das wiederum Gute bei Weinziel war, dass der Vertrag nur für die erste Liga gültig war und dann eben schon im Juni wahrscheinlich beendet war. Ja, ich glaube, bis zum 30.06. hat das Ganze dann funktioniert und dann war Feierabend. Aber das heißt, wenn wir in der Relegation gegen Union ein Spiel gewonnen hätten, dann wäre Markus Weinziel auf der Payroll geblieben, oder? Genau. Danke, Nico Willig. Also. Das, ja, kann man so und so sehen. Eigentlich wirklich? Danke, Nico Gonzalez. Ja, oder so. Also dieses Tor, dieses verhinderte Tor durch Nico Gonzalez hat uns dem VfB, naja, über eine Million. Muss mal gegenrechnen halt erst Erstliga, Zweitliga und dann Gehälter und so weiter, aber schon schräg alles, oder? Ja, macht ja nur Spaß, muss man ja mal dazu sagen. Gut, Torwartfrage haben wir geklärt, jetzt schon mehrfach, aber die Frage ist natürlich, wie geht es weiter mit Gregor Kobel? Und Sven Mislintat hat ja, ich habe ja vorhin schon so ein Zitat gebracht, dass der Greg einfach ja lauter ist und alle Spieler verstehen, wenn er ruft, was er ruft. Nicht wie bei Herrn Bredlow, da versteht es dann der Mario Gomez nicht, weil er zu weit wegsteht vom Herrn Bredlow. Tja. So kann es gehen. Und Sven Mislintat sagte dann auch noch über Gregor Kobel, wir sind mit ihm sehr zufrieden und können uns das in dieser Konstellation, also Kobel und Bredlow, noch sehr lange vorstellen. Allerdings sagt er, wenn Fabi die komplette Restrunde spielt, wird Greg nicht gerade erpicht sein, bei uns zu bleiben. Denn, das wissen ja die meisten natürlich, Kobel ist nur ausgeliehen. Und um das jetzt nochmal ein letztes Mal hier zu erklären, wie das genau läuft mit Kobel, wenn der Leihvertrag ausläuft, versuche ich jetzt nochmal das Ganze irgendwie hinzubäumeln. Und jetzt bin ich gespannt, das musst du wahrscheinlich auch mal skizzieren, weil das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ich habe das schon mal gemacht, kurz nachdem er hierher gewechselt ist, aber offensichtlich hören uns dann doch nicht alle zu und sie haben es nicht ganz so verstanden. Also jetzt versuche ich es nochmal. Also Gregor Kobel hat eine Ausstiegsklausel, Punkt, so. Allerdings, wenn Hoffenheim jetzt kommt und sagt, dass er ab 2021 Spielzeit garantiert bekommt bei Hoffenheim, dann kann Hoffenheim diese Ausstiegsklausel einfach verhindern. Also dann ist sie nicht mehr gültig. Sprich, wenn Kobel von Hoffenheim die Zusage bekommt, 2021 bekommst du von uns, ich sage jetzt einfach mal, ausreichend Spielzeit. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass er einmal im Pokal spielen darf, sondern dass er halt die Aussicht hat, Nummer 1 zu werden in Hoffenheim. Dann ist diese Ausstiegsklausel hinfällig. Diese Ausstiegsklausel gilt allerdings nicht nur irgendwie für den VfB oder so, sondern grundsätzlich für jeden Verein, der bereit ist, für Gregor Kobel 4,5 Millionen hinzublättern. Das ist natürlich keine Summe für einen guten Torwart. Also da wird es schon etliche Interessenten geben, könnte ich mir vorstellen. Und dann geht es halt darum, irgendwie vielleicht noch übers Handgeld und über einen ordentlichen Vertrag dem Spieler seine neue Station schmackhaft zu machen. Aber was ich eigentlich unterm Strich sagen möchte, der VfB hat rein gar nichts in der Hand. Also die können zwar nach diesem Jahr sagen, Fabi sage ich schon, Gregor wäre echt cool, wenn du bleibst, aber wenn Gregor sagt, nö, ich möchte lieber nach Augsburg gehen, dann kann er das machen. Und auf der anderen Seite, wenn Hoffenheim sagt, nee, du bleibst bei uns, du spielst hier regelmäßig, dann gibt es sowieso keine Ausstiegsklausel für Gregor Kobel. So, das ist der Stand. Hat man es jetzt verstanden? Ja, nur halt mit dem, ne, was Hoffenheim ihm anbietet mit Stammtorhüter und so weiter. Also das ist ja etwas schwammig halt, ne, wie das dann wirklich so vertraglich reglementiert ist, das wäre dann schon mal spannend zu sehen. Aber Fakt ist natürlich, da hast du recht, der VfB hat das Heft des Handelns nicht in der eigenen Hand. Das ist halt das Problem. Deswegen haben wir ja auch mit Marc-Nicolai Stech darüber gesprochen, wie er jetzt entscheiden würde, wenn du weißt, der Spieler oder du musst davon ausgehen, dass der Spieler wechselt, der Torhüter, ob du dann nicht lieber auf Bredlow setzt oder ob du dich dann noch anderweitig umguckst und versuchst, jemand anders irgendwie an Land zu ziehen. Ja, ich habe ja schon lange bevor Stefan Ortega, ja, seinen Vertrag verlängert hat bei Bielefeld, immer wieder darauf hingewiesen, dass der Vertrag ausläuft von diesem Spieler, aber offensichtlich hat mich keiner gehört. Jetzt hat er den Vertrag verlängert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das hauptsächlich deshalb gemacht, damit man noch eine Ablösesumme kassieren kann. Denn Leverkusen... Du hast, glaube ich, in der letzten Saison auch schon mal drüber gesprochen, dass man ja Dresdens Schubert irgendwie verpflichten könnte, ne? Wenn ich mich, ja, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Ja, natürlich ist es erledigt, aber das war nicht der schlechteste Tipp. Ja, der Tipp war gut, aber ich sag mal so, der Torhüter damals, beziehungsweise seine Freundin, hatte andere Pläne. Ich erinnere da an das Instagram-Posting von ihr, als sie sich in London fotografieren ließ mit einem Arsenal-Trikot.
Aber das dann offensichtlich nicht so gut funktioniert. Tja, Spielerfrauen TV. Auch ein schöner Hashtag auf Twitter. Gut, dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren ausgeliehenen Spieler, den der VfB fest verpflichten möchte, nämlich Wataru Endo. Auch der ist nur ausgeliehen. Und es ist wohl so, dass der VfB für 1,5 Millionen Endo fest verpflichten kann, plus Bonuszahlungen im Aufstiegsfall. Das klingt erstmal nach einer Summe, die man eigentlich so akzeptieren kann und zuschlagen sollte. Ich habe halt noch so ein Stück weit das Problem damit, dass man das jetzt zu schnell macht. Ich würde wirklich da bis auf den letzten Drücker warten mit so einer Verpflichtung, weil du weißt halt nie, verletzt sich der Spieler noch irgendwie, gibt's andersweitig irgendwelche Probleme oder weiß der Kuckuck was. Also ich sehe jetzt keinen Grund, sollte es nicht irgendwie vertraglich so festgelegt sein, dass man sich bis Februar entscheiden muss oder dergleichen, nicht zu warten, bis dann eben da mal wirklich der Entscheidungszeitraum bis zum Äußersten ausgenutzt wird. So, ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Endo für 1,5 Millionen ein okayer Transfer, oder? Schnäppchen. Ja, nee, hat er gezeigt, dass er der Mannschaft halt wirklich weiterhelfen kann. Gar keine Frage. Dann haben wir ja zu Beginn der Sendung schon von einem Argentinier gesprochen, der den VfB verlassen hat. Und auch jetzt zum Ende der Sendung werden wir nochmal über einen Argentinier sprechen, der den VfB verlassen hat, nämlich Emiliano Insua. So ein bisschen fehlt er ja. Wir haben ja gerade eben schon beim Startelf-Tipp bemerkt, Mensch, also so einen richtigen Linksverteidiger haben wir eigentlich nicht. Also die Betonung liegt auf Linksverteidiger. Wir haben Spieler, die auf links spielen können, aber verteidigen. Also die Option mit Kempf auf links, die ja in den letzten 24 Stunden so immer mehr diskutiert wurde, die ist für mich nicht so abwegig, muss ich sagen. Ich kann es mir irgendwie noch nicht ganz vorstellen, aber es fehlen so ein bisschen die Alternativen auf der linken Seite. Gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um Insua. Der hat ein Abschiedsinterview gegeben und zwei Fragen bzw. zwei Antworten fand ich sehr interessant, Sebastian. Du hast wahrscheinlich schon wieder in den Shownotes nachgelesen. Nein, ich lese die Shownotes nie. Okay, dann bin ich mal gespannt, was jetzt, also du musst jetzt raten, welche Antwort Insua auf folgende Frage gegeben hat. Sie hatten ja 8 verschiedene Cheftrainer. Nur noch mal kurz, Insua war 4,5 Jahre beim VfB. Sie hatten ja 8 verschiedene Cheftrainer. Welcher war Ihr Liebster? So, was schätzt du denn? Ja, das habe ich tatsächlich schon irgendwie mitbekommen. Das habe ich irgendwo anders aufgeschnappt. Und das ist dieselbe Antwort, die auch Holger Badstuber gab. Ne? Also sein Lieblingstrainer, Partei von Korkut. Die Begründung von Insua ist, viele Fans haben ihn kritisch gesehen. Ich finde, dass er unglaublich viel vom Fußball versteht und davon, wie wir Spieler ticken. Er hat eine sehr angenehme Art. Ja. Und ich bleibe. Genau, und ich glaube halt, dass Leute wie Tim Walter und vielleicht auch Pellegrino Materazzo halt den Spielern gegenüber vielleicht nicht so die allerangenehmste Art haben, weil sie halt die Spieler halt fordern. Und das natürlich so ein Spieler, der halt irgendwie nicht so viel, ein Trainer, der nicht so viel von seiner Mannschaft verlangt, dann vielleicht dann besser ankommt. Also es ist nur meine Sichtweise. Aber das gibt mir halt echt schon so ein bisschen zu denken. Ja, er legt fast schon noch mit der nächsten Antwort nach. Auf die Frage, schafft der VfB im Sommer den Aufstieg, sagt Insua Folgendes, müsste er mit diesem Kader eigentlich, und jetzt kommt's, wichtig ist, dass der neue Trainer Struktur auf den Platz bringt. Tim Walter ist ein guter Coach, versteht es, einem Mut zu machen, um offensiv aufzutreten. Aber oft war unser Spiel zu riskant. Ich hoffe, dass der VfB ab Mittwoch die nötigen Punkte holt. Also, zwei Sätze, die ja wirklich viel sagen. Zum einen, wichtig ist, dass der neue Trainer Struktur auf den Platz bringt und auch die Aussage, dass Walters Spiel oft zu riskant war. Also auch hier wird, glaube ich, deutlich, dass Insua und Walter nicht die besten Freunde wurden. Absolut. Tja, er wird auf jeden Fall fehlen, vielleicht nicht sportlich, aber menschlich. Und ja, unser dienstältester Spieler war das, ne? Also es ist halt einfach so. Tja, mal gucken, wer als nächstes. Aber ich meine, also für ihn freut es mich total, weil ich meine, L.A. ist jetzt nicht Fellbach, aber auch echt ganz cool. Und er spielt ja unter anderem mit Chicharito zusammen, was ich jetzt gesehen habe. Ja, richtig. Er hat ja gesagt, er ist ein bisschen zu spät gekommen für Zlatan. Das wäre natürlich auch noch cool gewesen für ihn. Ja, aber es ist natürlich eine mega Möglichkeit. Ich denke mal, du wirst auch nicht so schlecht verdienen, kannst regelmäßig spielen. Genau, bist näher, ein paar Flugstunden näher an zu Hause. Also das ist echt schon ganz cool. Tja. Das stimmt. Also, ja, obwohl er ja gesagt hat, er wäre gerne hier in Stuttgart geblieben, aber natürlich braucht er so ein bisschen die sportliche Perspektive und die war nicht gegeben. Und ich glaube, ihm fiel dieser Abschied schon schwer. Also, ich kann mir vorstellen, dass er wirklich sein Karriereende hier in Stuttgart gesehen hat. Wann auch immer das dann
gewesen wäre, vielleicht in 2 Jahren oder so. Ja, ein bisschen enttäuscht ist er schon, dass er hier nicht weiter gebraucht wird. So möchte ich es mal sagen. Ja, ich fand jetzt auch seinen Abschied so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen durch die Hintertür. Also jetzt richtet sich ja eher gegen den Club als gegen ihn, ne? Aber jetzt klar, es war jetzt zwischen den Jahren halt irgendwie, dass das dann feststand. Aber ja, dafür, dass er halt wirklich länger da war als jeder andere, beide Abstiege mitgemacht hat, ist jetzt nicht gerade ein Qualitätsmerkmal, aber ja, wirklich so ein Stück VfB auch war, fand ich das jetzt ein bisschen dünn irgendwie, wie er verabschiedet wurde oder wie er nicht verabschiedet wurde. Ja, es war eigentlich der letzte Spieler, dem ich diese Integration hier beim VfB voll abgenommen habe. Also du hast einfach wirklich ihm geglaubt, wenn er sagt, er fühlt sich hier pudelwohl und er findet die Stadt toll, die Menschen toll, den Verein toll. Das war nicht halt einfach so ein PR-Gelaber, sondern er hat das irgendwo gelebt. Ja, und sowas fehlt mir als Fan bei vielen anderen Spielern. Da ist immer so eine gewisse Distanz da. Es ist eigentlich scheißegal, wo die jetzt gerade spielen. Und wenn du jetzt, weiß nicht, jetzt so ein Gregor Kobel auf Instagram folgst oder so, da merkst du halt nichts, dass er irgendwie hier beim VfB Stuttgart eine Heimat gefunden hätte oder so dergleichen. Gut, das ist auch ein ausgeliehener Spieler, vielleicht war das jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich denke mal, du weißt ja, was ich hinaus will. Also eigentlich ist es egal, wo die jetzt rumturnen und irgendwelche Instagram-Stories posten. Und bei Insua hatte ich das Gefühl, dass es ihm schon was bedeutet hat, hier ja auch in der Nähe von Stuttgart seine Kinder großzuziehen und so. Ja, schon schade, dass er jetzt weg ist, aber so ist es. Finde ich auch, ja. Gut, wenn wir schon bei merkwürdigen Abschieden sind, dann kommen wir noch ganz kurz zu Paco Vaz, der ja dann doch relativ überraschend die U21 verlassen hat. Jetzt mal, als wir jetzt hier zusammen über dieses Thema gesprochen haben, gab es das Gerücht, dass er nach China wechseln wird als Co-Trainer bei Shandong Luneng. Ich glaube, so heißen die. Das wurde inzwischen bestätigt. Er ist dort Co-Trainer und wird dann eine ganz, ganz große Karriere starten, da bin ich mir sicher. Interessant fand ich aber, dass Hoffenheims Nachwuchsdirektor, ja, Dirk Mack, übrigens der Vater von Luca Mack, der beim VfB übrigens auch als Innenverteidiger dann irgendwann wieder in Frage kommen würde, nur nochmal zum Thema, müssen wir noch einen Innenverteidiger verpflichten, der wechselt nach 5 Jahren ebenfalls nach Luneng. Und das finde ich auch interessant. Also Dirk Mack ist wirklich ein wichtiger Mann gewesen in Hoffenheim. Auch er wurde offensichtlich überzeugt. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja, überzeugt trifft es, glaube ich, ganz gut. Dass er jetzt nach China kommen soll und soll da eine sportliche Infrastruktur entwickeln. Das sagt ja auch schon viel über den aktuellen Stand dieses Vereins aus, wenn man eine sportliche Infrastruktur entwickeln soll, oder? Also, oder sehe ich das falsch? Ja, das, ich meine, ist eine große Aufgabe, da haben sie schon was zu tun. Da mal von Paco Vaz jetzt kein großes Statement gefunden hat, möchte ich das von Mack vorlesen und ich glaube, das kann man fast schon auf den neuen Co-Trainer von Luneng übertragen. Mack meinte, das Angebot, in China zu arbeiten, hat mich überraschend ereilt. Nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung, Kaching, habe ich mich dazu entschlossen, diese außergewöhnliche Kaching-Herausforderung anzunehmen. Tja, jetzt steht der VfB weiterhin ohne U21-Trainer da. Es gibt ein paar Namen, die gehandelt werden. Frank Fahrenhorst und, den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich möchte die auch gar nicht groß kommentieren und diskutieren, weil es für mich immer wenig Sinn macht, da jetzt sich reinzufuchsen und dann wird es jemand ganz anders. Der VfB führt unterm Strich mit mehreren Kandidaten Gespräche. Man möchte gerne vor Rückrundenstart noch einen neuen Trainer präsentieren. Solange macht das weiterhin Michael Gentner mit dem alten Trainerstab, der auch schon unter Paco Vaz gearbeitet hat. Ja, aber weiterhin ist das nicht die Idealvorstellung von einer gelungenen Vorbereitung auf eine wichtige Rückrunde. Ja, können wir, denke ich, mal so stehen lassen. Ausgelost wurde das Pokal-Viertelfinale. Der VfB 2 trifft am Mittwoch, den 8.4. sehr wahrscheinlich im Robert-Schlien-Stadion auf die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Das ist natürlich ein schwerer Brocken gegen den Drittligisten, aber die sind momentan auch eher schlecht unterwegs und das könnte eine gute Chance sein, eine Überraschung zu landen für den VfB 2. Vielleicht muss auch der ein oder andere Profispieler aushelfen und vielleicht kann der VfB die Überraschung schaffen, ins Halbfinale einziehen, aber natürlich ist Sonnenhof Groß-Asbach der Favorit in diesem WFV-Pokal-Viertelfinalspiel. So, dann kommen wir zum Schluss noch zu U19. Die sind übrigens aus dem WFV-Juniorenpokal ausgeschieden. Ich habe nichts von diesem Spiel gesehen, deswegen kann ich dazu auch relativ wenig sagen. Ist natürlich schade, weil sie waren Titelverteidiger. Aber sie sind ja nochmal Pokalsieger geworden, beziehungsweise sie haben den DFB-Pokal der Junioren gewonnen, damals gegen RB Leipzig. Und das können sie immer noch schaffen, denn
Am 21.03. spielt man zu Hause gegen Mainz im Halbfinale dieses DFB-Juniorenpokals. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, hinzugehen, weil ja die U19 aus meiner Sicht mehr Unterstützung bekommen sollte, als das bislang der Fall war. Es ist eigentlich wirklich die erfolgreichste Mannschaft, die der VfB momentan so vorzuweisen hat, mit vielen interessanten Spielern. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch Zeit, am 21.03. die U19 gegen Mainz zu unterstützen. Und natürlich könnt ihr auch zu anderen Ligaspielen gehen. Da freuen sich, denke ich mal, Betreuer und natürlich auch die Jungs auf dem Platz, wenn da ein paar mehr Leute in Zukunft beim VfB auftauchen würden, wenn die U19 spielt. So, Thomas Krücken sagt übrigens zu diesem ausgelosten Spiel, die ausgeloste Partie wäre mein Wunschfinale in Berlin gewesen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und auf den Vergleich zweier Teams, die zu den besten U19-Mannschaften in Deutschland gehören. Das zweite Halbfinale bestreiten übrigens Dynamo Dresden und Werder Bremen. Und wenn ihr so ein bisschen U19 verfolgt, dann wisst ihr, Mainz und der VfB sind so wirklich die dominanten Teams in ihrer Junioren-Bundesliga. Und da bin ich ganz bei Thomas Krücken, das wäre ein tolles Finale gewesen. Und jetzt kann man fast schon sagen, auch wenn ich jetzt mich weit aus dem Fenster lehne, dass der Sieger des Halbfinales VfB gegen Mainz ganz gute Chancen haben wird, den DFB-Pokal der Junioren zu gewinnen. Gut, Sebastian, möchtest du dazu noch was sagen? Nee, also nur dein Aufruf nochmal unterstützen, dass man sowohl Ende März dann die U19 unterstützen sollte, wenn sie gegen Mainz spielen, aber halt auch am Anfang April natürlich gerne die U21 unterstützen darf, wenn sie dann gegen Sonnenhof Großasbach im Landesverbandspokal dann spielen. Apropos unterstützen, da sind wir doch schon bei den wichtigen Worten zum Schluss. Bevor wir zum Dennis kommen, den wir natürlich nicht vergessen wollen, kann man euch unterstützen, den Vertikalpass, denn es gibt eine Lesung, habe ich gelesen, im Kalaluna. Was kannst du uns darüber erzählen? Genau, am Donnerstag, also das ist dann in 3 Tagen, also einen Tag nach dem Restrundenauftakt gegen Heidenheim, treffen wir uns im Kalaluna und lesen da aus unserem Buch, aber wir sind nicht alleine, sondern wir haben eine ganz tolle Kombo. Und zwar ist lesen wir zusammen mit Bernd Sauter, der ja der Autor ist von Heimspiele und Fußballheimat Württemberg. Also er wird aus seinem Buch lesen, wir werden aus unserem Buch lesen. Wir werden natürlich auch nicht nur die ganze Zeit lesen, sondern auch einfach so ein bisschen über den Fußball im Allgemeinen, den VfB im Besonderen reden. Und das Ganze wird moderiert von Dani Galm vom Zeitungsverlag Weibling. Ja, und ich glaube, das wird ein relativ lustiger Abend. Wie gesagt, Donnerstag, ein Tag nach dem Spiel des VfBs gegen Heidenheim. 19.30 Uhr geht's los. Kalaluna in Schorndorf. Also viele kennen es vermutlich. Ist nicht weit vom Bahnhof entfernt, kann man locker zu Fuß hinlaufen. Eintritt ist frei. Ja, und das Kalaluna ist eine sehr coole Location. Nicht nur zum Fußball gucken, sondern auch zum Billardspielen, Bowling, was man möchte. Also wenn ihr Zeit habt, kommt gerne vorbei. Und wir verkaufen natürlich auch noch unsere Bücher. Und wenn ihr die direkt bei uns kauft, dann gehen auch 5 € pro Buch dann zugunsten von Dennis. Weißt du, ob Matthias Klopfer vorbeigucken wird? Der Oberbürgermeister? Ich weiß, dass er nicht vorbeiguckt, denn ich habe ihn eingeladen, aber er hat am Donnerstag Gemeinderatssitzung. Sonst wäre er gerne gekommen. Aber natürlich habe ich ihn eingeladen. Ja, super. Übrigens für alle, die... Wir haben schon gesagt, wenn wir in seiner Stadt zu Gast sind und da halt irgendwie lesen, dann muss ich ihn natürlich einladen, also habe ich auch gerne gemacht. Und er hat dann auch prompt geantwortet, dass er gerne gekommen wäre, aber er hat Gemeinderatssitzung. Übrigens aus eigener Erfahrung kann ich sagen, um den Bahnhof herum ist es mit Parkmöglichkeiten nicht allzu gut bestellt. Also wer kann, reist mit den Öffentlichen an oder parkt ziemlich weit weg. Also als ich da im Sommer mal bei einem Treffen war, das war echt die Hölle, da am Parkplatz. Genau, aber das Kalaluna hat wirklich ausreichend Parkplätze. Das ist, ich glaube, so einen guten Kilometer vom Bahnhof entfernt. Also man läuft 15 Minuten vom Bahnhof hin. Und es ist da, also wer weiß, wo die Manufaktur ist, gleiche Straße, nur noch ein bisschen weiter nach hinten. Und da sind ausreichend Parkplätze, das ist gar kein Problem. Alles klar. Es gibt also keine Ausreden. Gut, schaut vorbei und genießt die Lesung und natürlich dann auch wahrscheinlich das Gespräch, das es dann im Anschluss noch geben wird. Ja, das hoffe ich doch. Ja, also geht da hin. Wir können dann wirklich auch noch ausführlich über den Heimsieg des VfB Stuttgart austauschen gegen Heidenheim. Gucken wir mal. 0-0, mein Tipp. Normal tippe ich keine Spiele, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Vorfreude auf den Restrundenstart, ich bin so froh, wenn wir einfach ganz normal wieder über nächste Spieltage sprechen können, weil das Wort geht mir jetzt dann doch auf den Sack,
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Materazzo etwas vorsichtig agieren wird, die Mannschaft auch nicht, bloß nicht verlieren möchte und Heidenheim einfach zu gut verteidigt. Und ja, mal gucken, vielleicht wird es ja auch besser. Gut, Dennis ist noch ein Thema, haben wir vorhin schon ganz kurz thematisiert. Der gute Dennis ist weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen, aber ich habe gesehen, es ist nicht mehr viel Geld, das jetzt noch fehlt, bis zum Erreichen der 110.000 Euro. Ihr wisst es, Dennis leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom und ja, man könnte denken, wenn ich hier jede Woche davon spreche, leidet ihr irgendwann auch mal unter einer gewissen Erschöpfung. Nicht ganz so schlimm wie der Dennis, aber ich mache es ja nur deshalb, weil ich davon ausgehe, dass der ein oder andere irgendwie dann doch mal 5 Euro rumliegen hat und sich denkt, was kann ich jetzt damit machen? Und es sind wirklich diese kleinen Beträge, die sich dann eben zu einer gehörigen Summe zusammenleppern. Also ist mir schon klar, dass jetzt nicht jeder hier vierstellige Beträge spenden kann, aber 5 Euro im Monat, also das hat ja nun wirklich mal jeder irgendwie. Oder? Irgendwie in der Hand. Also das muss ja drin sein. Da gehe ich davon aus. Ja, bevor ihr jetzt da irgendwie den dritten Plüschtier-Fritzle kauft oder so, gebt dem Dennis doch lieber das Geld und sorgt dafür, dass er vielleicht in absehbarer Zukunft wieder ein Fußballspiel im Neckarstadion sehen kann. Versucht euch da so ein bisschen zu beteiligen, wenn es irgendwie finanziell geht. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf vfbstr.de, klickt da auf irgendeine Folge, denn wir haben die GoFundMe-Kampagne und natürlich auch Berichte, Artikel über Dennis in unseren Shownotes immer verlinkt und hoffen wirklich darauf, dass wir das, also ein Traum wäre wirklich, wenn wir das jetzt noch irgendwie in der Rückrunde hinbekommen. Aber wenn es, sag ich mal, Ende 2020 ist, ist es mir auch recht. Hauptsache, es funktioniert, weil das würde einfach auch nochmal diese Gemeinschaft so ein bisschen herausstellen, die hier beim VfB einfach herrscht. Man hilft sich gegenseitig und es geht ja jetzt auch wieder los mit dem Becherpfand. Also da kommt natürlich auch nochmal ein bisschen was zusammen. Ja. Da könnt ihr euch auch beteiligen. Becherpfand vor dem Spiel gegen Heidenheim, wie immer, vor dem Palm Beach. Gut, dann zum Abschluss vielleicht noch etwas, was ich einfach so in eigener Sache kurz loswerden möchte. Und zwar heute am Aufnahmetag begehen wir den Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, das vor 75 Jahren befreit wurde. Und normalerweise versuche ich mich jetzt hier im Podcast gar nicht so oft politisch zu äußern. Das ist mir aber dann doch ein großes Anliegen, dass man einfach nicht vergisst, was damals passiert ist. Und ich finde es auch gut, dass sich der VfB endlich klarer dazu positioniert und heute nicht nur der Vereinsaccount, sondern dann auch eben der Präsident klar Stellung bezogen hat. Das ist wichtig und mir war das jetzt auch nochmal ein wichtiges Anliegen, mich dazu zu äußern, dass man das möglichst nicht vergessen sollte, was da an grausame Dinge vor vielen Jahren passiert sind. Ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Sebastian, mir das stimmt, ist ja auch alles gesagt, aber gut. Das ist ja definitiv wichtig, da dran zu gedenken und auch gut, dass sich dann ja jegliche Vereine, Organisationen, Firmen, Verbände da auch hinterstellen und wirklich da nochmal drauf aufmerksam machen, dass sich sowas auf gar keinen Fall wiederholen darf und dass man ja nicht toleriert, dass es Menschen und Parteien gibt, die das gerne einfach vergessen würden, aber das geht halt einfach nicht. Jetzt muss ich doch mal was dazu sagen. Also für alle, die sich daran stören, dass dann diese Meinung hier kundgegeben wird bei STR oder so, es gab ja da auch mal den einen oder anderen, der sich echauffiert hat, als wir uns über die Choreo eines Fußballvereins aus dem Osten aufgeregt haben. Also mir persönlich wäre es ein Anliegen, das nochmal klarzustellen. Ich sende hier wirklich nicht für Nazis. Für alle, die keinen Bock haben auf so klare Positionierungen, da kann ich gerne drauf verzichten, auf jeden Download. Also das möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen. Das kommt mir manchmal so zu kurz, auch bei dem einen oder anderen Fußballverein, wo man immer so ein bisschen an den wichtigen Tagen darauf hinweist, dass man jetzt gedenkt, aber sich in den ganz entscheidenden Momenten vielleicht dann nicht so klar positioniert, wie man das dann einfach also ich für meinen Teil gerne hören wollen würde. Also im Stadion, da habe ich keine Möglichkeit dafür zu sagen, aber da kann ich auch auf das rechte Gedankengut gerne verzichten. Und wie gesagt, hier in der Hörerschaft wäre es mir auch ein Anliegen, wenn die einfach in Zukunft, weiß ich nicht, was anderes hören. Ja. Das noch, wollte ich noch kurz. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, ja. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen ungewöhnliches Ende. Ja, genau. Aber so ist es halt manchmal. Ja, es läuft wahrscheinlich schon die Musik bei euch. Sebastian, dich findet man auf Twitter unter @butze. Das sollte man, man sollte dich ja definitiv mal genau unter die Lupe nehmen und folgen. Und gucken, genau, stalkt mich da mal. Der stalkt ihn mal.
Mich findet man unter @RickyPalm. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, es wird definitiv nochmal böse Fahrrad-Tweets geben von mir. Ich bin weiterhin sehr enttäuscht von Fahrrad XXL. Da habe ich mir nämlich ein Rennrad gekauft. Ich kann wirklich nur abraten. Ja, aber dazu gibt es auf Twitter. Du machst es irgendwie falsch rum. Du müsstest eigentlich das Fahrrad dir irgendwie da rauslassen für lau und die dann loben und du zahlst dafür und schimpfst dann hinterher. Also irgendwie da dieses Influencer-Game ist noch nicht so geil, nicht so ja. Deins. Ja, ich bin ja, sag mal, in die Rolle irgendwie reingewachsen. Also ich muss jetzt selber mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Gut, also vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Nächste Woche versprechen wir euch, am Montag gibt es dann wieder eine ganz gewöhnliche STR-Folge, das ist ja wieder englische Woche. Doppelpack. Also es kommt einiges auf uns zu. Bis und danach die Folge gibt es auch einen Doppelpack, oder? Haben wir jetzt wirklich 4 Spiele in 11 Tagen oder so? Ja, genau. Boah. Tja, krass. Anstrengende Wochen für VfB. Wahnsinn. Aber jetzt haben wir ja lange unsere Ruhe gehabt. Jetzt ja, Winterschlaf gemacht und so. Jetzt, ich hab schon ein bisschen Bock jetzt auf ja. Restrunde. 18:30 Mittwoch, kann nichts Schöneres geben. Genau, und morgen 18:30, ne? Bielefeld legt los, dann können wir gleich mal gucken, was die Konkurrenz so im Winter gemacht hat. Wir sind gespannt. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.